Hallo Leute und ein herzliches Willkommen zu einem viel zu späten Real Life Online Livestream auf dem Kanal. Und wir sind wieder back am Start heute mit den Lances, Bro. Und ja, wir werden heute einfach mal ein bisschen Cash machen, ein bisschen Money. Wie ist das, Ananas? Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Lasst schon mal kostenlos ein Like da, Leute. Lasst ein Abo, da würde mich sehr aktiv freuen, natürlich. Ganz wichtig und richtig, wuppelt auch gerne im Shop vorbei. Jetzt gibt es derzeit die Adventskalender zum Vorbestellen in zwei verschiedenen Designs. Wer das Design vom letzten Jahr schon hatte, der kann sich jetzt ein neues Design gönnen. Und wer das vom letzten Jahr noch nicht bekommen hatte, weil letztes Jahr waren die direkt nach, ich sag mal, 3 Tage ausverkauft, der kann jetzt auch das alte Design wieder bestellen. Mit Autogrammkarte, mit gratis Poster dabei. Lohnt sich auf jeden Fall. Und dieses Jahr haben wir extra eine Vorbestellung gestartet, damit auch keine mehr ausgehen, weil letztes Jahr waren die nach 3 Tagen weg. Und ich hoffe, dass dieses Jahr die nicht ausgehen werden, ne? Weil wir bestellen dann auch Vorrat, je nachdem, wie viele Leute vorbestellen. Also greift zu und wir sind jetzt wieder back am Start, genau. Ich habe auf jeden Fall mal wieder Bock, nämlich gehabt, einfach mal als neuen Charakter einfach Scheiße zu bauen. Und dafür ist der Lancer-Charakter einfach am besten. Und ja, schön, dass ihr wieder aktiv dabei seid, viel zu spät im Stream. Ich habe nur Fahrrad, ich habe ja sonst nichts. Ich habe als Lancer noch kein Auto gekauft. Deshalb erstmal einen richtig geilen Rolls-Royce Ghost zum Ansporn im Thumbnail natürlich. Weil da wollen wir dann später oder früher mal hin. So, Max, dankeschön für 1 Euro, 1 Cent, mir zu spät. Pagella, Pagella 89 mit 11,99, dankeschön. Hat er mir eine ganze Pizza donated. Vielen Dank. Flauschis Poha, danke für 90 Cent auch. Florian Adam auch wieder am Start, danke für 2 Euro mit einem guten Abend. Mirko AD, moin, bin auch wieder am Start und einen tollen Stream und mach weiter so, vielen Dank. Lukas Fablox ist noch VIP geworden. Dann der Gecko ist noch VIP geworden. Nitron, Liquid Viper, Martin, Gepso, Michelle sind alles VIP geworden. Vielen Dank fürs Wippen vorhin. Da geht die Liebe raus. Ja, ich muss mal erstmal ein Auto vielleicht kaufen. Mich dann vielleicht mit meinem Lancer irgendwo treffen. Was war eigentlich unser Lancer-Funk? Ich weiß das gerade gar nicht mehr. Ah, ich habe ja wieder das Inventory von. Eine Halskrause dabei. Aber das wäre mitkriegt, ne? Ja, wir fahren mal mit dem Lancer. Was kann ich mir für 1000 Dollar holen? Ich schau mal zum Bankomaten. Da wird doch irgendwo Geld drin sein. Dann kaufen wir uns vielleicht mal einen Roller oder sowas, dass wir irgendwie mobil sind. Ja, passt schon. Wird schon gehen. Kriegen wir hin. Gibt's auch andere Streamer auf dem Server? Natürlich. Sehr viele. Den Andel gibt's. Das ist das die Schandel gibt's, auch wenn die Schandel seit 5 Jahren nicht mehr gestreamt hat. Also aktivste Streamer sind Andel und ich, glaube ich. Ne? Dann Marius gibt es natürlich noch, Marius Fischi. Dann haben wir noch unseren Psycho. A.k.a. Dario, der mit dem Flachdach, Digga, den haben wir auch noch, der streamt. Butti ist ja leider nicht mehr auf dem Server, finde ich schade. Aber er hat damals auch gestreamt und er dürfte auch heute noch auf dem Server streamen, ganz wichtig und richtig. Also wenn Butti da mal Bock hat, aber ich glaube, Butti wird nicht mehr auf... Vielleicht auf 3-0 hat er vielleicht mal Bock, mal schauen. Er ist jedenfalls herzlich eingeladen, drauf zu spielen, wenn 3-0 da ist. Wen haben wir denn noch? Wir hatten sonst auf dem Server gestreamt. Sonst haben wir, glaube ich, niemanden mehr, ne? Streamer auf RLO. Weil es soll halt kein Streaming-Server werden, so wie... Wobei es auch teilweise geil wäre. Zum Beispiel NoPixel ist ja so ein Server. Da streamen sehr viele drauf. Ich finde, teilweise ist es cool, aber es macht auch sehr viel kaputt. Deshalb haben wir es nicht gemacht bei uns. Aber manchmal würde ich es mir schon geil vorstellen, wenn einfach mehrere Streamer drauf wären, aber es ist leider wegen Meta und ja, dann bashen sich vielleicht 2 Communities, ist dann auch nicht so geil. Atrax CPM, ey, danke für 20 Euro Superchat, mein Lieber, vielen Dank. Und er schreibt zu spät, die Doni kam auch etwas später, dankeschön. Matthias Rinkowski, bitte bist du wieder am Start, fertig mit Krankenhaus, mir geht's soweit gut, Operation mal mit 3 Stunden. Also schön, dass du wieder da bist. Sehr schön. Komm mal runter. Ja, ich hol mal meinen Roller. Irgendwas, mit dem ich wenigstens fahren kann. Ob ich einen Führerschein habe? Keine Ahnung. Ich bin Lancer, Bro. Wir ahnen einfach. Wir ahnen. Wird schon passen. Und ich brauche unbedingt Tattoos. Ich brauche Geld für Tattoos. Tattoos und Roller wollen wir erholen, ja. 890 Dollar. Wenn ich jetzt mir ein Moped damit kaufe, geht sich das überhaupt aus? Ich habe 2700 Dollar. Und im Titel steht, wir machen heute Money. Ich kann mir, Bruder, ich kann mir nicht mal Seeds kaufen drüben gehen. Gar nicht, ich muss zum Müllabfuhr oder sowas.
Wir müssen schauen, dass ich zu meinen Lancern-Kollegen komme. Ich muss mal einen Funk muss ich mal anmachen. Was hatten wir nochmal für einen Funk? 7-1? Irgendwas mit 7 hatten wir, glaube ich, als Funk. Nee, ich glaube, mit 2000 Dollar komme ich nicht aus. Da kann ich mir wirklich nicht mal einen Roller, glaube ich, mitkaufen. Ich glaube, der Roller kostet schon 5000. Im schlimmsten Fall klaue ich halt Autos. Jetzt ist das offener Ding. Bruder, ich habe mein Auto für heute. Ich habe mein Auto für heute. Was hab ich für einen Lack, Bruder? Rudi, okay, der fährt sich aber kacke. Ich hab ja so einen Lack. Jo, wenn es der Checkpot im Kofferraum hinten drin wäre, dann wäre es natürlich heftig. Aber ich fahre damit schnell irgendwo hin, wo es keiner sieht. Ja, was brauchst du? Was brauch ich? Roller, Bro. Ich hab einfach mir ein Auto gesnackelt. Auf ganz entspannt, aber. Wie kann man so bläser das Auto offen stehen lassen? Wie schafft man sowas? Okay, aber fährt sich wirklich nicht gut. Würde ich auch offen stehen lassen, bitte sein Kofferraum. Ah, schade, hätte ja sein können im Kofferraum irgendwas Heftiges. Aber ich weiß schon, mit was rumfahren. Eine Scorpion habe ich. Die sollte ich vielleicht wegschmeißen, ne? Weil die habe ich fürs Thumbnail hatte ich die Scorpion dabei. Die muss ich noch wegschmeißen, die gehört nicht mir. Gut, dass ich die noch gesehen habe. Stell dir mal vor, ich hätte die jetzt gehabt. Wo schmeiße ich denn die jetzt hin? Auch einen Mülleimer. Weil die anderen Lancer kommen heute auch noch. Ich hoffe. Ah, da! Ganz viele Mülleimer. Ah, Lancen, Bro. Da, ich schmeiß mal weg. Also, das Ding entsorge ich mal. Wobei, ich kann ja die Sachen auch mal entsorgen. Das gehört ja alles in Herrn Zapferl eigentlich. Habe ich bei Herrn Zapferl geklaut. Kann ich ja mir gratis wiederholen. Wisst ihr, das ist ja nicht so schlimm, wenn ich das wegschmeiße. Und nicht, dass ich das dabei habe, weil da sieht das immer so komisch aus. Da fünf Armschienen dabei habe. So, jetzt sieht es wieder nach was Richtigem aus. Oh ne, ich glaube, das ist ein Auto. Das ist der Sound auf die Spinde. Was ist los, Bro? Ja, Bro, ich hab grad was im Müll geschmissen, Bro. Ach so. Ja, Bro, warum? Ist gut, diese. Ja, wollen ist Sie so. Kaufen gute Rolex? Rolex, nein, keine Rolex. Ist gut. Oder Lacoste-Anzug, ist gut. Ne, Bro, ich, wenn du mir ein Auto verkaufen könntest für so, weiß nicht, hast du was für 2000 Dollar? Nix gut, nein, nein. Ja, das ist blöd, Bro. Ich hab nur diese Taycan. Gute Auto. Sonst nichts? Nein, leider nicht. Nur diese. Okay. Ja, Bro, ich hab kein Geld, weißt du so? Ich brauche ein bisschen Kohle. Wir machen Kohle zusammen. Boah, ich bin so broke, Bro. Ich bin so broke. Vertraust du, wir fahren, wir machen Kohle. Ist gute. Ja, wo fahren? Was? Wir machen gute Kohle, vertraust du. Ist gut. Ja, Bro, ich dachte, du hast so 50 Autos, wenn du da so mit Teilkarte ankommst, aber... Nein, nein, nichts gut. Ich hab genommen Brechstange, dann Fenster und dann jetzt mein. Also hast du geklaut, Bro? Ein bisschen. Bro, ich hab meinen auch geklaut. Oh, ja, manchmal muss man Sachen machen, ist okay. Ja, Bro, ich hab kein Geld für ein Auto, Bro. Ich hab mir den geahnt, weißt du? Ja, ja, ich verstehe es gut. Ich hab mir den geahnt, Bro. Der stand so auf dem Parkplatz offen rum, so. Dachte ich mir so, Bro, ich steig einfach mal ein, Bro. Ja, wir können ein bisschen machen, Geld. Dann wird ja, nicht gut. Machen gehen, Bro. Ich hab keine Zeit. Ich muss irgendwie so das Business, weißt du, ich bin Türsteher und so, weißt du? Ach so, wo du arbeitest. Weißt du, ich ahne. Ja, Bro, als Unicorn-Türsteher. Ah. Ich bin der Türsteher, ich schmeiß die Leute raus, querkant. Ist gut, diese. Gute Job. Ja, und ich war noch meine Bros, weißt du? Ich habe noch Bros, mit denen mache ich immer so Stuff, so. Ah. Ja, ich fahre mal sonst nämlich zum Hauptplatz, vielleicht finde ich da ein paar Bros, weil irgendwie, ich finde ja keinen auf, ich finde meinen Funk nicht mehr, weißt du? Den Funkkanal, Bro. Verstehen. Ich habe mir den Kopf zugedröhnt, jetzt weiß ich nicht mehr, welchen Kanal das war. Oh, nix gut, diese hast du geraucht. Ja, so ein bisschen, Bro, so ein bisschen. Also fünfmal täglich mindestens. Oh. Ah, oh, Bro, ich bin so voll neben mir, Bro. Ja. Ja. Okay, Bro, ich muss jetzt los, ich muss zum Hauptplatz, Bro. Die Welt ist so... Wenn du kaufen wollen, Rolex, vertraust du... Na, ich will nix Rolex von dir, Bro, alles gut.
Der hat geahnt. Der hat einfach auch Auto geklaut. Wir sind einfach beide Autoklauer. Und hoffentlich fällt das nicht auf. Ey, die Bremsen gehen gar nicht, ne? Ich kann entweder bremsen oder lenken. Beides auf einmal geht nicht. Warte, ich bremse jetzt mal. Schaut mal, Leute. Ich will links rüber. Es funktioniert nicht. Ich kann nicht lenken und der hat halt kein ABS. Schau mal. ABS gleich 0. Deshalb fährt er sich auch so. Ja, ich hoffe, das sind ein paar Bros. Hoffen wir mal. Ey, vor allem, ob die schon wieder gesehen haben. Entschuldigung, Bros, Broskis. Ey. Ich hab nichts geplant. Ihr habt geahnt. Habt ihr irgendwelche Leute gesehen, die so ein bisschen aussehen, so wie ich? So ein bisschen lässig, so mit Rot und so? Nee, leider nicht. So ein bisschen kuschelig. Die, weißt du, so ein bisschen kuschelige Leute. So eher. So auf mexikanisches Essen angelehnt. Fall. Gar nicht gesehen. Nee. Boah, Bro, ich suche meine Jungs, aber ich hab die Nummer nicht, Bro. Hey, Bro, wer hat mein Handy eingestellt, Bro? Das sieht ja richtig beschissen aus. Wait a second. Vielleicht finde ich da irgendwie eine Nummer. Ey, ich hab das Phone geklaut, weißt du? Gar nicht mehr so, weißt du? Ich hab das jemanden aus der Tasche gezogen, so, Bro. Ja. Und jetzt gehört zu mir, so, weißt du? Hat keinen Code drin gehabt. Zu wem gehörst du denn? Zu die Lenzer, oder? Ja, ich suche meine Broskis. Also von wait a second, ich habe Jojo drin. Wer? Oh, Jojo war das, ja, Bro. Mein Joji, mein Brother from another mother, der hebt nicht ab, Bro. Ich ruf mal Jumbo an. Das ist doch Jojo, oder? Ey, yo, die ist einfach pink. Ist sie in der Gang oder so? Keine Ahnung. Ist sie so voll aus der Hut? Ich frag die mal. Ich bin gleich wieder da. Ey, yo, Zimtschnecke. Bist du in der Gang? Bist du in der Gang? Yo. Ey. Brr. Turn up. Bist du in der Gang? Nee. Also, weil du so voll pink bist, so. Das dachte ich so, vielleicht so voll so Gang, so, weißt du, so. Ja, so in der Hood drin, so brr. So ein bisschen upturn in der Hood. Überhaupt nicht. Naja. Oh, okay. Bist du die Tochter von Elon Musk oder so? Naja, auch nicht. Aber ganz dicken Dübel da drin, also. Man teilt sich schon mal irgendwie so ein bisschen die Gedanken. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, so 5 Chollys am Tag mindestens. Ja, schon. Schon so. Okay, also auch nicht, aber da steht doch Elon Musk drauf hier. Mhm. Warum Elon Musk? Weiß ich nicht, hab ich so gekauft. Ach so, war schon so. Ja. Ach so, okay. Ja, so voll zum Upturn halt, ne? So weil so Elektro, so ein bisschen so ja, ökomäßig, ja. Ja, voll. Fahne so Öko-Fritzen eher, oder? Ja, schon irgendwie, aber weiß ich nicht. Ja, schon irgendwie so, okay. Ja, cool sonst so, voll die, also Farbe ist schon flashy. Die burnt mir schon die Augen so weg. Muss das sein? Ja. Ich meine, ich würde es nicht so machen, also ich würde nicht so lackieren, aber wenn es schon so war, ne, dann würde ich schon lassen. Ja, cool. Ja, ich suche meine Broskis, wenn du wen siehst, der so aussieht wie ich, hup einfach an, so, weißt du? Ja, mach ich. Einfach anhupen. Ja. Ja, danke, tschüss. Ist ja auch voll weg. Ist ja auch voll weg. Wie voll im RP. Ey, yo. Ey, sag mal, hat irgendwer so ein bisschen Kohle so für mich? Ich will so ein bisschen Tattoo stechen lassen, so, weißt du, so Tränen unterm Auge. Komm mal her, hier. Oder vielleicht so eine Rolex und das Auge tätowieren, so, weißt du. Komm mal her, hier. Bro, ich hab kein Geld, so, ich wär so richtig cool, so.
Ey, Bro, man, ich hab das Auto, ne? Das hab ich geahnt einfach. Ey, Bro, du bist der Beste. Weißt du, eigentlich will ich nicht so betteln oder so, aber Bruder, bei mir sieht gar nicht gut aus. Ich muss ja den Stoff auch noch bezahlen, so. Ey, ja, voll cool. So, vielen Dank, kann ich mich endlich mal zutätowieren. Gerne. Grüß Jumbo von mir. Ja, wenn ich ihn heute sehe, ich weiß nicht, wo meine Bros sind. Die sollten eigentlich, die sind so mal am Hauptplatz so meistens. Aber vielleicht ahnen die gerade, ich weiß ja nicht. Vielleicht sind die gerade am Ahnen. Ja, voll cool so. Ich geh dann feiern, ne? Tschüss. Bro, mach ein bisschen Party, ne? Aber vergiss nicht, nicht so viel Wein. Der Wein ist ungesund für die nervlichen Indikatoren mehr des Wodka. Körpers, Bro. Mehr Wodka. Ja, wenn, dann der Woddy ist auch nicht gut. Der besteht aus Kartoffeln, so, weißt du, Bro? Und Kartoffeln sind Kohlenhydrat und sind nicht gut für den Körper, Bro. Jetzt fangen wir mal tätowieren. Wo ist denn der nächste Tattoo-Laden, sag mal? Solange ich auf meine Bros warte, ich muss zum Tattoo-Laden. Der ist so weit weg. Hier oben. Ich fahr zu dem, der ist gechillt, der Upala. Das ist ja eh nicht mein Auto, ist mir doch egal. Ich hoffe, du mich überschlägst mit dem Ding nicht. Das Ding fährt sich nicht gut. Denk dran, unser Körper ist unser Kapital. Das ist richtig und wichtig. So, Pierre mit einem Euro und fies. Kennst du mich noch, dem guten Pierre? Kenn ich noch? Dann liebe Kuss geht raus. Justin Fiebig, bist sehr lustig, feier dich sehr. Dankeschön. Cooler Boy, danke fürs Sub werden. Feuersturm 15, kann ich bitte auf dem Server mitspielen? RealLifeOnline.net bewerben, wenn die Bewerbungsphase wieder offen ist. Ja! Hoppala. Fast wieder erwischt. Aber wieder kocht den erwischt. Jo. Fahr ich den Lamm, Bro? Ich hoffe nicht, dass das sein Auto ist hier. Aus dem Weg hier, Bro. Skis. Aber ich habe das Gefühl, dass das sein Auto ist, was ich vorhin geklaut habe. Er fährt mir irgendwie nach. Oh, ich darf hier nicht bezahlen. Eine Rechnung offen? Nee, zum Glück. Ich kann mir nämlich heute nichts leisten. Ich meine, der hat mir $17.000 zugesteckt, ich meine. Damit kann ich mir schon mal was kaufen, so, aber... natürlich erstmal die Tattoos holen. Ja, der fährt mir nach. Oh, nee, ist das ein Pedila? Ich habe irgendwo gerade eine Hupe gehört. Oh nein, scheiße. Oh nee, ich werde hier gleich angehalten von dem. Wie erkläre ich ihm das? Ah, Stoffel! Oh, ich gehe jetzt hier tätowieren. Stoffel, vielen Dank für 15 Euro, die überweise ich dir. Keine Frage, zwecks dem Finanziellen. Langes her, Grüße gehen raus. Ich habe eine Frage, wie sieht es bei dir finanziell gerade aus, Stoffel? Nee, vielen Dank, Liebe geht raus und Kuss. Dankeschön, Dankeschön. Da geht der Kuss raus, Digga. Da geht der Kuss raus, du weißt. Ja, wie erkläre ich ihm das jetzt, dass das Auto geklaut ist? Ey, Bro, ich bin gerade beim Tätowieren. Das ist ein bisschen. Ey, Bro, ich tätowiere gerade, das ist ein bisschen später Zeit so. Ein bisschen. Gerade schlecht, ich muss gerade mal kurz mit. Ja, Bro, aber die ahnen schon, weißt du, ich muss mir tätowieren lassen, Bro. Ich habe jetzt ein bisschen Geld bekommen, so von so einem Typen, weißt du. Hm. Und mir ist es saumäßig. Bro, warte mal ein bisschen, ich will nur ein Tattoo machen, okay? So vielleicht so. So fünf Minis warten, so. Du kannst mir vielleicht ein 20 so ein Tattoo stellen, so höchstens. Oder vielleicht so ein bisschen warten, so bei der Auswahl, sonst stresst mich das, Bro. Ich lasse die wirklich gerade stehen. Ich glaube, jetzt komme ich in den Knast. Oh, das ihr Tattoo. Vor der Tür. Ey, Bro, ich bin im Tätowieren, kann ich nicht reden mit dir, Bro. Der muss aufpassen, dass er nicht auskommt mit der Farbe, so, weißt du? Mhm. Bro, das Fahrzeug ist geahnt, Bro. Ist geahnt. Geahnt. Haben Sie einmal mit deinem Ausweis und Führerschein? Ja, natürlich, Bro. Ja, Führerschein war ja mal. Also, reicht der Führerschein so aus, Bro? Reicht der? Ja, das reicht. Ja, reicht der aus. Super, Bro. Mhm. Ich mach jetzt nur schnell fertig, Bro. Oh. Gleich hierbei. Ja, ja. Wenn sie was wissen wollen, Bro, einfach sagen, Bro. Ist einfach, wenn sie was wissen wollen. Ja, ja, okay. Also ganz cool.
Okay. So. Ich hätte zum Boss von gleich gearscht, seit er das durchgeht. Ich sag einfach, ich hab den geliehen von dem Typ mit dem Anzug. Animal steht hier drauf. Oh ja, das nehme ich. Oh, die AK in der Fresse. Wow. Nee, ist etwas too much, oder? Wobei doch, das muss schon fast drauf. Sleepy. Sind ja echt sleepy, ne? Aber wir müssen uns halt zutätowieren, es geht ja gar nicht anders. So, was ist immer Oberkörper? Wir brauchen so richtig broken Tattoos, die so richtig heftig zu uns einfach passen. Rich, ja gut, das nicht. Ist das Gegenteil von Rich einfach? So irgendwas, gibt's hier so ein richtig abgefahrenes Tattoo, was 1:1 passen würde für so ein Broski? Nee. Aber hier, das hier würde passen, aber es... Ah, wobei, nee. Wir brauchen halt vorne ein großes Tattoo, das muss. Im schlimmsten Fall nehme ich das, was ich ja vorhin gerade gesehen habe. Das ist immer die gute Maria. Die Santa Maria vorne. Nee. Ja, da gibt's irgendwie so geist Verrücktes. Ich brauche hier irgend so ein verrücktes Tattoo eigentlich. Aber das ist schon ein bisschen Hustler. Das ist der Sound auf die Spende. Fade-Tattoo. Herr Lenzer. Ey, Bro, ich höre grad nix. Kommt jetzt hier, das Fahrzeug ist geklaut. Hallo, eine Frage. Kurze Antwort. Haben Sie Fotorango? Scooter. Ja, kommen Sie gerade raus. Ich verstehe dann kein Wort. Oh, wisst ihr was? Wir nehmen hier diesen Hammerhai. Bitte? Oder? Haben Sie Durango? Gute Auto? Oder ich nehme das eine, was da vorne ist. Dieses. Mit Sticker oder ohne? Wie mit Sticker? Ja, diese. Ich glaube, da ist gerade der Besitzer draußen. Ich glaube, das wäre wirklich hinterhergefahren, der Besitzer. Ich schwöre, das ist der gewesen, dem Wagen. Ich habe einen, danke. Boah, ich muss so schnell das Tattoo hier fertig machen. Gute Auto. Ich habe tatsächlich zwei. Wir brauchen drei. Nee, eine können Sie sparen. Tatsächlich nicht. Bro, was läuft hier? Ich muss jetzt mal gerade weitermachen. Brauchen Sie Lenzer, kommen Sie gerade einmal. Ja, Bro, was ist los? Das Problem, so. Wo ist denn der Besitzer von dem Fahrzeug? Bro, ich hab den geahnt. Der war beim Hauptplatz, hat mir den übergeben, Bro. Okay, das ist aber nicht Ihr Fahrzeug, ist richtig, ja? Ja, Bro, ich kann mir ganz leisten, Bro. Also jetzt schon okay. So, aber... Ich habe den geliehen, okay. So, geahnt, gut. Bro. Dann dürfen Sie mit dem auf jeden Fall nicht weiterfahren. Ja, warum nicht? Weil das Fahrzeug abgemeldet ist. Oh, das wusste ich nicht, Bro. Ja, gesagt, alles gut, dafür tragen Bro, Sie Bro, ich habe ihn gefragt, so, er hat gemeint, kein Problem. Ja, so. Alles entspannt, das ist nicht Ihr Problem. Okay. Was aber Ihr Problem ist, dass Sie dabei beobachtet wurden, wie Sie mehrere Sperrlinien rote Ampeln überfahren sind. Ja, Bro, ich kann... Bro, muss ich mal ins Auto setzen, Bro. Fahr mal um den Block und dann wirst du merken, so, es ist einfach nicht so, weißt du, so ja, funktioniert nicht richtig. Sie wurden länger verfolgt und wurden dabei mehrfach beobachtet, wie sie. Ja, aber Bro, er fährt sich nicht gut, so, weißt du, er kann nicht. Ja, aber wenn sie doch wissen, dass er sich nicht gut fährt, dann. Ja, wusste ich noch nicht, ich hab doch noch. Bro, ich hab den geahnt, den Wagen, ich hab den geahnt, so. Gehört ja nicht mir so. Der hat die Bremsen nicht gemacht, der hat vergessen. Ah, so wurden Service über Strecke von knapp 2 Kilometern verfolgt. Ja, Bro, der hat vergessen, so Service zu machen, so, Bro. Und jetzt fährt er sich so ein bisschen so auf schwammig angelehnt, so. Weißt du, so ein bisschen okay. So rutschig angelehnt, so ein bisschen wie Waterslides in einem Freizeit. Ja. Water Osorium, so, weißt du. Wo du so mit einem Reifen so die Waterslide runterrutschst, so slidest du so runter. Der fährt sich nämlich so, weißt du, der slidet so, wenn du bremst, so, weißt du. Ja, gut. Voll broke trotzdem. Halt. Das ist richtig broke, so. Ja, aber wenn sie es halt nach einer gewissen Zeit merken, dann müssen sie halt dementsprechend fahren. Dementsprechend gibt es eine Rechnung in Höhe von $4,000 für das Rückstück. Boah, Bro, du ziehst mir die Hose aus. Nee, du hast Geld aus der Tasche.
Okay, das heißt, aber Schlepper zahle ich jetzt nicht, okay, weil der hat einfach... Den Abschlepper, den zahlen sie nicht, das ist... Okay, weil ich hab den geahnt, so, aber dann rufe ich den Bro jetzt mal an, ich hoffe, der hebt ab, Bro. Also, wenn das überhaupt die echte Nummer ist, die mir gegeben hat, Broski. Hi. Guten Tag. Der gerät bitte einmal auf den Abschlepphof. Alles klar. Jo, passt, krieg ich hin. Danke. Gute Kennzeichen. Das ist das Kennzeichen, Bro, lebt jetzt nicht ab, Bro. Ey, yo, ich... Herr Lenzer, versuchen Sie bitte einmal die Rechnung zu bezahlen, die ich Ihnen ausgestellt habe. Achso, ja klar, rücksichtsloses Fahren. Ey, Bro, ich hab so mit Absicht gemacht, so, wow, der ist geslidet, so. Das wurde vom Kollegen beobachtet und der hat... Ja, der Kollege in dem GTR, ich weiß nee, schon, nee, der ja. war tatsächlich nicht in dem GTR. Und brauchen Sie gute Auspuff? Der war hinter dem GTR. Ja, ich brauche keinen Auspuff. Hä, hey, wo kommst du denn jetzt her, Bro? Wo spawnst du einfach so neben mir, Bro? Ich weiß nicht. Ich habe geguckt, ob Autohaus, guter Auto, nichts Geld. Das ist voll der NPC, der ist vorhin auch neben mir gespawnt. Weil man ploppt er hier wieder auf. So. Ja, okay. Dann sag ich aber hey, wow, der ist ja schon real, oder so? Ich weiß nicht. Bro, stehen bleiben. Du darfst für mich fahren, Bro. Bro, nein, Bro. Bro, nein. Der Polizist hat gesagt, der fährt nicht mehr, Bro, geht nicht mehr so. Lancer runter von der Rampe. Ach so, sie haben noch gesagt, er darf nicht fahren, so, ich will die Rechnung bezahlen. Ach so, okay, sorry, ich habe nicht geahnt, dass der damit fahren darf, so. Ach so, weil der so sein Working macht, sein Job, so, oder? Sein Job, das abzuschleppen, okay. Gut, Herr Lancer, Sie kriegen Ihren Führerschein noch zurück. Okay. Es ist so voll der Abschlepp-Guy, so, der macht so Abschleppservice. Ja, richtig, richtig. Der macht das sicher auch so privatmäßig, so mit Abschleppen. Ja. Ja gut. Okay, ich hab bezahlt, so ich mach mal mein Tattoo fertig. Jetzt kann ich mir... Schönen Abend noch. Ja, auch schönen Abend. Jetzt muss ich schauen, wie ich hier wegkomme, weil ich hab geahnt, dass ich nicht mehr fahren kann. So. Naja, wenigstens hatte ich gefahren, aber geklaut ist. voll Tätowierung. Komm mal, let's go. Oberkörper. Turbulenzen. Ne, wo ist denn hier? Kann ich hier. Ach so, warte, ich muss nach hinten durchgucken, ne? Oh ja, da kommen jetzt die Sachen. Ich glaube, der hatte keinen Bock mehr auf mich. Schönen Tag noch, Herr Lancer. Das ist der Sound auf die Spende. Ich muss sagen, auf dem Rücken gibt es bessere Tattoos als vorne, ne? Da gibt es schon bessere Sachen. Ich weiß nicht. Wie wäre es mit der Pyramide? So ganz entspannt. Oh, das ist schon geil hier, das nehmen wir. Wobei das ja auch heftig wäre, aber nee, das passt schon. Ich meine, wir können ja eh zwei Tattoos drüber stapeln, das geht ja. Never surrender. Give nothing back. Ja gut, das ist... Einfach voll zutätowiert in dem Bree. Oh mein Gott, da gibt's einen Joker. Ne, gut, dann brauchen wir noch hier den. Jetzt hör mal auf, diese Animation hier zu machen. Jetzt brauchen wir noch die Arme zu tätowieren. Wichtig und richtig. Und das ist das Mark Rumpel-Tattoo gerade gewesen, ne? Das erste. Ja, ich nehme halt jetzt nur schwarz-weiß Tattoos. Bro, weil ich ahne. Was ist das denn? Sorgen der Stadt? Nee. Ja, fehlt mir mal ein gutes Tattoo, das hier gut drauf passt. Ja, das wär's doch. Nee. Gibt's ja gar kein Waffentattoo oder so. Das finde ich jetzt ein bisschen schade. Komm, das nehmen wir. Das allsehende Auge. So ein bisschen Illuminati-Style angelehnt. So, Bein würde ich jetzt nicht machen. Das war der rechte Arm. Ich mache ja voll Tätowierung.
So eine Medusa wäre doch heftig. So, da ist der Andel. Ja. Dann sieht er endlich mal aus wie ein Lance, aber die Lance sind alle tätowiert. Flammender Motor. Okay. Das nehmen wir. Fahrer fürs Leben. Und vielleicht noch am Kopf. Stimmt, Haaransatz brauche ich noch. Und vielleicht noch im Gesicht ein oder zwei. Aber Haaransatz habe ich noch gar keinen. Ist mir gerade aufgefallen. Das ist hier nicht schlecht, wäre einen draufzupacken. So ein bisschen so mit Fade, wisst ihr? Hier, den hier. So, den packen wir nur drauf. Und dann am Kopf, vielleicht hinten am Nacken ein Tattoo. Es gibt ja ein Nackentattoo gibt's. Sonst gar keins. Keine Tattoos am Nacken. Ja, moin. So, das können wir noch nehmen. So ein Fisch. Nee, ich hätte doch gerne im Gesicht irgendwo eins. Das mal Krumpe-Tattoo. Am Hals. Nee, machen wir ein anderes. Hier nochmal das allsehende Auge. Ja, Double Illuminati. Und im Gesicht hätte ich noch gerne. Eine AK im Gesicht wäre schon heftig, ne? Würde ich irgendwie fühlen, ich weiß nicht, aber. Eine AK direkt im Gesicht und in der Fresse. Ich habe mal die zwei Hörner, die sieht man leider nicht. Aber hier die AK voll in die Fresse. Ich fühle das. Das mache ich dran, kann man später eh wieder wegtätowieren, wenn es mir nicht mehr gefällt. Weil das hat niemand. Ich bin Mr. AK in der Fresse. Jetzt bin ich komplett zu tätowiert, Bruder. Ich hab geahnt. Ey, yo. Oh ja, überall. Ich habe echt überall Tattoos mit Waffen dran, ne? Ich finde, das passt volle Kanne. Vielleicht noch am Bauch vorne. Fällt mir gerade noch ein. Das können wir noch machen. Am Bauch vorne noch ein Tattoo. So. Oberkörper, so unten haben wir noch genug Platz. Irgendwas Heftiges noch, was dazu passen würde. Irgendwas mit Waffeln oder irgendwas, was richtig. Das ist auch crazy hier. Wo war denn das? Das hier. Der Schlugspecht. Ja. Hier nochmal mit zwei Glocks. Cash Money. Nochmal mit. Ah, mit Illuminati natürlich. Die sind voll Fanat in Illuminaten. Jetzt hab ich drei Illuminaten-Tattoos, ne? Einmal das allsehende Auge, links, vorne Illuminati. Hier links, hinten Illuminati. Ich bin voll ausgestattet. Ich bin voll ausgestattet. So, ich komme jetzt zu Hause. Aber da gibt's ja einen Fahrradverleih hier, ne? Ja, zum Glück. Bro, ich ahne, hier drüben gibt's einen Fahrradverleih. So. Shisha King, Kalender sind vorbestellt, deine Streams sind jedes Mal super. Vielen Dank dafür, mach so weiter und bleibst wie du bist. Grüße aus Schleswig-Holstein, Dankeschön zurück. Liebe Kraus an dich, danke Shisha King. Spyro Dragon, Dankeschön fürs Zip werden. Und Ellie Delphi ist auch wieder am Start. Auch schön, dass du wieder da bist. Danke für den Euro. Stoffelhaar war klar, reicht leider noch nicht für den M3 Touring. Muss irgendwann mal. Muss. Der M3 Touring muss her. Warte mal, das Gerät hier. Ja, jetzt bin ich wieder auf dem Drahtesel unterwegs, weil die Cops das weggenommen haben. Zum Glück, nur zum Glück hat es niemand reportet, dass das Ding geklaut war. Weil der eine Typ, der da war, der hätte mich sowas in die Pfanne hauen können. Der hätte einfach sagen können, dass ich ihm vorher erzählt habe, dass ich das geklaut habe. Dann hätten die mich 100% eingeknastet. Aber zum Glück, mir geht's noch gut. Wir sind noch da. Vielleicht beim Autohaus irgendwas zum Probefahren? Ja. Hier ist ein Typ auf dem Fahrrad in Rot. Ja, habt ihr jemanden gesehen, der so ähnlich aussieht wie ich so, Bro? So ein bisschen rot so. Na, warum? Ja, Bro, ich suche so Leute, die so aussehen wie ich so. Warum suchst du so Leute, die so aussehen wie du? Ein paar Gleichgesinnte. Ich suche Gleichgesinnte so ein bisschen, ja. So ein bisschen aussehen. Wer bist du? Ja, so ein Typ halt, der rot ist. So. Der rot ist? Ich kenne mehrere rote. Nee, ich mag so rote Sachen. Ein bisschen spezifischer werden. Ja, aber ich stehe so auf rote Sachen, weißt du? So auf ey, meine Frage, ich mir eigentlich nicht, deshalb ist das Autohaus offen so? Haben die gerade offen?
Ob er nicht? Mhm. Oh, nee, Bro. Dann müsst du ausnehmen. Nee, da muss ich weiter, Bro. Aber danke, Broskis. Ich weiß nicht, hat nicht Lancer was mit dem Kartell oder so? Ich weiß es nämlich nicht. Hat nicht immer irgendwie Stress? Gut, im RP weiß ich das halt auch nicht, ne? Irgendwie hat mir aber was erzählt, im RP, was? Mafia? Ich weiß nicht mehr, mit irgendwem haben wir Stress. Lancer gegen 1-7, Stress, oh ja. Paulus 1-7, kannst du meine andere Spende vorlesen? Ich bin gleich dabei. Ich gehe gerade von oben nach unten. Ey, cooler Boy, danke für den Euro. Und Pierre kenne ich auch noch. Jawohl. Das haben wir sogar vorgelesen gehabt, gell? Muss ich noch weiter runter. Ey, yo! Ein roter, Bro! Ein roter, ey, Bro! Bro, wir gehören zusammen, Bro! Okay, halt nicht, Bro. Schon cool. Halt nicht. Anime, danke schön für 1,40 vorhin, genau. Seaside Skyline, ich mach dir guter Rolex für 3 Geld 80. Auf jeden Fall. Peter Panda auf dem geilen Stream und noch eine Frage. Was hat RLO für Motorräder? Ein paar Ducatis, Yamaha R1. Hier ist die alte Ducati, die sehr schnell. Wo fährt der denn hin? KTMs haben wir ein paar. Derby Sender, Aerox. Ein bisschen die Roller. Was macht der denn hier? Aha. Aha! Ich glaube, du tust gerade vorbereiten. Pff. Macht der gerade Vorbereitungsrunde oder was für einen Raub? Sieht bei mich fast so danach aus, als würde er sein Getaway-Fahrzeug hier gerade irgendwo einparken. Oh, hier kommt man ja hoch. Hey, ist aber gar nicht mehr so schlecht zum Flüchten, sehe ich gerade. Ist ja hier mit der Treppe so runterfahren? Also hier zustellen, runtergehen und dann unten ausparken. Ist gar nicht mehr so schlecht. Ja, ich muss jetzt wirklich ein Auto kaufen. Also jetzt... Ich glaube nicht, dass ich ein zweites zugesperrtes Fahrzeug irgendwo finde. Ah, jetzt weiß ich, was der gemacht hat. Er hat das Auto gekauft, hat sich angemeldet, hat es direkt neu, frisch, sicher gekauft dort gehabt. Hat sich gedacht, boah, das fährt sich aber kacke. Und hat es dann einfach stehen lassen. So wird es passiert sein. Genau so und nicht anders. So, Peter Panda auf dem ganzen Stream, das ist mal vorgelesen, genau. Desert Wolfit 135 Monkstream, probier mal die Pet-Menü für die Überraschung. Nein, das mache ich jetzt sicher nicht. Da kommt jetzt sicher irgendwas Blödes, wenn ich das anmache. Da war mal ein Pimmel im Stream. So. Itachi 927, danke für den Euro. Jeremy Picas. Moin, wie geht's? Sehr gut, ich hoffe dir auch gut. Und Jeremy, nochmal die Beat raus. Jeremy. Von Jeremy von den Gerüstarbeitern, ne? Was haben wir vereinbart? So, der wird sich nur denken, würde was? So. Ich kann mir tatsächlich was leisten hier. $5,000 für einen Hobel. Das kostet ja nicht so viel. Oder ich hole mal so einen Roller. Wobei der Roller kostet gleich viel wie das Auto, ne? Das ist halt das Problem. Ne, komm, ich glaube, ich hole mal so einen Peugeot. Gibt es was günstigeres? 5,5. Und die ganzen Autos, glaube ich, der Peugeot am geilsten, weil den kann man tunen optisch. Ah, hier noch 5,5. Vielleicht hier noch was günstigeres. 300, ja, Ding. 7000 nur. Wow, okay. Warum nur 5000? Ist ja günstig. Was ist denn hier das günstigste Motorrad, was sie haben? Das war ganz schön teuer hier. Für 800. Nee, komm. Ein Van könnte ich mir leisten. Oh, den hier könnte ich mir leisten, also über Kaki. 7000, nee. Den Buggy für 7000 könnte ich mir holen. Lancer im Buggy. Ah, ja moin. Ich weiß ja mittlerweile, welche Autos gut sind, welche nicht so. Jetzt habe ich einen 10er dafür bezahlt, ne? Dafür, dass das Auto so schrecklich fährt. Oh, wir könnten so einen BMW kaufen. Ja. Ey, warte, der Volvo kostet nur so wenig. Ich überlege mir gerade echt, ob ich mir den Volvo holen soll. Der kostet ja gleich viel wie der Peugeot vorne. Mitsubishi FTO wäre auch eine Idee.
Da kann ich halt nur wenig Leute mitnehmen. Wir brauchen auf jeden Fall einen Viersitz. Ah, okay, ja, dann wird's der hier. Dann wird's der Volvo wegen Viersitzer, Leute. Und der Volvo fährt sich relativ gut, muss ich euch sagen. Also es ist kein Joke, der fährt sich gut. Der beschleunigt schnell. Der ist okay. Oh, der ist hier Exempt-Kennzeichen, das muss ich ja umändern. Das kostet mich Geld. Hätte ich das gewusst, hätte ich ihn nicht gekauft. Lancer im Volvo, Bro. Oh ne, den kannst du nicht tunen, oder was? Da ist das Tuning kaputt gegangen, das ist schlecht. Oh ne, du. Können wir gleich auf die To-Do-List schreiben, Tuning beim... Ja, ist ja komplett alles kaputt. Sie fägen sich auch kaputt, ne? Ja. Der ist kaputt getuned, das ist schlecht. Deshalb fährt keiner mehr mit dem Volvo, ich denke mir schon, aber es wurde nicht reportet, dass der kaputt ist. Ich glaube, ich kann niemanden Lack... Ah doch, Lack kann ich noch ändern. Den vielleicht noch rot machen. Oh, wobei das Rot sah geil aus. Jetzt weiß ich, warum den keiner haben möchte, so. Jetzt bin ich echt sad. Weil das Auto an sich ist ja geil. Bei denen wäre ich jetzt echt gerne gefahren, aber so kann ich den gleich wieder wegschmeißen. nee, ey. Ja, einfach roter Volvo. Dann können wir nicht tun, wobei ich kann, glaube ich, ein Turbo einbauen. Ja. Turbo kann ich einbauen, sonst war's das. Alter, Böden die LP. In 48 Schweizer Franken, ja. Aber Hauptsache fahrbare Untersitz. Servus, ich bin auch wieder da. Ja, herzlich willkommen an Böden die LP. Schön, dass du wieder zurück bist. Der Blinker geht auch nicht. Ey, was ist denn mit dem Auto kaputt? Ah, jetzt geht's. Jetzt geht der Blinker auch wieder. Oh, ich muss den anmelden fahren, ne? Jo, egal, dann können wir halt nicht tiefer legen und tunen. Dann muss er halt so aussehen, wie er gerade aussieht. Aber er ist eh schnell. Schaut mal, von der Geschwindigkeit her. Also beschweren kann mich der jetzt eher nicht. Weil das ist halt der einzige Viersitzer, der halt günstig ist. Er kommt auch gut um die Kurve. Ja, wir müssen halt hustlen. Da geht genug rein, da ist ein Familienbetrieb. Da können wir ein bisschen was mitnehmen. Ja, passt schon. Ah ja, Kennzeichen. Ja, muss ich ja zeigen, ich habe den so gekauft. Kennzeichen habe ich jetzt vergessen. Habe ich ein Wunschkennzeichen? Ja. Ahnen, Bro. Die Ahnen, Bro. Ist das noch nicht vergeben? War es doch schön. Die Ahnen, Bro, die Ahnen. Wenn ich jetzt versichern muss, ja gut, das kostet ja nicht so viel. Ah ja, da sind ja auch die Autos drin von, ne? Ihr wisst schon von wem. Ja, die ist halt, sind ja offiziell nicht meine, deshalb ich parke die auch nicht aus. Aber jetzt muss ich halt dauerhaft die ganzen Autos hier mitzahlen, was natürlich kacki ist. Egal, mache ich halt versicherungstechnisch mitzahlen, einfach passt schon. So. Ich frage mich eigentlich, ob jetzt heute überhaupt noch wer dazukommt, weil gesagt wurde, es kommen heute noch ein paar Jungs dazu. Ja, schade, wenn ich jetzt hier allein bin. Aber die kommen ja später. Oh, schade. Es kommen noch welche heute. Ich habe heute ein Meeting. Weil alleine aus Lancer herumstreuen, dann ist natürlich auch nicht das Wahre. Ist immer lustig, wenn wir zusammen rumlancern. Gut, ich gehe mal auftanken. Ach komm, ich ändere schnell das Kennzeichen, bevor ich, da kriege ich wieder nur Probleme und darf wieder Strafe zahlen. Weil das Ding wieder abgeschleppt. Ja, Bruder. Keine Extras am Auto, schön. Aber leise ist er dafür. Ein leiser Wagen. Auf jeden Fall besser als den Wagen, den wir vorhin hatten. Der gefühlt nicht gar nicht mehr gebremst hat, wenn du auf die Bremse gestiegen bist. Der hat wenigstens eine Bremse, die funktioniert. So. Ich hoffe, ich kann das Kennzeichen ändern, wenn es... Jetzt ist er beschädigt! Ja sicher, du mich auch. Natürlich ist er beschädigt. Ich bin ja überall reingefahren, hat man gesehen. Ich bin noch nirgends reingefahren, das ist doch wie neu. Hä? Bin ich mit dem Ding irgendwo... Ach so, hinten das Heck. Ja moin. Bei dem parke ich jetzt aber ein. Da bezahle ich ja nicht mal einen Cent für, wenn ich den einparke. Ja, ich kann ja keine Panzerung. Stimmt, kann keine Panzerung drauf kaufen. Weil das Ding ja so kaputt ist. Nee, nicht kaputt, weil das... Ja doch, das Tuning ist halt kaputt. Kostet mich das sicher ein Taui.
Ah, nichts, siehst du? Nichts, gar nichts. Ich hoffe, der parkt da jetzt nicht so dumm, dass ich da nicht mehr rauskomme. Ja. So, jetzt mal Kennzeichen abändern. Was soll ich denn machen, wenn ich den so bekommen habe, wenn ich kein Geld... Und wieder zurück. Nochmal hin. Das glaubt mir ja niemand. So, nochmal zurück. Das ist Drecksschild da in der Ecke. Oh, Bros, weg da. Ja, Bro. Wir müssen da weg, da, Bros. Wir müssen da Kennzeichen wechseln, Bro. Weil die ahnen, Bro, die ahnen. Ich hoffe, das geht ja. Im schlimmsten Fall sage ich, es geht halt nicht, ne? Kennzeichen. Ah, ne, es geht. Toll. Eh, nur Standard-Kennzeichen, das passt am besten. So, jetzt kann ich. Lackierung hat es auch keinen. Wir könnten mit offenem Kofferraum, offenen Kofferraum fahren, dann haben wir ein bisschen Spoiler hinten. Ich find das cool so, dann fühlt sich das auf jeden Fall besser an. Immer rechts. Jo, ein bisschen Platz, Bro. Das da oben in der Nähe von der Tanke. Hey, was läuft? Was geht? Was ahnt? Ist gar nichts, Mann. Gar nichts? Okay. Absolut gar nichts. Ich finde meine Bros nicht. Das macht mich traurig. Von den Chains oder von den Lancern, Mann? Ja, was für Chains, Bro? Was für Chains? Oder es gibt zwei rote, Mann. Was geht ab? Max, verpiss dich. Ich bin nicht Max. Ah, nee. Oh, Max, verpiss dich, Max. Yeah, verpiss dich, was geht, Max, Mann? Ja. Oder du wurdest einfach wieder gefickt. Ja, was soll ich machen? Was hast du gemacht, Mann? Boah, illegales Straßenrennen, angeblich. Oh, okay. Also angeblich so, okay, Bro. Ja, die haben keine Beweise, aber... Ja, Bro, ich hab vorhin einfach auf Easy Snackig Auto geklaut. Die haben es einfach abschleppen lassen, die Bros. Und welches Auto? Ja, so ein Auto, Bro. So, weiß nicht. So ein Auto, was nicht bremsen wollte, Bro. Dann haben sie gesagt, so ein bisschen auffällig, wie ich fahre, dann war es nicht angemeldet, so. Dann haben die das einfach mitgenommen, so. Also sei froh, dass sie dir nicht den Diebstahl auch reingehauen haben. Nee, haben sie nicht, Bro. Alles chillig, so. Jetzt habe ich mir wirklich ein Auto gekauft, so, weißt du. So. Kann man aber nicht tunen, Bro. Ist kaputt, so. Keine Ahnung. Ich bleib noch rüber zur Pizzeria. Ja. Suchst du jetzt, also suchst du von den Red Chains welche oder von den Lancern, Bro, was für Red Chains? Ja, warte mal, ich guck mal, ob da wer da ist. Wer nennt sich denn Red Chains? Was ist das denn? Keine Ahnung, Bruder. Ah, mein Bildschirmhintergrund ist schrecklich. So, soll ich das nicht vorgelesen? Nein, Touch aber vorgelesen, ne? Also der Jumbo von den Lancern ist schon mal nicht anscheinend an seinem Handy. Oh, okay. Ich hab euch ein paar Tagen nicht gesehen. Belasten, Bro, belasten. So, weißt du, weil ich suche die so und ist keiner da. So. Ja, vielleicht ahnen die. Habt ihr keinen Funk, wo ihr reingeht oder so? Ja, Bro, ich hab mir die Birne zu katapultiert mit Stuff, Bro. Ich weiß nicht mehr, welche Nummer so. Fuck. Ja, Bro, ich weiß. So richtig ja, blöd. So. Ich hab nur von Jumbo die Nummer. Wo kommt ein Taxi? Vielleicht sitzt er da drin so. So auf mexikanisches Essen angelehnt vielleicht. Oh ne, das ist alleine. Ne, so weißt du, ich such so die Jungs, aber. Ja, das muss ich halt schauen, sonst suche ich halt so ein bisschen Stress, so weißt du, ich habe so ein bisschen kein Geld. So. Ey, was macht eigentlich so viel Geld? Ich brauch Geld, weißt du, so. Ich brauch Moneten so. Ja. Ich habe selber auch kein Geld. Also. Ey, kann mir jemand so ein bisschen was pumpen? Ich brauche so ein bisschen was zum Pumpen.
Was brauchst du denn? Also vielleicht so ein 20. Ja, musst du mir mal kurz dann deine Nummer mal geben. Okay. Also ich hab so kein Geld. Ich will jetzt so nicht betteln oder so, ich brauche so ein bisschen Geld, weil ich hab zu wenig Geld. So. Eine gute Tat am Tag sollte passen. Also so jetzt ein bisschen betteln so. Die 800 46602. Bei 46 war ich raus, Mann. 46602. Kam das an? Nee, Bro. Da kam gar nichts an. Warte mal. 46602. Warte, Bro, ich guck mal nach, so. Ich hab mich vertan, Versuch. So. 46602. Also 800-466-02, so. Ja, hab ich eigentlich. Ja, Bro, da kam nichts an, Bro. Ich weiß nicht, Bro, was du gemacht hast, so, da kam nichts an, so. Ach, scheiß drauf, ich hol's kurz ab. Ja, ist nicht, dass er so überweist, so großer Betrag und ist einfach so weg, so in Luft aufgelöst, so auf indisches Essen angelehnt, so, weißt du? Oh, yeah. Na, komm her, gib ich dir mal was. Ey, yo, weißt du, ich brauch so ein bisschen so viel Geld. Ich hab nämlich so ein bisschen Stuff, ich muss so investieren. Mach mal deine Karte. Ey, yo, ist ein bisschen zu viel so. Nein, passt. Deine ganze Tasche so. Was soll ich mit der ganzen Tasche Geld, Bruder? Nee, ja, das, Bruder, Bruder, das kann ich nicht annehmen. So, ist so viel. Gucci-Tasche verzahlt sich nicht von alleine. Nein, nein, nimm das. Jumbo ist ein guter Freund. Nee, wenigstens das. Nimm das. So, wenn du, nein, nein, so wenn viel, du von den Lancern gehörst, dann... Nee, Bruder, ist zu viel. Ist nicht so viel, so weißt du. Nein, Bruder, passt. Bruder, ist zu viel. Eine gute Tat am Tag muss sein. Was, nimm das. Das war ich mit dem ganzen Geld jetzt, Bruder. Teil es mit deinen Brüdern, Mann. Holt euch ja, wenn die mal da wären, so, weißt du. Wer bist, genau du? Bist so. Du? Wer bist du denn so, Bruder? Was tust du dir? Nee, nee, alles gut. Ich will einfach nur zum Zivilismus. Ach so, okay. Das ist wohl sehr ehrenwert. Ich kann das nicht annehmen, so, weißt du. Du hast keine Wahl, du nimmst das an. Nee, ich geb dir das Doppelte irgendwann mal wieder, so wenn man es wieder sehen möchte, das Doppelte nein. wieder, doch. Nein, nein, nein. Doch, doch, ich geb dir das dann wieder. Ja, cool, Bro, dann werde ich das ein bisschen vermehren gehen, dann komme ich wieder und gebe ich dir das. Easy, Mann. Easy, ich fahre jetzt ins Casino und gehe das vermehren. Wir gehen jetzt fett anbauen. Broski. Oh, ich kann so einfahren. Aber ich glaube, das ist eine gute Idee, ein bisschen Geld vermehren, ne? Fürs Erste. Ich habe 50.000 einfach bekommen. 50.000 auf Tasche, Alter. Damit kann ich mir auf jeden Fall mal das Ganze hier finanzieren. Das ist hier schon teuer genug. Hier die, das sind... Ich habe nicht genug Platz, habe ich schon? Ah... Bro, 18 Stück. 18 Stück. Gib mir 18 Stück. So. Wusste ich, dass ich schon, wo auch immer ich die 2 Stück Dünger her habe. So, Bruder, die Antwerpen haben einfach 50 Liter Kofferraum. Das ist super. So muss das sein. So, nochmal hier Dünger. 20 Stück, bitte. 20 Stück Dünger gekauft. Oh ja. Yeah. Oh ja. Gut. Jetzt ahnen die einfach. Ja, wollen wir schon mal anbauen? Bis meine Broskis einfach mal da sind. So, Schildi, einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, dir geht's gut auf einen guten Stream. Dankeschön, Schildi99, schön, dass du auch wieder am Start bist. Marlon, Brudi, hau nicht alles auf einmal raus. Danke für den Euro. Ein Euro. Nee, so wird es, das kannst du mich sonst auch perverbannen. Nee, okay, ich glaube, das ist das dieser Hund da von dem. Ist das dieser Hund da aus dem DLC? Oh, davon ist ein Korb, Alter, zum Glück gerade noch abgebremst. Ich muss tanken! Ah, super. Nächste Tankstelle ist erstmal ein Kilometer weg. Nee, ich fahre da ab, ich gehe vorne tanken. Ich fahre da nochmal retour. Tank gleich leer. Jetzt habe ich wenigstens keine Geldsorgen mehr. noch nicht. Also nicht mehr. Kommen sie ja noch. Ich habe, glaube ich, mit Marc Rumpe bin ich noch immer im Minus auf der Bank, ne? Da ist nochmal alles im Minusbereich. Marc Rumpe geht's gar nicht gut.
Aber wir haben auch schon lange nichts mehr gemacht, also schon lange keinen Bankraub mehr gemacht oder... Als Crime verdienst du halt nur, wenn du aktiv bist, ist das Problem. Und dadurch, dass ich so inaktiv bin, wegen 3.0 und so, ist das halt immer schwer, ne? Weil wenn ich am Server bin, dann mache ich meistens halt Arbeit an 3.0 und nicht an 2.0. Dann kommst du ja nicht dazu, mit Mark Humpe was zu machen, ne? Ist leider so. Leider, leider. So von Paulus hat er sich aber vorgelesen gehabt, ne? Die andere. Oder bin ich lost? Ey, Lukas soll ich noch grüßen, jawohl. Atrax CPM Lens ist am Ahn, ja. Die 50.000 Nachrichten, geil. Hä? Bajella schaut einfach den Stream am Handy. nee, auf der Switch. Nee, was ist das? Auf was guckst du denn das? Ist das so ein Tablet. Ich dachte schon, das Switch. Kann man auf der Switch YouTube gucken? Geht das? Ich weiß nicht. Ich hab zwar eine Switch, aber ich weiß das gerade gar nicht. Kann man das? Ist das möglich? Ist das möglich? Kann man das? Könnten Sie mal nachsehen für mich? So. Dann fahren wir mal. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bleibe heute alleine. Ich kann mal schauen. Aber irgendwie habe ich gerade das Gefühl, es kommt heute einfach keiner zu, obwohl die Leute gesagt haben, sie sind heute da. So, fahren wir mal. Okay, das geht. Okay. Dann, ja. Wann kommt eigentlich 3.0? Ja, wir warten auf GTA 6 und dann bringen wir zum Release zu GTA 6 3.0 für GTA 5 raus. Weil das da einfach am meisten Sinn macht. Das macht einfach, rechnerisch gesehen am meisten Sinn. Oder? Ja, schon, ne? Wenn wir zum GTA 6 Release warten. Da hast du zwei Fliegen mit einer Klatsche. So, ich fahre mit 130, dass mir keiner auf den Sack geht heute. Die Ahnung, Bro. Die Ahnung. Ja, also 3.0 kommt dann erst auf bei GTA 6, dann macht das natürlich erst Sinn. Anders macht es ja gar keinen Sinn, ne? Das ist ja... Mario R. hat noch donated vorhin, ne? Vielen Dank. Und Mario R. Von Zockermatt, das habe ich nicht vorgelesen. Ich habe nichts gesehen. Ich bin nochmal alles durchgegangen. Also ich habe eine Rechnung von 5.000 Dollar? Nö. Kommst du auf die Idee, dass ich eine Rechnung von 5.000 Dollar habe? Nee, habe ich nicht bekommen. Ah, schau, das ist die Highspeed. Schau, was ich für ein Luck habe. Guck dir diesen Luck einfach an hier. Einmal im Leben steht an der Highspeed und ich fahre mit 130 durch. Wie ein ganz normaler Bürger, ohne jetzt Angst haben zu müssen, ich muss eine fette Rechnung zahlen. Oh, auf ganz entspannt, Leute. Jetzt ist so die Frage, wo gehen wir jetzt anbauen? Ist 4.0 schon in Planung? Ja, wir haben GTA 6 schon und wir programmieren nebenbei noch für GTA 6 natürlich RLO 4.0. Das ist auch schon in der Arbeit natürlich. Das kommt aber erst dann raus, wenn GTA 7 da ist. Weil erst dann macht das wirklich Sinn, das für GTA 6 zu releasen. Bei GTA 7 können wir das dann machen. Dann releasen wir RLO 4.0. Natürlich zeitgemäß. Ne? Da muss ich mal... Oh, habe ich da Waffeln? Ich frage mal, ob ich eine haben darf. Habe ich denn eigentlich einen Waffenschein? Ich glaube, ich habe sogar einen Waffenschein, ne? Ja. Ey, yo, Bro, können wir ein bisschen leiser machen? Da hinten ist eine Familie, die will schlafen, Bro.
können wir nicht mit den Waffen. Und das ist ein offizielles Schussgelände. Okay, Bro, ja. Tut mir leid. Da hinten ist so eine Familie mit so einem kleinen Kind und den kann schon ganz nah nicht schlafen, so, Bro. Wir sind auch gleich durch. Kann ich so eine Waffe von euch haben, Bro, so zum Testen, so ein Nein. bisschen? Also eine kleine, so eine... Auch so, nicht. So eine kleine Pistole, so zum Probieren, so. Auch leider nicht, nein. Können sollten mal... Sie sich einen Waffenschein beantragen? Ja, und dann habe ich doch schon, Bro. Bro, dann habe ich doch schon. Dann können Sie sich doch eine Waffe kaufen. Ja, aber nicht so, nicht so ein Gewehr, so ein großes, weißt du so. Ja, die dürfen wir Ihnen eh nicht aushändigen. So ein Aram-Bam-Bam-Gewehr, so, das machst du richtig Stress, wenn so Bullets durch die Sky fliegen, so ein bisschen. Ah, die dürfen wir Ihnen sowieso nicht aushändigen. Also nicht, okay. Wann kann man die so aushändigen? So, wie sind Sie an die Waffe gekommen? Ist ja auch sowas haben können? Bringt der Beruf mit sich. Also was sind sie denn so? Wir sind vom United States Marshal Service. Was so Mashallah oder wie? Ja. Ach so, okay. So einmal die Hübschen so. Wir sind immer die Hübschen und die Freundlichen, genau. Ach so, so freundlich, okay. Was ist so ein USMS, so eine U-Boot. Genau. SMS, so vom U-Boot zu eine Nachricht, die man dann so nach oben sendet, so irgendwie, oder was? Arbeiten sie so auf U-Booten? Auch. So U-Boot unterwegs. So. Aber da eher weniger, wir sind für Fahndungsaufgriffe. Ach so, sie sind so schon Sheriff, so mit einer Marke, so ein richtiger Cowboy. So in der Richtung. Das ist okay, das andere, okay. Dann wo ist so ihr Pferd? Haben sie ein Pferd? Ein Pferd Blue, so? Pferd habe ich nicht. Nicht so? Okay. Ich habe nur ein motorisiertes Pferd, das reicht mir. Ach so, so Vibrator, so angelehnt, so motormäßig, so mit Batterien. Nein, ich meine damit ein PKW. Ah, was? Ach so, ein so Auto. Ein Auto. Ein Ach Auto. So, ja, reden Sie doch Klartext, so Auto. So. Okay, ja. Ich ahne, okay. Ja gut, dann hole ich mir jetzt auch eine Waffe und komme ja auch zum Schießstand. Könntest du gerne machen. Ja, ich habe mal... Ich habe ja Waffenschein und so, Bro. Ich habe alles gemacht, so, weißt du. Na dann. Sogar sehen wir sie bestimmt gleich wieder. Genau so Hunting License gemacht, so. Auf koreanisches Essen angelehnt, so, weißt du. Mhm. Ja. Na, dann holen Sie sich mal Ihre Handfeuerwaffe und dann sehen wir uns bestimmt gleich wieder. Na, habt ihr was zum Dübeln da? Ich habe nichts mehr da, Bro. Ich bin komplett leer. Auch leider so. Nicht. Ich bin im Staatsdienst, okay. Wir dürfen das nicht besitzen. Also mal ein Barzen, so, weißt du? Das habe ich nicht zum Barzen da, so. Ja, gut, Bro. Komm vielleicht später wieder, so, okay? So auf rustikales, mexikanisches Essen angelehnt, Bro. Wir wollen die Familie hier schlafen, Broski. Verkehrseinschränkungen ab 21 Uhr, ja super. Das heißt, ich weiß schon, was ich in Palito nicht anbauen werde. Zwischen LA City, das heißt, wir müssen links irgendwo anbauen gehen. Das ist schon mal gut zu wissen. Ah, das ist ja die 100er-Zone. Ich will hier natürlich nicht viel zu schnell fahren. Wir bleiben hier natürlich weiter unten. Wir fahren hier mit gefühlt 80. Ja, also ich fahre nicht nach Palito, ich fahre irgendwo dann hier anbauen. Oder, ich schon lange nicht mal war, auf der Kartbahn anbauen, aber das ist ja auch irgendwie, ja, ist auch irgendwie blöd. Oh, ich weiß, wo ich noch nie angebaut habe und wo das irgendwie Sinn machen würde, hier links, ne? Das würde Sinn ergeben. Ich fahre mal kurz hier nach links rüber. Hier mal einbiegen. Ah, hier kommt man nicht mehr drunter. Stimmt, da war ja was, upala. Das ist ja gesperrt, das ist ja eine Mauer jetzt. Das ist schon ein bisschen länger da, die Mauer. Komme ich hier durch? Nee, hier auch nicht. Ja, auch nicht schlecht. Das heißt, ich muss eh hier vorne durch und mache ich mein Auto schön kaputt. Aus dem Grund fährt ja auch so ungern jemand lang, weil hier einfach immer abgesperrt ist. Da kommst du nicht weiter.
Wenn ich hier oben anbauen gehst, dann keine Sau der Welt guckt hier hin. Oder sogar ein Kocher. Oder macht das Sinn hier anzubauen? Macht das hier wirklich Sinn? Ich kann mich ja halt super verstecken hier drin. Ach, falsche Tasten. Ich schau mal. Vielleicht mache ich das hier irgendwo. Oh, hier wäre ganz gut eigentlich, ne? Oder ist das hier zu auffällig? Oder hier in der Späuten? Wie Guch da oben zwischendrin. Ich glaube, hier ist uns ganz geil. Da sieht's keiner. Oh ja, da sieht's niemand. Na, wobei, wenn du hier von der Straße kommst. Dann siehst du es, ne? Ja, nicht mal, nur ganz kurz könnte man es sehen, aber mit meinem Glück sieht ihr das hier unten sicher wieder. Ne, da mache ich das hier nicht. Bei meinem Glück seht ihr das. Dann vergiss es. Nee, hier unten macht es auch keinen Sinn. Ja, dann ist es doch nicht so. Hier wird es Sinn machen. Hier in dieser Mulde drin wird es Sinn machen. Aber wenn dann von hier oben einer kommt, der sieht das halt direkt. Es darf halt nur nicht von hier oben her kommen. Hier ist sonst echt eine geile Location. Hier sonst. Sieht keine Sau, wenn ich hier runter anbaue. Ja, ich soll ja noch Risk machen. Ich riskiere sonst einfach. Und baue halt hier runter an. Oder vielleicht doch besser hier runter. Aber hier sieht man es dann wieder von der Straße. Ja, das geht halt auch nicht klar. Ah, ich weiß nicht. Ich meine, hier guckt halt nie jemand lang. Hier fährt nie jemand mit dem Auto. Oh, ein Berglöwe, wie süß. Maybe vielleicht hier drüben eher. Es geht um sehr viel Geld für mich jetzt gerade, ne? Das ist ja... Irgendwie Schiss, dass da irgendwer drauf kommt. Oder vielleicht hier unten an dem... Oh, wait a second. Hier unten an dem Ding wäre doch krass. Diese dahinter, aber da ist leider eine Dings drüber. Dann kann ich eigentlich gleich hier unten anbauen gehen, hier in der Reihe. Macht das hier eh nur am meisten Sinn. Dann baue ich hier einfach die Reihe durch an. Ja komm, scheiß drauf, ich zieh durch. Boah, das ist ein dummer Ort, wenn das hier... Ne, komm, ich zieh durch. Ich baue an. Wenn ich hier in einem Busch das gut versteckt, dann sieht man es vielleicht gar nicht so am Anfang, weil es so aussieht wie so ein Busch. So. Achso, man kann das ja nicht verschieben wie beim anderen. Ich denke mal ein 3-0, das macht mich fertig. Xions Wuschelbuschel. Was hältst du von Netflix und bald auch Disney Plus, dass die sie Account-Sharing verbieten? Mir komplett egal, weil ich noch nie Account-Sharing betrieben habe, von dem her. Weil ich der Typ bin, der das immer zahlt. Nee, wobei Schandl zahlt das, ne? Aber meine ich zahle das. Schandl zahlt. Ich hab nichts gesagt. Schandl zahlt. Nee, aber ich betreibe kein Account-Sharing, bzw. ich teile nicht mit irgendjemandem. Also mir geht das sowas von da vom Lattenrost vorbei. Ist mir doch egal. Sollen sie machen. Wenn die dann eh sehen, ob Leute abspringen oder bleiben. Ich glaube, es fördert. Also ich glaube, es fördert eher dazu, dass Leute irgendwelche Seiten verwenden, um dann dort gratis Netflix zu gucken, bin ich ehrlich.
und dann viele Leute vielleicht ihr Abo deshalb kündigen. Ich glaube, das ist eher kontraproduktiv. Aber mich betrifft es jetzt nicht. Wissen eh, die wissen, was sie machen. I'm the Fox, dankeschön fürs Resub 24 Mal. Das ist wirklich I'm the Fox, so geschrieben. Just Jonas, danke für den Euro auch. Dankeschön, Just Jonas. Jo, das war auch dabei. Hier wächst nichts. Bisschen Platz brauchst du, okay? Bisschen mehr Platz braucht er. Ey, sag mir nicht, dass das hier nicht ausgeht, weil hier die Kacke in der. Rudi, chill nicht so schnell. Ich bin ja nicht so schnell. Oh mein Gott, das triggert mich schon wieder. Ich kann wieder nichts anbauen. So, jetzt aber. Nee, lässt er nicht. Was ist denn falsch? Ich hasse dieses Anpflanz-Skript. Ihr wisst gar nicht, wie froh ich bin, wenn das weg ist. Das ist schon so uralt. Das ist älter als 2.0. Ja doch, das haben wir in 1.0 schon gehabt, das Skript, ne? Das ist älter. Das ist ja wirklich uralt. Das muss echt mal ersetzt werden. Das gehört echt mal neu geschrieben. Was heißt hier neu geschrieben, wenn man neues? Mogli, danke fürs CP-Werden, Freunde. Ne? Dankeschön. Und der Mechanic 248 auf einen geilen Stream. Dankeschön für 10 Euro mit Fies. Dankeschön. Ronny Friedrich, wie viel Zeit investierst du aktuell in 1:7? Eigentlich derzeit gar nicht. Ich war noch nie so inaktiv bei 1:7 wie jetzt. Also. Ich kann aber auch gar nicht gerade. Also aktuell habe ich auch keinen Bock auf 1:7, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich bin da gerade gar nicht mehr für. Kommt aber wieder, wenn 3:0 da ist, da werde ich dann wieder mehr Bock auf das Ganze haben. Jetzt derzeit ist so eine Phase, wo ich so sage, ich habe einfach keine Lust drauf. Die Cam laggt. Ah, toll. Das ist natürlich super, wenn die Cam wieder laggt. Neuen PC muss ich mir auch mal beschaffen. Wird langsam mal Zeit, habe ich das Gefühl. So, jetzt laggt die Cam nicht mehr. Neuen PC muss ich unbedingt mal beschaffen, weil, ja, ihr merkt schon, die Cam laggt, wenn ich da ein bisschen zu sehr in der Pflanze bin. Ja, ja, das muss halt auch mal alles neu. Gibt halt aber Sachen im Leben, gell? Weißt was, ich baue jetzt hier einfach die Reihe unten an, kein Bock mehr. Chill, Brudi, nicht so schnell. Ich tu doch gar nicht schnell, ich will nur anpflanzen. Na, geht doch. Chill, Brudi, nicht so schnell. Die ganze Reihe durch, da bin ich fertig. Dann hoffe ich, dass das keiner findet. Alter, sind noch 6 Stück. Ja, wie soll ich denn die da alle hin verpracken? Komm wieder, Brudi, nicht so schnell. Schrecklich. Kriegt 1:7 neues HQ, da dürft ihr euch gerne denken, was ihr wollt. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Mic kaputt. Ist das Mikrofon kaputt jetzt auch? Ist jetzt besser? Und gleich alles kaputt einfach. Warum ist das Mic kaputt, ha? Kommt es darauf, dass das Mic hin ist? So. Was machst du jetzt noch? Jetzt soll ich mich dann nochmal zum Hauptplatz begeben und nochmal schauen. Und dann hoffen. Und jetzt die Sachen nochmal düngen.
Aber ich habe dieses miese Gefühl, die Pflanzen werden hier nicht lang stehen. Weil irgendeiner mit seinem Auto hier oben langfahren wird und dann war's das. ja, ich habe so, das ist schon wieder so ein Gefühl, dass das passieren wird. So, jetzt bin ich mal fertig. Bei Kurt fällt alles auseinander. Nee, aber wie ist das Mikrofon irgendwie jetzt kacke oder so? Ist irgendwas mit dem Mikrofon schlecht? Spiel kaputt. Ja, jetzt fällt alles auseinander natürlich. Nee, jetzt muss mal ein neuer PC, ja, meine CPU, ich war schockiert. Meine CPU ist aus dem Jahr 2018. Ich bin schockiert, ey. CPU einfach jetzt schon 5 Jahre alt. Und seitdem nicht einmal gechanged das Teil, es wird langsam halt echt Zeit, ne, ich merk's halt schon. Das ist der Sound auf die Spende. Es wird Zeit. Hey, Marcel Frank, was habe ich verpasst? Alles. Nee, noch gar nichts. Mike kaputt, also weil ich nicht geredet habe, also. Ich dachte wirklich, mein Mike ist schon, macht irgendwie ein komisches Geräusch oder so. Okay, dann ist alles gut. Deshalb Mike kaputt, weil ich nicht geredet habe, ja. Ich auf entspannt war. Okay, Shisha-Schmock, Shisha-Team, danke fürs CP werden. Vielen Dank. Jason Miller, hallo, grüß dich, Kurt. Wie geht's dir? Sehr gut, kann leider kein RP zocken, weil mein PC im Pop ist. Naja, was willst du machen? Ja, aber siehst du, es gibt immer noch Leute, die geht schlechter als mir. Das ist der ganze PC gerade kaputt. Und ich heul, weil meine CPU schon alt ist. Meckern auf höchstem Niveau. Aber die habe ich ja hinten angepflanzt, ne? Hier geht's ja weiter. Ich denke mir schon, wo sind die Pflanzen hin? Aber ich muss sagen, der Spot ist nicht so schlecht. Du kannst halt nur vom Hügel aus die Pflanzen sehen, sonst nicht. Und da hinten ist halt fast nie jemand. Aus diesem Grund, toi toi toi, dass hier keiner vorbeifährt und ich meine Pflanzen fertig machen kann, weil dann habe ich wieder ein bisschen Kohle. Und dann holen wir uns einen Ghost davon. Dual Setup bald. Nee, niemals. Also Dual Setup ist bei mir nie Sinn. Ich habe es mal einmal probiert, das war schrecklich. Ich komme damit überhaupt nicht klar. Ich will alles auf einem Rechner haben. Bin ich euch ehrlich, das Dual Setup klingt immer so schön, es macht aber so viel Umstände. Musst jedes Mal zwei PCs laufen lassen, den einen musst du dann wieder anschalten. Wenn du dann was am PC machen möchtest, musst du es vom anderen PC rüberschieben, wenn du da irgendwelche Files hast, die du drüben brauchst. Nee, hör mir bloß auf mit Dual Setup. Ich habe das nämlich probiert, ich hatte einen Tag lang Dual Setup und hatte über meinem PC einen Bildschirm nochmal hängen, also über meinem Bildschirm, über meinen drei Bildschirmen einen Bildschirm hängen und das war das Schlimmste, was ich jemals gemacht habe in meinem Leben. Ich habe es nach dem einen Tag direkt wieder zurückgebaut, weil ich gesagt habe, nee, das mache ich nicht. Diese Idee direkt verschmissen. Vor allem mit der Facecam, die ich nutze, ist das sehr schrecklich, weil ich kann halt, ja, die nicht so nutzen, wie ich es mir vorstelle mit Dual Setup. Mit Dual Setup sehr schwer umzusetzen. Also möglich schon, aber ist halt trotzdem kacke. Ey, warte mal weiter hier die Pflanzen. Die brauchen hier eine Stunde, bis sie fertig sind, oder was? Mal schneller hier. Das gibt's doch gar nicht. Wo kommt das Pflanzenskript her? Das jetzige ist Ute Knark heißt das. Das Ute Knark Anpflanzskript. Das ist, aber ich kann euch wirklich sagen, das ist nicht schlecht, das Skript, aber es gibt bessere. Es ist nicht das Beste, es ist halt, ich glaube, das war eines der ersten Anpflanz-Skripts, die jemals für 5M rausgekommen sind. Und wir haben das damals umgeschrieben, mit einem Limit und so weiter, weil Standard hat das Skript kein Limit. Das heißt, die Spieler könnten rein theoretisch so viele Pflanzen anpflanzen, wie sie wollen. Wir haben so ein Limit von 20. Und das muss man sich selber skripten, dass halt da ein Limit drin ist. Weil sonst kommen Leute und pflanzen euch 500 Pflanzen irgendwo hin und werden dann stinkreich mit einem Durchgang. Aus dem Grund haben wir das zum Beispiel mal auf 20 limitiert bei uns. So, aber was trinken jetzt hier? Ein Rachenschucker, der Rachen. Kannst du mich mal kratzen auf dem geilen Stream? Ja, natürlich, sehr gerne. Sehr gerne sogar. Ich habe noch nie so gelangweilt beim Pflanzen machen. Es triggert mich gerade, dass sie so lange brauchen. Normalerweise gehe ich durch und sie sind schon fertig. Braucht ja alles so lang hier, die Pflanzen, die letzten zwei hier. Jetzt komm. Dieses Mal werde ich mir einen Wecker stellen. Alexa, stell einen Timer für 30 Minuten.
Tipptopp, endlich. Weil letztes Mal sind wir fast dahin gegangen. Also auf geht's Richtung Hauptplatz jetzt gleich. Ich hoffe halt, ich werde nicht gleich festgenommen. Darf nicht vergessen, hier sind wir. Wobei ich finde eh hier immerhin eigentlich. 20 Pflänzchen erfolgreich gepflanzt. Jawohl. Thomas, Thomas geschafft. Das führt gar nicht so auf da. In der Ecke. Das führt überhaupt nicht auf. Na. Super. Schnell weg. Was soll ich sagen, das fällt halt null auf, ne? Also wirklich null, wenn der Kopf vorbeifährt. Nö. Auffällig ist jetzt so, wie ich mit dem Auto hier rausfahre. Ich muss mir die Daumchen drücken, dass jetzt kein Kopf in der Nähe ist. Weil hier fährt halt nie wer lang, sonst kommt einer und schaut sich das an und weiß direkt. Ah! Aha! Ja, mach Foto. Auf zum Hauptplatz. Tyler Dollar LO, Grüßli Müsli, wie geht's dir? Sehr gut. Ich hoffe dir auch, mein Lieber. Mr. Tyler Dollar. Da Dollar. Jetzt kann ja gar nichts mehr schief gehen. Rein theopraktisch. So, auf geht's zum Hauptplatz. Ich hoffe, dass mal wieder da ist. Nur mal keine Rechnung, das ist top. Und 30er Tempomat, weil hier vorne Highspeed war, die nur gewartet hat. Aber es sieht fast aus, als wäre die weg, ne? Zieh ich durch. Mit meinem Kampfhobel mit maximal 190 km/h wäre das Ding, glaube ich. Schön. Ne, Camo, vergesst nicht alle selber zu atmen und zu blinzeln auf einen guten Stream. Danke, jetzt muss ich immer dran denken. Vielen Dank, Camo. Jetzt muss ich immer ans Atmen und ans Blinzeln denken. Ganz schlimm. Und Leinhai, kennst du mich noch? Natürlich. Hat heute mit 80 mit dem Moped gelegt. Aber anscheinend geht's dir gut, weil du heute auch noch was hier, hier in einem Stream bist. Aber mit 80 km/h hat sich mit dem Moped gelegt. Ja, wenn sich doch mit 80 mit dem Moped legt, dann liegst du doch eigentlich im Krankenhaus, oder? Also du hast die heftigste Ausrüstung an, die es da draußen gibt. Oder das ist einfach Lack des Todes. Mit 80 km/h Moped schmeißen ist schon nicht ohne. Der arme Lion. Ja, Bro, die Ahnen. Die Ahnen. Der Unterboden wäre cool, die könnten wir hier einbauen. Nee, wobei geht ja auch nicht, weil das Tuning-Teil ja kaputt ist. Nevermind. Uiuiui. Ist das nicht von jemandem von den Lancern das Auto, das hier? Ich glaube, das ist doch das Lancer-Mobil. Oder ist das. Nee, warte, das ist das gehörte Ding, der. Yo, Bro. Hallo. Hi. Am Weber. Ey, yo. Im Roten steigen wir kurz rein hier. No, Bro, kein Bock, du. Ey, Bro, wer sitzt denn da drin? Ich sehe doch nicht, wer da drin sitzt, Bro. Ich hab dir die 50 Riesen gegeben. Ach so, ihr seid doch gleich, Bro. Ich muss jetzt nicht. Das ist die Sound, auf ich. Boah, ich dachte, du willst mich entführen, so auf mexikanisches Nein. Essen angelehnt, so weißt du. Was machst versucht. Du, Mann? Wieso gehst du nicht an dein Telefon, Mann? Na, Bro, mein Telefon. Du hast mich nicht angerufen, Bro. Doch, Mann, 100 Mal, Mann. In Funk auch kein Mensch, Mann. Was ist das? Ey, Bro, ich ist nicht mein Handy, Bro. Ich schwöre, mich hat keiner angerufen. Und Funk, Mann? Ey, Jo, welche Nummer hast du angerufen? Vergessen, oder was? Oder hier? Ey, Bro, vor 12. Wie der Mitarbeiter drin ist, Mann. Mitarbeiter. Oh. Ach so, warte mal, Bro. Ich glaube, das ist. 46602, Mann. Da hab ich ja, Bro, ist meine Nummer, weil, Bro, ich habe nichts bekommen, so, weißt du so? Ja. Keine Ahnung. Irgendwas stimmt, so. Mit, irgendwas stimmt mit deiner Nummer nicht, Mann. Nee, irgendwas stimmt da nicht. Weil er konnte mir vorhin auch kein Geld überweisen, Bro. Kann sein, dass deine Nummer abgemeldet ist, dass er einfach mal eine neue kaufen muss. Bro, ich glaube, mein Handy ist kaputt, so. Ich habe es auch geklaut, so, weißt du? Funkgerät, Mann. Oh. Ja, warte, welcher Funk denn, Bro? Welcher Funk? Ja, Bruder, immer der gleiche, Mann. Ich weiß es doch nicht, ich hab vergessen, so. Ja, Bruder,
Ich hab dir doch Baumarkt 100 Mal gesagt. Ihr sagt doch, Bro, ich geb ein. 20.42, Mann. Bitte was? 20 was? 420.42, Mann. 420.42, Mann. Muss yo, hallo? Endlich, Mann. Ey, yo, ja, hallo? Ich hab dich gefunden. Voll stolz, Mann. Ey, sind nur wir zwei da, Bro? Hier sind die ganze Zeit Leute. So. Also, ich hab alle angerufen, Mann. Keiner ist rangegangen. Nicht mal du, Mann. Ich war alleine. Dann war ich ja, mein Handy geht nicht so, weißt du? Ja, aber wir haben selbst versucht, dich über eine Werbung zu kontaktieren. Ich hab nichts gesehen, Bro. Ich war gerade am Pflanzen, ja. So, weißt du? Ah, ja, doch nicht Casino? Gegangen. Nee. Da kamen so viele Leute, Mann. Da musste ey, yo, lass Casino. Nee. Mit $1,000 oder was, Mann? Ich hab doch gesagt, teil doch mit deinen Brüdern. Ja, ich hab jetzt einen Brother from another mother, so weißt du. Ich weiß nicht, ob der. Bro, willst du Geld? So? Bisschen wäre korrekt. Bisschen? Ich kann dir so 20 Riesen geben. Der hat mir kostenlos mein Auto repariert, auf korrekt. Bro, wer hat dir dein Auto kostenlos repariert? Mechanik, Mann. Wie heißt der? Fred Feuerstein. Jo, fahren wir denn jetzt gerade hin? Warum muss ich jetzt einsteigen ins Auto so? Ja, damit ihr in Ruhe reden könnt. Irgendwie wollt die Pizzeria irgendwie um euren Arsch. Dort waren ganz viele weiße Autos kurz, Mann. Ich hab's gerochen, Digga. Ey, haben wir Beef mit denen oder so? Ja, Mann. Die haben unseren Bruder entführt. Also dann lass Waffen kaufen, Bro. Ich hab keine Waffe mehr. Ja, ich hab nur eine Pistole, Mann. Ja, komm, lass Waffen kaufen, Bro. Wir wissen doch, wo wir die jetzt herkriegen. Wir fangen kaufen schnell. Wir machen die zum Hauptplatz, dass wir noch einen. Ey, wir machen die kalt, Bro. Wir machen die kalt. Ich hab nur eine Nummer von diesem Dolly, Mann. Ist der noch bei den Hunden, Mann? Ich hab letztens gefragt. Was für ein Dulli? Der heißt Dolly. Was für ein Dulli? Ist die einzige Nummer, die wir. Ey, Bro, ahn dich mal vorne ein. Ich hab da ein Auto, Bro. Ich hab da mein Auto, weißt du so. Ja, auch. Aber die Pizzeria war da gerade. Ja, wo ist die Pizzeria? Ist das hier die Pizzeria mit diesen Hosen da? Nein, mit so weißen Autos da vorne rechts. Ach so, ja, die machen wir kalt, Bro. Die machen wir kalt. Ah, die sind. Nicht gerade ohne. Machen wir das, Bruder, meines, ja, wir machen die kalt. Wir gehen da zu zweit rein, so weißt du, so ein bisschen auf. So ein bisschen auf Commander Krieger, weißt du so? Bisschen so Black Ops 2 Zeit. Ey, Bro, das ist ja gerade meine Karre, Bro. Packen wir Auto ein oder was? Ey, yo, das ist mein. Schau mal hier, mein Karren, Bro. Was sagst du dazu? Das ist voll geil, Mann. Du bist um die Ecke mit einem 360 gekommen. Ey, yo. Aber der Lack passt nicht so ganz. Das Auto einparken und mit dem fahren. Ja, vielleicht holst du dir mal eine anständige Karre, Mann. Ja, das ist eine anständige Karre. Was heißt das, anständige Karre, Bro? Das ist doch die beste Karre, die es gibt. Jetzt fahren, dass wir uns nee, Mann, das fühle ich gar nicht. Ja doch, Bro, voll. Vier Plätze frei. Ja, aber dann hat der Wagen von einem Kollegen mehr Style. Na. Oder ihr holt euch richtig geile, chillige Lowrider. Ja, warte, ich park den mal ein, Bro. Ich park den mal ein. Willst du den jetzt einparken und bei dem? Ja, ich pack den ein, Bro, ich pack den ein. Ich ahn den. Dann fahren wir mit dem, oder? Ja, Bro, wir fahren mit dem hier, komm. Let's go. Aber mit meinem? Ja, wir fahren mit deinem, Bro. Ich dachte mit ihm, Mann. Ich dachte mit ihm. Nein, wir fahren mit deinem, Bro, und dann holen wir uns Waffen und dann scheppern wir die weg, Bro. Ist kein Problem so. Ey, yo, auf mexikanisches Essen angeliedet, oder was? Super. Ey, yo. Alter. Musst du vielleicht nochmal einpacken, Bro? Ein paar Kratzer, so ein paar Icebergs angestiffen. Ich glaube, es geht. Ich war auf Seite, oder? Ich hab's nicht mitbekommen. Ich war zu Storm. Ja, war's auf Seite, alles gut. Auf der Seite warst du. Ey, mach an. Mach auf die Bude. Ja, Bruder, Mann. Ist ein Scheiben kaputt, Mann. Ich muss. Nee, Bro. Ist keine Ahnung. Ich kann nicht rein. Mann. Ah, nee, ist schon cool. Ich hab noch eine Kiste, Mann. Nee, ist egal, Bro. Ist schon cool so. Ich dachte kurz, wo bin ich? Ey, yo, wir brauchen. Wir brauchen Knarren. Ja, Mann. Wir brauchen Pumpen, so, weißt du? Wo kriegen wir denn her, Mann? Ja, Bro, wir brauchen so. Weißt du, so Pumpgun-technisch, so, weißt du? Wo, Mann? Ja, Bro, wir waren doch letztes Mal dort oben. Schau mal hier, Mann. Da waren wir doch schon. Da haben wir doch letztes Mal Waffen gekauft, weißt du nur? Ey, Bro, ich muss dir sagen, wir können auch legal kaufen. Ich hab Waffenscheiben so auf entspannt angelehnt, so. So. Ja, wo willst du? Sag du. Ja, Bro, wir fahren mal Waffenladen. Komm, wir fahren mal hoch sowieso. Weißt du, dass ihr Waffenladen in die, oder? Okay. Ich weiß nicht, Mann. Ja, Bro, wir fahren doch mal hier lang. Hier so, weißt du, wenn du jetzt hier so fährst. So. Jetzt fahr ich hier lang, egal. Ja, für hier und dann holen wir uns erstmal Waffen, so, Bro. Und dann. Und dann knallen wir die weg, diese Leute da in weiß.
Ja, Bruder, es gibt noch andere rote, Digga. Ich hab schon einen gesehen vorhin. Ja, wir sind so zwei, Bro. Der hatte so blaue Haare, Digga, und Kette an. Also ja. So, wie heißen die nochmal? Ja, die irgendwas mit Red Chains, hat mir wer ja, gesagt, Mann. So. Roter Anal. Ey, yo, sind wir hier? Ja. Ja, hier. Also, wir sind hier, hier. Hier kannst du Waffe kaufen, so, weißt du? Ich kann dir so ausgeben, so, auf entspannt. Ich brauche mal Weste, so. Ich habe aber nur eine Pistole, Mann. Aber Westen brauchen wir, weißt du? Eine Weste, Mann. Ja, das wäre korrekt, Mann. So. Wie auf korrekt? Ich habe kein Geld, Mann. Ach so, ja, sag doch gleich, Mann, so. Kein Cent, Mann. 55 Dollar, Mann. Und 1000 auf der Bank, Mann. Das war's. Oh, mein Bruder, das ist. Nimm, Bro, auf entspannt! Mann. Okay, was ist von den Sachen so, so beste, so, so auf easy angelehnt, so? Auf Lob, meinst du? Ich nehme mal so Springmesser. Ja, Mann. Ey, Bro, ich hab grad falsches, ich hab grad irgendwas gekauft, was ich nicht kaufen wollte, Bro. Ich hab grad irgendwas gekauft, so. Ey, yo, ist ja nur Kacke hier drin. Ist. Ja, Bro, ich teste nur mal Waffe so. Ich hab eh keine Waffe. Bruder! Ey, yo, die geht ja voll ab so, Broski. Bäm! Was machst du, Mann? Ja, Bro, ein bisschen Waffe machen so. Duck, 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 Bro. Ja, komm, wir fahren nur, Mann. Das ist so alles. Ist doch alles Chili-Milli, Bro, ist doch alles Chili-Milli. Ja, was Knast? Bro, wir haben nur Schießübungen gemacht am Waffenstand. Ja, Bruder, hier ist kein Waffenstand. Ja, klar, ist hier, Bruder, wir sind hier am Waffendings-Ausgabenpunkt, so dies, das. Ja, aber ich hab keinen Waffenschein, Digga. Ja, Bro, ich aber. Ich muss tanken, Mann. Und Geld einzahlen, Mann. Das ist viel zu viel dabei, Mann. Wir lassen noch illegal Waffen kaufen, Bro. Wir müssen nur. Das willst du doch noch. Ja, natürlich, Bro. Ich habe jetzt falsche Waffe gekauft. Die wollte ich gar nicht so. Die habe ich jetzt auf mexikanisches Essen angelehnt, weißt du? Wir müssen hier rüber. So, hier müssen wir so hin. Und dort kriegen wir jetzt erstmal Chili Mili unsere Waffen, weißt du? Und dann fahren wir zu diesen weißen Typen und dann ballern wir. Weiß, nicht rot. Nein, die weiß. Du hast gesagt, wir wollten Stress vorhin schieben, oder? Ja, ich weiß nicht, ob die das waren. Aber ja, so dann schieß mir doch da um, wenn die. So ultra viele Autos. Ja, aber wer hat die entführt von uns, Bro? Wer hat die entführt? Die haben uns entführt, mich und Jumbo, Mann. Jumbo haben es, glaube ich, bekommen, aber mich nicht, Mann. Die haben mich eingepackt und da muss der stehen bleiben, weil er keinen Tank mehr hat. Warum haben die so Stress mit uns, Bro? Warum haben die so Stress? Der Grüne dort, er hat gesagt, der Grüne dort ist auch von denen, Mann, der gerade da vorbeigefahren ist. Okay. Ja, lass uns aussteigen, dann machen wir einen Besuch so dort. Aber warum haben die so Stress mit uns? Ich verstehe das nicht so, wa? Ich weiß nicht, Mann, weil ich glaube, wir hatten vor Jahren gefühlt mal einen mitgenommen von denen, Mann. Ach so. Seitdem irgendwie Stress, Mann. Ah, okay. Ja, aber sonst so immer Sachen und Stress mit denen so ein bisschen, weißt du? Nichts mehr passiert, Mann. Die wollen immer nur von uns Stress, Mann. Ja, aber dann Stress mit denen so auch. Du weißt schon, so zweimal Bang Bang und dann sind die weg so. So das sind das diese Pizza-Verkäufer. Ich wollte auch schon Stress vorhin, Mann. Ja, wer wollte Stress, Bro? Du bist so leise so. Die von den Ketten, Mann. Muss ich schreien, Mann. Ja, du musst schreien, Bro. Ich höre die so schlecht. Warte mal. Agent P, danke für den Euro. Hatte mies Glück, aber mir tut alles weh. Oh, du Armer. Dann gute besser, Besserung. Ist besser, Bro. Ist viel besser. Schrei jetzt, Mann. Ja, Bro. Besser. Sicher. Ja, sicher ist besser. Scheiße, Mann. Ja, cool. Viel besser. Hörst du mich, Mann? Ja, Bro. Wir müssen aufpassen. Die Polizei ist auch hier, Digga. Ey, yo, sind wir jetzt die einzigen gerade im Funk? Ja, Mann. Ich hab halbe Stunde gewartet, Mann. Ja, tut mir leid, ich hatte ein bisschen was mit Pflanzen zu tun, weißt du? Auf entspannt.
Ey, yo, ich hoffe, die haben irgendwas Heftiges. Bruder, was ist denn heftig von den Sachen hier so? Die haben so Uzi oder so, glaube ich. Ja, aber was ist denn Beste, was ich hier kaufen kann? Ich nehme immer Uzi, Digga. Wie heißt die da? Uzi, Mann. Yo, doppelläufige Schrotflinte in den Face, Bro. Oh, die ist auch gut. Yo, Bro. Digga, wieso nur so wenig Munition da drin, Digga? Ja, so weißt du, so müssen auch ein bisschen Geld sparen jetzt. Ich kann nicht mal meine Munition in die Waffe tun. Was ist das denn? Ey, yo. Oh, Mann. Ey, yo, ich bin voll ausgestattet, Broski. Du, Mann. In dein Face, Bro. In dein Face, so weißt du. Du hast angepflanzt. Bist du denn fertig damit, oder wie? Bro, mit was bin ich fertig? Was hast du gesagt, du? Achso, du meinst die Pflanzen so? Ja, ne, die brauchen nur ein bisschen. So, nicht, dass du Knast gehst. Nee, alles gut. Ey, Bro, ich brauch noch mal hier. Ich muss zu meinem Auto, da sind die Sachen drin. Fahrst du zum Parkplatz? Kann ich machen. Ja, weil ich muss noch den Dünger holen, Bro. Ich hab vergessen, Dünger rausholen für die Pflanzen und so, weißt du? So, Mann. Ja, Mann. Oh, scheiße, Blitz, Digga, Alter. Ich tank hier mal kurz. Ja, alles klar. Wir mal ein bisschen tanken, so dies, das. Geht das von hier? Ja, weiß nicht, Bro. Ich war schon nicht mehr Auto tanken. Scheiße, Mann, wir müssen aufpassen, Bruder. Wir sind nur zu zweit, Mann. Ja, scheiß drauf, wir machen die fertig, wir knallen die ab, so, weißt du? Wir gehen so hin, so. Sag mal, was willst du, du kleiner Keck? So, und dann bumm. Bumm, in die Fresse mit der Schrot, Alter, weißt du? Willst du zu denen eine Pizza bestellen? Mit Schrot oder? Ja, wir bestellen so Pizza Schrot. Willst du reingehen und das sagen und dann einfach um dich? Ja, warum nicht, Broski? Eine Pizza Schrot bitte, mit Kügelchen noch drin. Ja, Mann. Warte, Mann. Hier oben ist, glaube ich, ein Parkplatz. Ja, Bro, wir sind doch gleich da, hier vorne, oder? Aber nicht, dass die ahnen. Ja, Bro, die ahnen nicht, also alles cool. Bro, ich habe heute ein Auto geklaut, die Cops, ich dachte schon, so haben sie geahnt, weißt du, aber haben sie nicht. Was hast du denn geklaut? Ja, so Auto, so, keine Ahnung, so ein komischer Ami-Schlitten, so mit vorne Schnauze, weißt du, so auf. So wie der hier. So ein bisschen auf lange Nase angelehnt, so ein bisschen Master Scorpion-mäßig. Du verstehst, du ahnst. Ein bisschen auf Master Scorpion angelehnt. Ey, yo, wir sind hier. Das ist der Sound auf die Spende. Ja, wir brauchen ganz schnell diesen Sack, muss ich rausholen, Bro. Und hol den raus, Bro. Ey, yo, warte, da ist noch wer im Auto vielleicht. Ey, yo, Bro. Ey, yo. Warte mal kurz, Bro. Was, Mann? Ist der wer drin, Bro? Kommt hier rein. Oh! Ey, yo, Bro! Ey, yo, was, du bist immer da, wo gerade ausparken ist, weißt du, Bro? Bro, du bist immer da, wo gerade ausparken ist, ich verstehe es nicht. Was machst du, Bruder? Bro, du warst da, wo ich gerade ausparken habe, so, weißt du? Du bist immer am Weg, so. Muss ich mal ein bisschen beruhigen, Bro. Was war denn da gerade? Er steht halt immer da, wenn man sich gerade einen auspackt. Ja, Bro, Auto so ein bisschen auf quer gelegt, so weißt du, so ein bisschen auf Arschritz angelehnt. Da kannst du nicht mehr fahren, Bro, ist alles okay bei dir. Ich weiß nicht, Mann. Ja, Bro, drück auf die Tube, alles gut, komm, drück. Ich brauch, muss reparieren, Digga. Ja, nichts reparieren, Bro, wir fahren jetzt, Bro. Wir fahren jetzt, wir holen uns die, weißt du? Dein Auto ausparken.
Na Bro, wir holen uns die jetzt. Wir schießen den so mit dem. Mit der. So Schrotflinte ins Gesicht, weißt du? Aber ich muss das Pflanzen gucken. Mach wo, Mann? Ja, ich, Bruder, ich glaube, die ahnen, dass da was ist, Bro. Die ahnen. Der ahnt dort, Bruder. Hast du gesehen, wie er gebremst hat? Ja, Bro, er hat richtig gebremst. Der ahnt. Bro, mit den Pflanzen sind die gleich in der Gegend, Bro. Ja, dann zeig an, Mann, wo. Ja, Bro, jetzt zeig, wo ist, Bro. Hier vorne, Bro. Wo, hier? Nee, Bro, auf Navi. Du hast erst jetzt gemacht. Alexa, wie lange geht der Timer noch? Warte mal. Kann ich hier lang fahren? Oh Bro, pass ein bisschen auf. So. Weißt du, das ist nicht so auffällig. Keine so. Angst, Mann. Ich bin in Garten. Bro, das ist so voll, Bro, so voll auffällig. Straße, so, Mann. Und Bro, ich hab das Gefühl, uns kickt es gleich nach vorne so mit dem Auto. Nein, kannst nicht gut fahren. So, weißt du. Du bist immer so ein bisschen im Weg. Die Straße mit dem Auto. War nur so, Bruder. Wie ach so. So, Mann. Ich kenn keine Bettrunde. Schau mal kurz Like raus, Leute. Auf die 5000 Likes, jawohl. Hau mal drauf. Ja. Ein Like halt. Haut's auf den Like-Button. Ja, wir sind da, Bro. Wir sind da. Ja, wohin, Mann? Ja, Bro, da hinten, Bro. Fahr noch weiter, Bro. Ein bisschen ein Stück so. Und mal hier hinten so. Oh, pass auf, Bro. Wir sind hier so. Darf ich hier hinstellen, Mann? Ja, also, ja, Motor abstellen, Bro. Motor abstellen. Ja. Bro, wir haben ein Problem. Dauert auch ein bisschen länger, so, weißt du? Das heißt, Mann, wie lange, Mann? Ja, Bro, ich weiß nicht, Bro. So ein paar Minuten. Jetzt nicht, Digga. Nee, Bro, ich schieß nicht. Ich warte noch ein bisschen so, wenn er aber kommt, so weißt du. Oh nee, Bro, die brauchen noch ein bisschen so, weißt du, ein bisschen auf mexikanisches Essen angelehnt, Broski. Ja, die brauchen halt echt noch so ein bisschen. Wie lange, Mann? Ich weiß nicht, Bro. Ein bisschen, so ein paar Minuten. Und zu früh so. Auf Respekt angelehnt, viel zu früh weg, so. Ja, Bro, was? Was weg? Ja, nicht, dass wir, also, sondern wir warten hier, meinst du? Ja, Bro, ich weiß ja nicht so. Ich muss ja schauen so. Du hast du keine Uhr auf deinem Handy, Mann? Ja, Bro, keine Ahnung. Geht ein bisschen vor, ein bisschen nach so. So Zeit, so ein bisschen verschwommen, weißt du? Ja, der am Hauptplatz hat gesagt, du bist immer voll verhängt, Mann. Bro, wer ist ein Hank? Ja, du bist John Hank, Mann, hat er gesagt. Ey, Bro, ich hab so ein Messer gekauft. Stell dir mal vor, ich so, man so zapp, zapp, so, weißt du. Aber nicht bei mir, Bro. Ja, nicht bei dir, Bro, aber stell dir mal vor, ich komme so mit Messer, so. Mit Klinge, Mann. Es dauert, Bro, ich glaube, das ahnt auch ein bisschen. Mann, Digga, das riecht so gut, ich will einen rauchen, Mann. Du meinst vor Batzen, Bruder. Das ist doch Batzen so. Erstmal einen dicken schauen. Ey Bro, mach mal auf, ich will mal Probe fahren so. Ja, wohin denn, Mann? Ja Bro, da war weg, ich weiß nicht, wie lange es noch braucht, Bro. Hinten ist noch Golfschläge, Mann. Wenn du brauchst. Also ich hab auch noch diese Mechanik hat Auto einfach kostenlos repariert und hat mir noch so eine blaue Flasche gegeben. Ich wollte die inhalieren, aber der hat gesagt, du musst die ins Auto bauen, Mann. So Stoff, wie so Kraftstoffmäßig so. Keine Ahnung, Mann. Ich wollte es inhalieren, ich habe gefragt, ob es high macht, Mann. So auf Kraftstoff angelehnt, so Bro. Bro, du musst ihn reparieren gesagt, fahren. Hast du einen Werkzeugkasten? Was meinst du? Hast du einen Werkzeugkasten für, Bro? Ja, Mann, ich hab einen. Achso, dann reparier doch jetzt, Bro. Also komplett ja, kaputt. Ja, hab ich doch gefragt vorhin, Mann. Ja, Bro, ich wusste, dass er so kaputt ist. So, weißt du? Ich muss so ein bisschen mehr machen. So. Schau da, weil schon das geht so. Der braucht halt wirklich lang, bis der fertig ist. Bist du deppert. Alexa, wie lange geht der Timer noch? 5 Minuten. Ja, soll es ja auch gleich fertig sein. Zu Alexa, Timer stoppen.
Die sollten eigentlich schon längst dann fertig sein, so, wenn ich ja schon vorher hinfahre, aber auch dann meistens so 25 Minuten, dachte ich immer so in etwa. Ja, Bro, die sind gleich fertig, Bro, nur ein paar Minuten. Hast du Nachrichten gesehen, Digga? Bro, was für Nachrichten? Polizei hat geschrieben, Mann. Ach so, ja. Irgendwie hier zwischen, genau. Ja, weil die ahnen, Bro, die ahnen. Die ziehen uns gleich raus, Mann. Wir müssen alles wegrauchen, Bro. Muss alles wegbarzen, Bro. Nee, Bro, ich weiß nicht, ich komme mir die Dinger hier, die brauchen noch ein bisschen, ich weiß nicht warum. Ich bin nicht so zu früh, weißt du, eigentlich normalerweise jetzt schon so, weißt du, so auf ganz entspannt angelehnt, so, aber irgendwie. Ich weiß, sollen wir jetzt hier warten oder sollen wir fahren, Bro? Was soll. Bro, was soll mich passieren, dass die hier machen, so, weißt du? Also es kommt mal raus, wir machen so Kaffeekränzchen, weißt du, so auf Wiener Kaffee angelehnt, Bro. So auf was für Kaffee? Ja, so auf Kaffee angelehnt. Weißt du, so den hier so, weißt du? Oh, ja, dann haben wir so ein bisschen auf mexikanisches Essen. Boah, ich habe jetzt voll Bock auf so einen Döner, weißt du? So richtig mexikanischen Döner. Und dann noch, Bro, dann so einen asiatischen Gyros, Bro. Wäre schon geil. Das ist der Sound auf die Spende. Asiatischen Gyros. Ja, Bro, und dann so ein griechisches Sushi, so ein bisschen so angelehnt. Ja, Mann, und italienische, Mann. Italienische Baklava, Bruder. Boah, Bro, italienisches Baklava, Bro. Ja, oh, taiwanesisches Wiener Schnitzel, Iron, Bro. Digga. Ui. Amerikanischer Ayran ist auch. Oh, gut. Ja, Bro. Oh, amerikanischer Ayran, beste. Oder so schwedischer Käse, Mann. Ja, Bro, ist schon geil, ja. Was hast du gemacht denn bis jetzt, Mann? Hast du kaputtes Telefon gekauft? Ja, nee, ich habe das geklaut, deshalb geht nicht, Bro. Da ist so ein Bild von so einem komischen Typ drauf, der so ein bisschen komisch sitzt. Der liegt so komisch am Boden, so, weißt du? Okay, Mann. Ja, und der chillt da so, das ist so eine Base, so einfach, weißt du? Ach, so ein Penner oder was? Naja, so ein Penner, so auf Penner angelehnt. Wen willst du denn Stress? Wen willst du denn suchen, Mann? Nee, wie Stress mit diesen Typen da, die so Pizza so. Mit denen, die haben Stress mit uns, weißt du? Mach mal Stress mit denen, oder? Die anderen auch, Mann. Ja, was? Die Roten wollen auch Stress. Ja, dann knallen wir auch die anderen Roten da, aber ist mir doch egal. Und wer Stress will, kriegt Stress, weißt du? So muss man ratatata so. Ratatata, einen nach dem anderen so, weißt du? So, boom. Wollen wir ihre Pizza besetzen, Mann? Was? Die Blitzer besetzen? Die Pizza, Mann. Wir bestellen Pizza mit Eis. Oh, Bro, wir könnten Pizza bestellen. Oh, Bro. Bruder, aber die ahnen, wenn wir bestellen. Die ahnen. Ja, nicht bestellen. Wir gehen rein, Bruder. Ach so, bei Bestellung meinst du? Du gehst so rein, ja, mit Schrotflinte dann so. Ja, Mann. Ah, dann sind okay. Wir gefangen, Mann. Die ahnen dann. Dann ist auch scheiße. Okay, Bro, ich schau mal, ob schon fertig ist, so angelehnt, so, weißt du, fertig. Ja, ja, Bro, es geht schon. Bro, es ist schon möglich. Ey, hilfst du mir mit so beim Pflanzen so auf ganz entspannt? Oh, du musst nochmal hier gießen, Mann. Ja, nochmal dünnen, Bro, ich muss noch düngen. Auf Mexikanisch selbst sagen. Chase Miller, ja, keine Ahnung, der hat gequalmt, hab's also aus, was ausgestellt wurde, mein erster Stream-Account. Gehackt, ja, aber das ist schlecht. Oh, Stromausfall. Das, also, wenn der PC zum Rauchen anfängt, dann weißt du, da kann irgendwas nicht stimmen. Meistens raucht er eh das Netzteil ab. Das ist meistens das, was dann so raucht. Du bist wahrscheinlich nur Netzteil kaputt, neues Netzteil ran, dann geht's wieder. Jedenfalls bei mir war es so, mir ist mein Netzteil abgeraucht. Ist mir mal passiert. Habe ich mir neues gekauft, dann ging es wieder. Story of my life. LOL, mit Liebe deine Videos weiter, so Dankeschön. Vielen Dank. Zurückkommen, Vater hat gestern einen Infarkt, er hatte Glück. Und ich und euch. Wurdet kurz und schreibt, euer Dad ist was Schönes. Und zu Kato, wie süß. Aber er hatte Glück gestern, das ist immer ein Gut.
zu Kato, liebe, ein Kuss geht raus. Arne Wehr hat auch mal 5er raus und schreibt nichts dazu. Dankeschön, Arne Wehr. Und Multi 18 Monate schon Mitglied, jawoll. Ah ja, jetzt kommen ja die nach hinten, die kommen ja erst, ne? Ich war ja schon fast fertig hinten, krass. Bruder, die Ahnen. Laptop-Netzteil, einfach am PC gebastelt oder was? Jo, Mann, riecht voll gut, Mann. Ja, Bro, so die letzte. Ja, Mann. Ja, Mann. Dann haben wir wieder genug auf Lager, so weißt du, Bro. So ein bisschen genug ja, dann. Ein bisschen nur verkaufen, ein bisschen behalten, so. Okay, fahren wir. Wohin, Mann? Ja, Bro, wir machen jetzt Stress mit diesen komischen Kebab-Leuten. Oh, warte, ich brauche mir eine Waffe. Ja, Bro. Bro, weißt du, wenn ich jetzt so aussteige, Bro? Schau mal, bleib mal stehen so. Zack, 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 weg ist er so, weißt du so? Warte, ich muss aufgucken, ja, Mann. Zack, ja, Mann. Boah, wir machen die so richtig fertig jetzt so. Was willst du denn machen? Hast du Idee, Mann? Ja, so Pizza und so, da vorbeifahren und schau, wie die hinterherfahren so. Oh, shit, Mann. Ey, yo, Entschuldigung, wir haben so ein bisschen so was zum Batzen hinten, Mann. Wenn ihr was wollt. Also vorbeifahren willst du. Willst du dann schon auf das Haus schießen oder was? Nee, Bro, nicht schießen. Ich will auf die schießen und nicht aufs Haus, Bro. So. Bro, wir schießen noch auf die. Du kommst auf so eine dumme Idee, Bro. Wir wollen noch auf die ballern, nicht auf Häuser. Willst du fahren, Bro? Ja, nee, Bro, fahr du. Du fährst so angenehm. Ich fahr angenehm. Ja, Bro. Ich voll angenehm. Ich bin dauerhaft bekifft, Mann. Nee, alles gut. Der Twistfox, moin! Moin Twistfox! Ich nehme hier aber hier den Wecker. Ja, so lustig, wenn wir aussteigen müssen bei der Verkehrskontrolle, dann ziehen wir automatisch die Waffeln. Oh, das wäre so lustig. Dann wird die Verkehrskontrolle einfach erstmal so schief gehen. Was ist mit ihm denn, Mann? So besoffen, Digga. Bro, der hat halt so ein bisschen geahnt auf der Straße, so weißt du, so auf mexikanisch angelehnt. Was? So ein bisschen auf Ahnen, weißt du. Klepto. Was ist mit Klepto? Was? Was mit Schmutz? Ja, Mann. Ja, Bro, ich höre dich so schlecht. Du bist so leise, Bro. Ja, Mann, was bin ich? Mann? Ja, Bro, du bist so leise, so. Weiß nicht. Wieso denn, Mann? Du hast gesagt, das ist besser, ja, du bist Mann. Auf einmal so laut, aber so leise, weißt du? Na, was denn jetzt? Muss ich meinen Hals ölen oder was? Ja, Öl Hals so. Ja, wir fahren immer zu denen, wo die sind, so weißt du, damit die nicht so ahnen, ja, weißt aber du. Aber hörst du mich nicht? Ich höre dich doch, du bist immer so leise, so weißt du, so. So komisch, wenn du so leise bist, so Bro, fahr mal links, so weißt du. Dann fahrst du so vorbei, so, dann mach mal dich fertig, Bro. Ich schieß ihm den Kopf weg, so. Ich hab mal kurz ein Dings hier. Ja, Bro, warte, wir kurz aussteigen, Bro. Die Schnauze, Bro. Oh, Bro, du musst fahren, so. Hast du jetzt das Mikrofon ein? Ich hab das Gefühl, wir werden gleich durch die Löcher hier drin. Jetzt, Mann. Oh, Bro, besser, ja. Komm, fahr! Wir müssen zu dem, Bro. Nicht ernst, Mann. Auf Ernst? Wo sind die denn? Du bist direkt Stress. Oh, hier drüben. Ja, Bro, kein Stress. Reine gesagt, Mann. Ja, schau, das sind die doch, oder? Ist das nicht? Nee. Dann hier drüben, hier links jetzt.
Bro, ja, das guck, ist nur einer, weiß, oder? Mann. Ja, Bro, fahr doch mal links rein, Bro. Schau mal rein. Ich fahr, so. Ich von hinten lang fahren. Ah, da kannst du von hinten rein, Bro. Bist du denn rein, oder wie? Ja, Bro, wir wollen ja Pizza bestellen, oder? Ja, Bruder, dann sind wir ja drinnen. Ne? Ja, ist doch egal, Bro. Arsch, ist doch egal, Bro, wir ballern rein, so weißt du, das ist auf mexikanisches Essen angelehnt, komm. Müsst du reingehen? Ja, wir bestellen halt Pizza, so weißt du. Ja, mit grad, Waffe, Bro. Ja, Bro, ist gerade dunkel drin. Bro, fahr mal ein Stück vor. Wo steht jemand, Mann? Bro, wo steht jemand? Da drinnen, Mann. Ach da, Bro. Gehört er zur Pizza? Ja, Bruder, was steht denn vorne dran, Mann? Bro, nehmen wir den mit. Komm, lass einpacken. Mitnehmen? Ja, Bro. Ja, let's go, Mann. Ja, steig aus. Was, Bro? Willst du den jetzt mitnehmen, Mann? Bro, jetzt sehe ich den nicht mehr. Wo ist der jetzt hin, Bro? Bruder, Mann. Bro, ich hab das Gefühl, jetzt sich verpeselt. Scheiße, Mann, wir müssen hier rüber, Bruder. Der hat sicher schon. Ja, gesehen. Bro, der hat geahnt. So, weißt du, wir haben zu lang, du hast zu lange gewartet. Das ist gezögert, Bro. Ja, das ist gezögert. Ich hab auf dich gewartet. Ja, Bro, ich war gerade dabei, meine Waffe auszupacken. So, auf entspannt, weißt du. Ja, Mann, du hast die doch schon draußen, Mann. So auf Kollege. Nee, Bro, hab ich nicht. Bro, guck mal. Schau mal jetzt, wenn ich hier aussteig. So. Ja, auf angelehnter Ehrenbruderbasis. Schau mal, Bro. Ja, Mann. Ey, Bro, direkt, deine Tür, Mann, ist wirklich kaputt, Bro. Die ist abgefallen. Richtig gut, Mann. Ey, yo, ich hab damit nichts zu tun. Die ist einfach, Bro, die ist abgefallen, ich schwöre. Richtig geschützt jetzt, Mann, dem Auto. Richtig, ja, Bro, geil. Die ist abgefallen. Ich hab nichts gemacht, so, weißt du? Ich hab keinen Reparaturkasten mehr. Der Bro, ich auch nicht so. Ey, yo, wir haben viel was zu lange wir jetzt, ja, ich weiß nicht. Bro, ich fahr dann. Was machst du? Ja, ich warte doch schon, Bro. War alles cool, so. Wir holen uns den, der da drin ist, mir doch egal, also wir holen uns den, Bro. Scheiße, Mann, jetzt muss ich Mechaniker fahren, oder? Ja, Bro, wir holen uns den zuerst, der da drin ist, dann holen wir uns den. Ja, wenn der da ist, Mann. Ja, Mann, natürlich ist der da, Bro, der ahnt. Der ahnt, Bro. Oder du sitzt da, Mann, wie. Da sind halt zwei drin, wie viel. Bro, wie viele sind da drin, Bro? Wie viele sind denn? Oh, jetzt ist die Gang da, oh, die Gang. Hast du gesehen, Mann? 5-6 Leute. Ja, Bro. Ey, sag mal, sind so kugelsicher die Türen so? Oh, scheiße, Bruder. Ey, yo, die kommen, Bro, die kommen. Das sind 2, 3. Ich hab eine Idee, Bruder. Ich hab eine Idee. Ja, so hinterhaltmäßig so. Mann, er wartet auf Verwirrung, Bruder. Schau, der fährt uns hinterher, oder, Mann? Nee, Bro. Fährt er uns hinterher? Warte. Nicht mehr, Bro. Der guckt gerade hier hinten, Bro, guck. Bro, die stehen, die fahren sich hinterher. Was du machen willst, Mann. Bro, die haben doch, nur geahnt, wir hätten viel früher machen sollen, weißt du? Das ist ein bisschen blöd. Ich dachte, Bruder, ich fahre. Ey, yo, wir müssen ein Auto wechseln, Bro. Wir müssen ein Auto wechseln, das ist jetzt so auffällig. Die wissen, Bro, wer wir sind jetzt, okay, so. Ich wollte die eigentlich mitnehmen. Nee, hey, wir holen so Underdog-Auto, weißt du? Verwirrung, Bruder, weil die Roten auch hier sind, verstehst du? Ja, warte, wir machen so Verwirrung so mit. Wir machen so Verwirrung so mit. Hast du denn noch ein Auto, Mann? Ich habe keinen. Mit Schinkenaufschnitt, weißt du? Ja, Bro, ich hab nur mein rotes Auto da, weißt du, den hab ich. Wollen wir mit dem fahren, oder was? Ja, Bro, da kannst du reingucken, kannst die Scheiben nicht töten, so, weißt du. Ja, Bro, was sollen wir denn machen, Mann? Ja, Bro, hast du kein anderes Auto, das ist das einzige Nein, Auto. Mann, ich hab, Bro, keine, ich hab kein Geld, ey. Kann man so ein armer Stricher sein? Bruder, was will ich machen, Mann? Ja, Bruder, ey, wir könnten so schnell ein Auto kaufen gehen, Bro, wenn du zu schnell bist. Ein komisches Auto kaufen. Oh, Mann, hier drüben, oder was? Ja, was, wo, hier drüben? Ja, hier drüben, wo hast du gekauft? Ja, Bro, mein Auto drüben, ja, rechts hier, Bro, rüberfahren, ja, kaufen wir so, Mann, günstiges Auto, weißt du? Ich hab halt nur das, Mann. Ja, nee, wir kaufen so günstiges Auto und fahren wir da mit so auf Türsteher. Soll ich meins hier stehen lassen, Alter? Ja, ja, lass stehen, wir holen uns ein neues Auto, so. Und ja, scheppern. Ja, scheppern. Wo kann man die. Also ich kann mal bei dem die Dings komplett töten. Sie irgendwas Günstiges kaufen, wobei ich habe jetzt. Für 10.000 ein Civic. Ja, da kannst du aber auch reingucken. Thank you.
Und den kannst du auch reinschauen. Oh, 7000 nur. Jo, lecker. Ich glaube, ich hole mal den. Ey, yo, Bro, guck mal, was ich gerippt habe, Bro. Einfach gerippt, warte. Ja, Bro, ist offen. Der Wagen. Achso, ja, mach ich doch jetzt. Ich fahr noch rein. Geht das? Oh, entspannt, ja klar geht das, oder? Digga, wieso steht hier BMW leer, Bruder? Ja, Bro, sonst klau doch mal so. Vielleicht ist es offen, probier mal. Ey, yo, Auto, wir fahren mit dem, was Bro. Was mit dem fahren, Bruder? Ja klar, wir schauen, dass da keiner kommt, so, weißt du? Was machst du? Ja, ich mach nur noch so schnell Scheibentönung, so. Was, ich höre dich nicht, Bro. Scheibentönung. Ja. Bei wem? Bei dem? Ja, bei mir, alles gut, bei dem geht nicht. Soll ich den hier jetzt mitnehmen, oder was? Ja, den nimm mit jetzt. Okay. Alles cool, Bro, alles cool. Das kostet 4 Jahre. Boah, wui. Boah, voilà. Komm, schau mal jetzt hier, Bruder. Ey. Ey, Bro, was sagst du zum Auto so? Ist schon cool so, oder? Ist geil, ja. Wo soll ich denn das hier? Ich stell das irgendwo hin, Bruder, für uns. Für falles Notfall, weißt du? Ja, weißt aber du, nur so falles Notfall so. Du holst mich ab, Bruder, bei Unicorn, Mann. Ich stell das hinten ab, Bruder, für Notfall. Ne, Bro, mein Auto ist Notfallauto, weißt du warum? Ach so. Bro, keiner wird denken, dass da so Gangster und Furry-Auto drin sitzen. Dann fahr Unicorn, stell das da ab, Mann. Ja, ja, ja. Ich stell meins Unicorn, aber wir fahren dann mit deiner Schüssel so und dann machen wir die so voll auf Ahnenbasis. Die Karre, Mann. Ja, Bro, meine Karre ist auch voll schnell so. Bruder, nimm dir mal Schlüssel, Mann. Guck mal, wie krass die fährt, Digga. Also, mir Schlüssel koppen, Bro? Ah, jetzt ja, Mann, koppen Schlüssel. Den, Mann. Ey, yo, steig mal ein, Bro. Scheiße. Ja, ich. Ey, warte, wait a second, ich bin noch nicht drüben. So, jetzt, Bro. Scheiße. So, jetzt aber. Fahr mal, Bruder, der ist voll schnell, Mann. Guck mal, der hat noch nie so schnelle Auto gefahren. Yo, der ist richtig, krass, das ist richtig schnell, Bruder. Damit koppen wir die uns, die ahnen nicht, Bruder, weil nicht rot ist. Ja, Bruder, wir haben so Furry-Kennzeichen, Bruder. Niemals ahnen diese. So Furry-Kennzeichen, Bro. Ja, pass auf, Mann. Na, Bro, zum Glück nicht wir, so weißt du. Die Arm. Ja, Bro, die sind da gar nicht mehr drin, so weißt du. Sind da so vorbeifahren. Sonst fahr mal in die Hut, Mann. Vielleicht sind die anderen da. Wenn die halt dann zu viel. Ja, Bro, ich schieße meinen Platten, ja. Mach schnell, aber. Aber ich mach schnell, also keiner sieht so, weißt du. Verarmer. Ey, Bro, ich hab so ein bisschen das Gefühl, so, dass wir gleich so richtig gearscht sind, Bro. Er hat nicht gecheckt, Mann, fahr. Ah, Bro, er hat nicht verstanden so ganz, ja, eben, ne? Bruder. Er hat nicht geahnt, Digga. Er war ja, Bro, wir sind weg, Bro, Steve, wir haben Platten geschossen, wir fahren in die Hut. Ja, Mann, wir fahren rein. Die anderen noch, guck mal, die sagen immer, dass das ihre Tankstelle ist. Jo, hast mal so ein bisschen Platten gemacht, ist das?
Sind die hier in der Hut oder wo sind die in der Hut? Ja, hier ist ihre Hut. Ey, ich hab grad bezahlt. $400, Bro. Warte, ich muss schnell eine Waffe wechseln. Ja, weißt du, so ein bisschen Waffe wechseln, wie ist das? Er hat Platten gefressen. Ja, so ein bisschen Platten, wie ist das, du weißt. So hier. Darunter so? Hier? Nein, Mann. Ja, Bro. Ich glaube, die sagen die Tankstelle und dann einer hat mal ein Bild gepostet, Digga, von diesem Sportplatz da irgendwo, Mann. Also Sportplatz, ja, Bro. Basketballplatz. Das ist der Basketballplatz, Bruder. Ja, Mann. Der wollte dort fetzen. Ey, ja. Du mich auch, du. Basketballplatz. Da vorne, okay. Hier vorne oder hier was? Hier irgendwo sind die immer, Mann. Aber keine Ahnung, wo die wohnen. Ach so, hier, okay. Die chillen hier immer irgendwo. Boah, Bruder. Ja, nicht gesehen, Bruder. Aber hier bohren die so oder was? Ja, anscheinend. Ja, ist Bruder und war keiner da, so. Niemand zu Hause geklingelt, da war keiner da. Ich weiß halt nicht, wo die ihr Haus haben. Der Bro, großes Auto. Ey, yo! Oh, ja, Bro war einfach so Mistkübel so mitten auf Straße, weißt du? Einfach so Mistkübel da auf Straße. Das ist der Sound auf die Spende. Ja, Bro, so müssen wir mal gucken, wo hier Ding ist, weißt du? Wo so andere. Da, Bro. Ey, yo, Bro, ich glaube, die suchen uns, Bro. Bro, war schon funny so, weißt du, also nicht unser Auto so, weißt du? Ey, yo, was ist mit ihm los, Bro? Was ist mit ihm jetzt los, du? Maske, Bruder. Alles. Yo, soll ich fahren, Bro? Deine Frage? Ja, was läuft, Bro? Ja, Mann. Kann das sein, dass die maskiert sind? Nee, Bro. Ich hab nur gerade gedübelt. Nein. Vorhin. Was ist los, Bro? Ey, Bro, was ist los? Könnte ich mal einen Führerschein von Ihnen sehen? Warum, Bro? Was habe ich gemacht, Bro? So, Sie sind gerade nur da hinten mir entgegengekommen, kurz nachdem automatische Schüsse gefallen sind. Ja, Bro, daher würde ich jetzt doch gern mal. Bro, wir sind noch weggefahren von Schüssen, Bro. Die haben auf uns geschossen. Der schießt auf uns, Mann. Ja, sie sind doch auch maskiert, oder sehe ich das falsch? Nein, Bro, Bro, vom Hauptplatz, Bro. Wir waren gedübelt, haben wir, Bro. Mhm. Bro. Ja, ich bräuchte mal einen Ausweis von Ihnen. Ja, Bro, warte mal, sonst könnte ich mal die Tür auf, Bro. Euch hier vielleicht noch Unterstützung? Ey, warum, Bro? Wir machen doch nichts. Also gib mir Führerschein, Bro. Sonst kriegst du nicht Führerschein, Bro. Mhm. Bro, so will ich meinen Führerschein nicht geben, Bro. Wir haben nichts gemacht, Bro. Wenn du mal lieb bist, man braucht keine Unterstützung, so weißt du. Wir sind nur alle lieb, so irgendwie. Ja, ich bräuchte trotzdem mal einen Ausweis von Ihnen. Ja, Bro, wir sind also ein bisschen mal lieb, so weißt du. Ich bin total lieb. Ja, sind sie mir nimmst du, also. So, also Führerschein. Mhm. Ja, Bro, aber ein bisschen lieb, okay? Dankeschön. Das ist ihr Auto? Nee, Bro, haben wir uns gekauft, Bro. Okay, geklaut oder? Nein, gekauft ist geliehen, Broski. Okay. Kannst du ihn anrufen, Mann? Ja, ich rufe ihn an, Bro. Der Staat hat uns die geliehen, Mann, weil die uns immer attackieren, Mann. Ja, Bro, haben Sie denn noch eine Nummer von dem Herrn, dem das Fahrzeug gehört? Eine Nummer von dem Herrn? Ja, Bro, ich rufe an. Hilft zu viel, Mann. Bro, ich kann anrufen, wenn du willst. Aber dann ahnst du, Bro, dann ahnst du. 800. 89977.
Sind Sie der Herr Berger? Scheiße, ist okay. Dann stimmt die Nummer wohl nicht. Bro, ist richtige Nummer. Der hat uns den Wagen gegeben, Bro. Das ist aber eine Dame, die ich hier gerade am Telefon habe, die Herren. Dann hast du dich vertippt, Bro. Was hast du eingegeben? Das war die Frau von... 89977. Bro, nee. 88977, Bro. Nicht 997. Okay, dann hat sich erledigt, danke. Bro, du musst mir zuhören. Zweimal die 8, dann die 9. Nicht 899. 889, Bro. Herr Berger, Mann. Ey, Bro, hast du die Flasche? Ja. Muss ich mal zustecken. Scheiße, bin ich stoned, Mann. Naja, der Herr geht nicht ran. Bro, nicht mein Problem. Haben Sie vielleicht ein Dokument, wo das beweist, dass Sie der das Fahrzeug führen dürfen? Zettel geschrieben. Ey, Bro. Der würde niemals Zettel schreiben, so, weißt du? Okay. Er hat nicht dran gedacht, Bro. Er hat nicht geahnt, was wir Zettel für brauchen. Mann, oder wie? Er hat doch nichts gemeldet, Mann. Dann hätte ich eine andere Frage. Könnten wir vielleicht mal einen kleinen, kurzen Schmauchspurentest machen bei euch zwei? Nee, Bro. Auf welcher Grundlage, Homie, Mann? Ey, Bro, wir haben nichts gemacht, Bro. Na, dass an der Pizzeria geschossen wurde und ihr mir entgegengekommen seid, als Bro, die Schüsse wir haben fallen. Nicht geschossen. Ja, Bro, die Schüsse kamen auf uns, Mann. Bro. Die kamen vom Hauptplatz auf uns, Bro. Wir sind weggefahren. Mhm. Ging der Stift, Mann. Bin doch viel zu stumpf für so eine Scheiße. Ja, da haben wir jetzt schon eine scheiß Situation, ne? Ja, Bro, ich weiß. Richtig beschissen, Bro. Grundsätzlich, der Fahrer ist maskiert. Ich will einfach nur ein Harz. Bro, was ein Stück Scheiße, Bro. Dann zieh ich halt Maske wieder an, Mann. Bro. Den zieh ich mir durch den Schlüpfer, Bro. Diesen alten Sack, Broski. So. Zum Glück fährst du, Bruder. Ich bin viel zu stoned, man, für das. Yo, Bro, mach mal Platz, Bro. Ich will nicht Knast, Mann, Bruder. Ey, Bro, was für Knast, Mann, Bro. Niemand fährt Knast, Bro. Als wärst du auch stoned, Homie. Bist du stoned, Hall? Gleich wie du BMW fahren. Aua, Mann. Ey, Bro, das sollte noch eine Wand sein, Bro. Ich sehe da nichts. Ich auch nicht, Mann. Yo, Bro, wir sind einfach nach 2 Sekunden weg gewesen, Bro. Yo, Mann, bist du Formel 1 Fahrer, Mann? Nicht, dass der durch Zaun ahnt, Bro. Ey, Bro, der ahnt 100 Pro durch Zaun. Zum anderen Auto eben bekommen. Ey, Bro, der Führerschein von mir, Bro, ich hätte ihn nicht abgeben sollen, Bro. Aber der wollte Schmauchspurentest, weißt du so? Egal, wir fahren an. Ja, wenn ich ausgestiegen wäre, Bruder, ich hätte direkt Knifte, Mann. Ah, Bro, der will dann Hüfte, so, weißt du, so auf Hüftspeck-Basis raus. Wir müssen dein BMW holen, Mann. Wir müssen irgendwie darüber kommen. Ja, wir müssen darüber sliden, Bro, so wie auf so einer Rutsche, weißt du? Mann.
Wie so auf Rutsche, so sliden, so. Mit ja. Schwimmreifen, so. Hey, Bro, da hinten ist Polizei. Ich hoffe, der hat nicht gesehen. Bro, ich hoffe, der macht nicht. Bro, ich glaube, der hat geahnt, ne? Wo ist er? Bro, der war hinter uns. Ich glaube, der hat geahnt, Bro. Ich glaube, der hat geahnt, Bro. So, soll ich mit Auto rüber, so? Worüber? Ey, Bro, aber anderes Problem. Die checken so Kennzeichen ab, Bruder. Und dann habe ich auf ganz unentspannter Ehrenbruder-Basis so ein Problem, so, weißt du? Ich würde vielleicht doch auf dem Auto so bleiben, so, weißt du, so auf... Oder mein Auto wieder, Bruder. Bruder, dein Auto, das schmeckt nach Lachs. Da will ich nicht rein. Ja, Bruder, die ahnen dann, die... Aber ja, nicht die Bro, Polizei ahnen, Bruder. Ja. Die wissen nicht, wer ich bin. Ja, Bro, dann ahnen die halt so. Ist mir doch egal, so. Weißt du, wenn so Polizei kommt, so schießt den so Kopf weg, wenn der wieder herkommt, so, weißt du? Sicher, dann schießt ja, ich auch, dann schießen wir so. Dann schieße ich. Bruder, ich hab so Schrotflinte dabei, so auf entspannter Ehrenbruder-Basis, so. Wenn er so kommt, dann kriegt er so Schrotflinte in den Fress. Aber in die Fress. Ja, er kriegt so Schrotflinte auf Ehrenbruder-Basis angelehnt. Ich schieße, wenn ich sehe direkt, okay, Mann? Ja, ja, ich auch, Mann. Ist alles cool so. Was, Mann? Du flüsterst, Bruder. Ja! Okay, Mann. Wir machen alles auf Ehrenbruder. Ich flüster, weil sonst Polizei so mithören kann, weißt du? Ehre, Mann. So nicht das so abhören, so, weißt du? Wo ist dann dein Alu-Helm, Mann? Ja, was für Alu-Helm? Achso, ja, den, du ja. Sagst, die Bro, noch nicht einsteigen, Bro. Warte noch ganz kurz, bitte. Ich muss noch Weste drüber ziehen. Okay. So, Broski, ja. So, wenn ich aussteige, dass der so direkt von mir so Schrotflinte ja, in den Fress kriegt, weißt du? So, dass sie schon ahnen. Meine nächste Anhaltung ist Schrotflint. Willst du jetzt nochmal vorbeifahren, Bro? Ja, Bro, willst du nicht nochmal vorbeifahren, Bro? Ja, ich weiß nicht, willst du nochmal dort auf die schießen? Ey, yo, ich hab doch von der Polizei, Bro. Das ist eher, Mann. Ich weiß nicht, ob die uns... Bro, oh, Bro, da ist Polizei, Bro. Oh, Bruder. Bruder. Ey, Bro, wir haben den gerade richtig so voll vor uns, so, weißt du? Entschuldigung, ich flüstern, ich muss flüstern. Bro, der ist direkt vor uns gerade. Glaubst du, er hat geahnt, wo wir sind, so? Nein, aber guck mal, Bruder, die machen jetzt Auge, Bruder, die ganze Zeit. Bro, die machen richtig Auge jetzt, ja. Ich hoffe, der kommt nicht hinten rein, so. Boah, der hat so voll auf mexikanisches Essen angelehnt, nicht gecheckt, dass wir hinten sind, so. Wow. Direkt, Mann, von ihm, Mann. Wohin jetzt, Mann? Ja, Bro, wir können nicht zum Hauptplatz fahren, ist alles voll mit so Pops, so. Ja, scheiße jetzt, Mann. Ja, weiß nicht wohin jetzt so, weil jetzt schwer. Ey, Bro, warte, oh, Bro, Pflanzen so, Pflanzen, Bro. Ah, ja, stimmt. Ey, yo, die sind dann bald fertig. Jetzt fahren wir Pflanzen Umweg. Bro, wir fahren einfach über, Warte, Mann, ich hab Idee, Bruder. Ja, was denn? Ich frag den von vorhin, Bruder, ob uns Maybach gibt, Digga. Oh, das wäre ehrenhaft. Verstehst du, Mann? Das ist doch nicht unser ja. Auto wieder, weißt du? Ja. Wie ehrenwert wäre das? Ey, yo, wir müssen da so abbiegen. Ey, Testo, Mann, ich hab wichtige Frage, Bruder. Wir haben Auto geklaut. Die haben Ausweis, Mann. Die haben uns fast gefickt, Mann. Und die wissen also, welche Autos wir fahren, Mann. Die haben Namen. Dürfen wir ein Auto von dir, Bruder, um undercover zu fahren? Mann. Wir sind safe jetzt. Ja, Mann, die haben uns verfolgt, Mann. Ey, voll korrekt, Mann. Ich schick dir, yo, Mann. Bis gleich. Er bringt uns Auto, Bruder. Geh irgendwo rein, Mann, wo wir kurz chillen, Bruder. Ich schick ihm Standort. Oh ja, okay. Wir fahren so auf Tankstelle, so, weißt du? Er bringt dann Auto. Auf korrekt, Mann. Nur so auf korrekt und Tankstelle fahren wir. Oh, Bro. Blitzer, Bro. Ja, $600 auf Ehre. Einfach verballert, Bro. Langsam.
Ey, Bro, ich höre Sirene. Ja, Mann. Freie vorne hinter Haus, Bruder. Bruder. Fahr, bleib hier, Bruder. Der soll hier hinbringen, Bruder. Ey, yo, das hat der Bro, das vorhin verfolgt hat, oder? Kann sein, Mann. Fahr hier einfach hinter das Haus, Mann. Und dann hol ich den. Der bringt uns hier hin. Ey, yo, ist alles voll mit Corparinos. Kannst du zu dem Silo fahren? No, nicht zu den Drecksilos, Bro. Fahr ich jetzt nicht hin. Soll ich Standort schicken? Ey! Ey, Bro, hinter uns, Bro. Oh. Wir steigen aus. Ah, ne, Bro, die suchen den anderen, Bro. Ha! Scheiße, sind die dumm, Mann. Ey, Bro, ich war gerade dabei, Waffe rauszuziehen, Bro. Bro, ich war gerade so kurz davor, den rein zu schießen, so, weißt du. Ich hab trotzdem das Gefühl, wir sollten ja weg, Bro. Die suchen da was. Irgendwo, bitte. Digga, da fährt Pink, Mann. Bruder, bist du Agera oder Raptor, Mann? Bro, Agera. Auf ganz böse angelehnt. Auf ganz böse, so weißt du. Boah, Alter, Bruder, die waren richtig lost. Aber Bro, der muss schnell machen. Also weißt du, so ein bisschen sputen. Ja, Bruder, wie? Du musst irgendwo ja, stehen hier, bleiben, Bro, Mann. Hier, ich halte hier an, Bro. Ja, willst du hier bleiben, Mann? Fahr doch irgendwo. Ja, Bro, ich bleib jetzt hier. So. Nee, Bro, ich bleib jetzt hier. Bro, ich bleib Bruder, jetzt wieso hier, fährst Bro. Du nicht da unten irgendwo in Gasse, Mann? Nee, kein Bock. Hier Bro. Ist doch komplett, ja. Nee, Bro, schau mal, wir chillen uns hier so gechillt, so auf Ehrenbruder-Basis in Ecken. Bei Pennern, Mann. So ehrenlos Bruder, einfach nicht, in Ecke, dass er Bro. Oben auf Brücke geht, Bruder, wenn ich ihm schicke. Das nee, ich, Bro, er kann. Sagt Unterbrück, so weißt. Wir warten Unterbrück. Bruder, der wird das nicht checken. Der wird hier Bro, wenn er es nicht checkt, dann ruf ihn halt an. Also ich ruf ihn dann sagst du, wir sind Unterbrück. Oder du, wirklich, du bist viel zu stumpf, Mann. Altacho, dieser Stream ist so ein Fiebertraum, aber sowas von. Papa Dorben, Karl-Heinz muss mal wieder da sein. Ja, auf alle Fälle. Twistfox, moin, servus Twistfox. Vielen Dank auch für 2 Euro an Twistfox, vielen Dank. Bruder, wenn die jetzt kommen. Yo, Bro, sind immer in unserer Nähe, so. So auf ganz komisch angelehnt. Ey, yo, hast du schon Kofferraum gespickt? Ich schau mal in den Kofferraum, Bro. Ey, yo, einfach 50.000 Juwelen, Bro. Wir sind dann unten auf dieser Schnellstraße hier. Ich weiß nicht, wie die heißt, Mann. Rum. Alles gut, hier ist überall Polizei, Bruder. Dumm, bum, 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 bum. Korrekt, Mann. Ja, wir sind dann unten einfach. Jo. Der kommt. Wir tauschen dann Autos, Mann. Mach ihm das Auto. Achso, ja. Stell das bisschen so hin. Ich mach ihn auf so. Ich mach ihn auf, ja. Ist offen. Ist offen, Bro. Ist offen. Ja, wenn er gleich kommt, dann wechseln wir, Mann. Ja, Bro. Ist cool, Bro. Ich muss was essen, Broski. Was, Mann? Big Mac reinpfeifen. Geil, stimmt. Ich hab auch Hunger. Ey, yo, was zum Trinken, Bro? Ich hab gar nichts zum Trinken, Bros. Ah, doch, Kaffee. Ey, da ist er! Ey, yo, danke. Easy, nehmt euch den Schlüssel. Falls ihr Probleme habt, hinten im Kofferraum müsst ihr noch einen Reparaturkasten sein. Ehrenwert. Easy. Viel Spaß mit der Hitte, ja? Den Schlüssel nicht. Warte. Ich will ihm sagen, dass das Auto gesucht wird, oder? Bro, ist doch egal, ist nicht unser Problem. Dann würde ich das wissen. Ja, oh, ich hab schon Kratzer drin, Bro. Jetzt hält uns nichts mehr auf, jetzt können wir durchrasen. Mehr wert als unser Leben, Mann.
Was mit unserem Leben, Bro? Ich höre so schlecht, das weil auch so laut. Mehr wert, das ist unser ganzes Ey! Ja, schon wieder Rechnung bezahlen, so überall Blitzer hier. Hörst du mich, Mann? Ich hör dich, Bro. Ich hab gesagt, Auto ist teurer als unser ganzes Land, Mann. Oh ja, das ist so voll so für 50.000 Kilo Kusch, so, Bro. Gut. Er ist sogar fast voll getankt, der Ehrenwerte, so. Ja, er hat getankt, hat er gesagt, Mann, auf korrekt, Mann. Auf ganz korrekter Basis, so. Der Testo, Digga, nicht genau, Mann. Der Testosteron. Ja, Mann. Heißt der Tyron im Nachnamen. Testo, und wie heißt der mit Nachnamen? Jerome? Nee, der heißt Kevin Testo, Mann. Also Kevin, ich dachte, der Vornamen Testo. Nein, nein, sein Nachname Testosteron war doch ein geiler Name, Bro. Oh, du bist ein fettes Auto, Mann. Yo, 300, Bro, ich sehe die Straße nicht mehr, es ist auch so langsam. Sirenen, Mann, was ist ja, das? Ja, Bro, ist alles voll mit Cops. Bro, ich weiß auch nicht, was hier los ist. Es ist über Sirenen die ganze Zeit hier. Ey, das ist eine Verfolgung, Bro. Ah, die Verfolgung. Ey, ich hoffe, der fährt nicht über meinen Hügel, wo so einfach so Pflanzen sind, so, weißt du? Ja, Mann. So auf Kai Pflaume angelehnt, so. Auf Pflaume. So ein bisschen auf. Auf Ehrenpflaume. So ein bisschen auf so Thomas Gottschalk angelehnt, weißt du? Was machen wir jetzt, Bruder? Ja, Bro, zum Pflanzenfarm, Bro. So. Bruder, mit den Pflanzen kannst du nicht mal einen Reifen von dem Auto hier bezahlen, Mann. Ja, Bro, ich will auch kein Auto bezahlen. Ich will einfach so ein bisschen was haben. Pass weißt auf, bitte. Ja, wo denn aufpassen? Was ist denn? Ganz gefährlich hier, Mann. Das ist die Polizei oder was? Bruder. Ja, Bro, ich sehe so nicht. Gefährlich, Mann. Ich war gut nicht gefährlich, Bro. Bro, ich war ganz normal so noch. Na, wieso? Ey, Bro, wir sind da. Ey, wir müssen noch reinfahren, weißt du so? Hier so, wir sind da, Bro. Ey, yo! Wir sind zu Hause! Hast du alles abgeschlossen? Zu Hause. Bro, was ist mit Schlafen? Hast du Schlüssel genommen? Ja, Bro, hab ich genommen, so. Auf entspannter Ehrenbruderbasis. Ah! Soll ich helfen, Mann? Ja, Bro, hilf bei der Ernte, Bro. Aber fass sie bitte so ein bisschen mit so Handschuh an, weißt du? So ein bisschen ja, schön anfassen. Ich fass mir so an. So nicht ekelhaft angreifen, weißt du? Nicht so wie Priester. So auf Priester angelehnt, weißt du? Was? Hä, was, Bro? Du flüsterst, Bro, ich hör dich nicht mehr. Ach so, alles gut. Gut, dass du nicht gehört hast. Ich fass mit Arschhänden an. Nein, nicht unschön anfassen, auf Priester angelehnt. Ach so, mit Scheitel und so. Ja, ja. Ey, Bro, ich hab ne Frage. Was? Willst du meinen Spiegel sehen? Nein. Oh, schade, Bro. Willst du meinen sehen? Ich wollte immer schon den Spiegel von dir sehen, Bro. Matthias, glaub, danke für 1-7. Gibt so einen Spiegel-Event, Mann. Spiegel-Event, okay. Ja, machen wir einen Spiegel-Event. Cosplay und so. Ach so. Geht man als riesengroßer Spiegel wohin, oder? Ja, Mann. Ja, Bro, weißt du, wer der größte Spiegel auf dieser Welt ist? Ja, Mann. Ja, Bro, willst du es wissen? Ja, Mann. Ja, Carla Kolumna, die rasende Reporterin von Benjamin Blümchen. Das ist mit Abstand der größte Spiegel auf dieser Welt. Hat die so einen Spiegel, oder? Ja, Bro, die fährt ja diesen Drecksroller da, weißt du, die rasende Reporterin so, von Carla Kolumna, weißt du, so von Benjamin Blümchen. Carlo Colucci. Ja. Carla kommt mit Holunda. Ey, kann ich mir einen Gramm reinziehen? Ja, Bro, aber den Rest gibst du mir, okay? Ich muss nämlich verwerten, so, ich hab kein Geld mehr so. Ja. Ey, Bro, wo werde ich das... Ah, wo werde ich denn das Zeug eigentlich los? Scheiße, Mann, Bruder. Das ist mir auf die Weste, jetzt habe ich Brand. Ey, Bro, gib mal her, ich will mal probieren, so.
Oder du musst Weste ausziehen, das gibt, macht Löcher in die Weste. Bro, da mach ich lieber nicht. Loch in Weste, nee. Scheiße, Mann. Ich hab Bro, Loch in Weste okay. gekriegt. Nee, das ist nicht mein Problem so. Bist ein bisschen schneller rennen, Broski? Oh, nicht anzünden. Das wär kontraproduktiv. Homie, ich weiß nicht wohin, Mann. Ich bin viel zu down. Ey, yo, der Vorwärtsgang klemmt, Bro. Ey, yo, da war der falsche Gang drin, Bro. Das Auto brennt, Mann. Ey, nee, brennt nichts, Bro. Steig ein, wir sind schon auf dem Weg, Bro. Lass mich Waffe ziehen, Mann. Ey, yo, wollen wir auch eine Waffe ziehen? Ey, ich sehe nichts, Mann. Ich bin viel zu stoned. So für Carlo Kolumna habe ich schon so Waffe gezogen, für die größten Spiegel auf dieser Welt. So rasende Reporterin angelehnt auf einem Spiegel, Bro. Ey. Der Hase, Digga. Der aller echte. Und wo fahr ich denn jetzt hier lang, Bro? Ah, hier, okay. Der echte Hase, Mann. Yo, ziehst yo, du deine ey, Kleidung Bro, wo wär ich das Zeug los? Wie mach ich denn das? Ey, fittest du manchmal auch deine Kleidung an einem Mietwagen, Mann? Nee, Bro. Das tue ich nicht, Bro. Aber so, Gegenfrage so auf russisches Essen angelehnt, wo wär ich mein Zeug los, so? Hallo? Pass auf, Mann, ich seh nichts. Ey, Bro, das Sackgasse, wie komm ich denn wieder zurück, Bro? Ey, ich weiß nicht, wie ich da fahren muss. Fährst du nicht da hoch, Mann? Ja, wo denn? Da du vorne kannst du doch hochfahren, Mann. Ja, wo denn, Bro? Bist du stone hier links, Mann. Langsam, langsam. Der ist so ein Kugel. Hier, Bro, hier vielleicht lang, Broski. Schau mal hier so. Wo geht? Ah, ja. Eben, okay. Siehst du. Hab ich nicht gesehen, Bro. Sorry. I'm sorry, not sorry. Oh mein Gott. Hey, yo. Bei dem alles okay? Bei dem alles fit im Schritt? Er hat auf PewDiePie angelehnt eine Rolle gemacht. Was ist ein PewDiePie? Was für ein Pi, Mann? Ja, was? Bro, ich bin so zu, ich höre nichts. Was redest du, Mann? Ja, Bro, keine Ahnung, von was redest du denn gerade? Das war ein Schlaganfall. Ey, Bro, Justin Bieber war auch 13, wie er angefangen hat, so berühmt zu werden, so, weißt du? Ja. Ja, also voll so der Spiegel eigentlich. Ja, Mann, die vierköpfige Eidechse, Mann, aus Ghana, Mann. Oh, ja. Ey! Bruder, Mann. Bruder, mir Vorfahrt genommen, hast du gesehen? Wir brauchen die noch. Ja, aber fahren wir mal so vorbei, so bei, weißt du schon, bei diesen komischen weißen Autos da, weißt du? Bist du nochmal Stress machen? Ja, aber so ein bisschen so nochmal hinfahren, weißt du? So ein bisschen mal schauen, ein bisschen spicken. Reinschießen. Ja, so ein bisschen reinschiffen. Reinschiffen. Ja. Fahren wir mal vorbei, so auf entspannter Riemen. Langsam. Jetzt ist dunkel, Bruder, ahnt keinen. Yo, da steht bewaffnet hier vorn, Bro. Bewaffnet, Mann. Ey, Bro, soll man den umschießen, Bro? Das ist zu heavy. Wir schon, Mann. Ey, Bro, dann muss ich mich so ein bisschen so, weißt du, so auf mexikanisches Essen angelehnt wohin stellen. Dann mache ich so auf Entfernung, Bruder, du ahnst. Ah, Bruder, pass auf, da steht auch einer. Ja, ich sehe, Bro, ich sehe. Die Ahnung. Sicher einer drin, Bro. Ja, Bro, werden wir gleich rausfinden. Bro, ich glaube, da sitzt keiner drin. Oder er ahnt, Bruder. Bruder, glaubst du, er ahnt? Oder ist hier irgendwo, Bruder, hier ist Leid. Ey, der ist da oben, Bro, der ist da oben, Bro. Bro, der hat sich da oben aufgestellt, Bro, hast du gesehen? Ja eben, ich hab gesagt, Mann, dass... Ey, yo, kann, der hat sich schon mal aufgestellt, gesehen, Bro. Scheiße, die, ey, Bruder, weißt du, was die machen? Auto so, die catchen. Gesehen, Bruder, die catchen, Bro. Ich hab ne Idee. Die ist da was so vollkommen so, weißt du, so auf 90er-Jahre-Basis angelehnt, Bro. Ey, yo, ist der noch frei, Bro? Kann man den haben? Kann man den snacken? Ey, yo, Bruder, snack ich mir den gleich. Der hat freie Sicht. Ja, warte mal, schau so, wenn wir hier so reinfahren, weißt du? Hier so auf Dach stellen, so auf ganz entspannter Ärm, Bruder. Schau mal hier ja, auch, guck, Bro. Digga, die sind hier überall, Bruder, geh weg. Ey, yo, Entschuldigung, Bro.
Bro, wir sind hier überall. Weiß nicht warum, Bro. Die machen so ganz vierteldicht. Ja, so. Oder vier Räder kaputt, die stehen überall, Digga. Yo. So gerade nicht so, dass die so auf Geburtstagsparty vom kleinen Kind so sind, weißt du? Weißt du, was jetzt das Problem ist, Digga? Oh, Bro, ich glaube, der fährt uns daher so. Ich glaube, die haben jetzt auch das Auto, Mann. Wir sind im Arsch. Ja, wegen uns oder was? Nein, aber die wissen, was das Auto ist. Ey, yo, vielleicht ist so eine so alte Oma, weißt du, die so ein bisschen so auf mexikanisches Essen angelehnt Durchfall hat und deshalb so ein bisschen schauen muss, wo sie hin will. So, weißt du, so auf Rückwärtsgang angelehnt. Wo ist denn der Bro gerade hin, so? Ey, yo. Ey, yo, ich habe so das Gefühl, dass auf uns schon angelehnt, weißt du? Hast du schon gesehen, so ein bisschen? Also richtig viele Broskis. Sind richtig viele. Ich weiß nicht, was sollen wir denn jetzt machen? Wir hätten den einen so einpacken können, Mann. Ja, so ist es so, vielleicht so ein bisschen rein sneaken, so ein bisschen, weißt du, so ganz wenig nur. So ein bisschen Baller Baller. Da steht der Bruder und wäscht Hellung. Ja, Bruder, wir schauen mal, ob Rückwärtsgang auf Spanisch angelehnt funktioniert, Bro. Ui, das war etwas too much, Bro. Ich glaube, der ist auf Mexikanisch angelehnt ziemlich blöd, Bro. Scheiße gelaufen, Bruder. Ey, yo, der fette da her, Bro. Der sieht, wer ist, aber war keiner. Wer, Bruder? Yo, ich weiß nicht, der hat umgedreht, so. Auf ganz entspannt angelehnt. Scheiße, mein Bruder, dort ist kalt gemacht. So katastrophal, ey. Das ist so Katastrophe. Ich schau mal hier vorne, so voll Highspeed. Ist das Highspeed? Ja, der ist voll schnell, Mann. Ey, warum ist der so schnell, Mann? Warum ist ein bisschen schneller, Bro? Also so ein Blitzer, Bro. Ein bisschen zu viel zu bezahlen, so weißt du. Jo, wir stehen alle dort, oder wir können nichts machen. Ey, Bro, wenn es mal zurückkommt, dann lass mal durch Gangviertel fahren. Ja, lass durch Gangviertel. Ja. Ich glaube nicht, dass das ist. Selbstmord dort, oder wenn wir. Ja, Bro, wenn wir lustig so, weißt du? Wir können so ein bisschen Pisack mit Auto, weißt du, so angelehnt. Wir sollten aber so Panzerauto und so. Oder, ich. Ja, Bro, wir sollen so Panzerauto holen, so. Weißt du, was ich meine? So Panzerauto. Fahren wir so mit Panzer hier, oder? Wir so mit Panzerauto rein, so auf entspannt. Er ruft mich sicher gleich an und sagt, die haben Kennzeichen gesehen, die denken, er war. Die haben nicht Kennzeichen gesehen, Bro, was sind das denn nicht? Fahr nochmal vorbei, okay? Und wir schauen nochmal rüber, so was los ist, so dies, das. Gang, trotzdem. Ja, okay, Bro. Wir fahren nochmal vorbei hier, so, letzte Mann. Du willst die Nerven, Mann. Yo, was hier los, Bro? Wow. Ey, ist das nicht dein Kollege hier hinten? Guck mal hier. Kennst du den nicht? Mr. Pink Sweater, so. Kennst du den nicht? Nein. Entschuldigung. Guten Abend, wollen Sie bitte einmal weiterfahren? Nein, ich habe eine Frage. Der Herr mit dem pinken Sweater, was hat er gemacht so? Fahren Sie bitte weiter, dies ist eine Einsatzstelle. Das ist die letzte Aufforderung, ansonsten werde ich Sie hier vor Ort festnehmen. Verlassen Sie jetzt die Einsatzstelle. Ey Bro, warum so hektisch, Bro? Wir fahren doch schon. Wir machen Rückwärtsgang. Auf Ehrenbruderbasis angelehnt. Du willst den Knast, oder Mann? Du hast noch Gras dabei, ich wollte es nicht sagen. Ah, shit, Bro, ich hab das vorher vergessen. Ja, Mann. Aber ich hab doch umgedreht, so. BMW, Mann. Ja, aber wo kann ich verkaufen, so? So können wir so fragen, ob es vielleicht so Verkaufssteller ist hier irgendwo. Ja, Bro, vielleicht ist hier irgendwo Verkaufsstellung. Ey, Bro, ich sehe schon so schlecht, ich weiß nicht, Bro. Ich hab so ein bisschen Mikado-Stapelchen gemacht. Bruder. Ey, so, wo ist jetzt hier so zum Fahren, so, wo ist jetzt... Bro, wo ist denn jetzt hier so die... Das Auto war so high. Ich weiß nicht, Bruder, ich hab nie verkauft, Mann. Ey, ich auch nicht, Bro. Mal fragen, so. Ich kann, wen soll ich denn fragen? Also fragen wir so Polizei, so, wo man so Stuff verkaufen kann. Warte, ich kann fragen. Ey, yo, Bro! Ey, nee, der will nichts Gutes, Bro. Wir fahren weg, Bro. Wir fahren weg, wir sind schneller als der, Bro. Bruder, wieso macht der Auge jetzt auf den Bruder?
Ey, yo, warum hat der Unterboden Beleuchtung? Musst du ausmachen, Bro. Der Mann. Der hier. Der hat keine, Mann. Die ist kaputt gegangen, Mann. Wegen dir, Mann. Ey, yo. Ey, yo. Oh, yay. Oh, yay. Ey, Bro, halt dich fest, okay? So, jetzt musst du auf mexikanisches Essen angelehnt leider ein bisschen schauen, aber jetzt mach ich. Oder auf isländischen Eiern, Mann. Digga, plötzlich Regen, Mann, was? Bruder! Oh nein, wir sind im Arsch. Er hat schon gedreht, Mann. Wo fährst du, Mann? Yo, so auf isländischen Eiern halt angelehnt, so fahr ich. Ey, Bro, ich wusste nicht, dass der so gleich so speckmäßig hinterher ist, Broski. Hätte ich das gewusst, hätte ich anders gefahren, Bro. Weißt du, so auf Speck angelehnt. Mutig, ich schwöre, bei jeder Gelegenheit, ich steig aus. Boah, Mutig. Oder doch nicht hier? Doch, Bro, genau hier machen wir. Weil du nicht ahnst, Bro. Weil du nicht ahnst, Bro. Ich bin verrückt. Ich bin verrückt, Junge. Oder du bist. Bro, du musst believen. Oder bin ich Flugzeug, Mann? Sind wir Mallorca oder was? Oder ist hier Ballermann? Wo sind wir hingeflogen? Das ist doch geisteskrank. Okay, krank, Bro, was sagst du jetzt? Was sagst du jetzt, Bro? Ich bin geisteskrank. Dass du krank bist. Ja, Bro, ich bin krank. Ich weiß das. Ich weiß, dass ich komplett durch und durch bin. Ich bin durch und durch krank. Ja, und jetzt, Bruder, wird das Auto auch gesucht, ne? Ist gut, oder, Mann? Ja, Bro, ist gut. Ey, yo, so, so mexikanisches Essen ist angenehm, Bro, wie ich da so am Hauptplatz vorbei bin. Bro, mein Stift hat gedrückt. Ey, yo. Ich hab schon fast meine Oma gesehen, Mann, kurz. Bro, die hat wir sind vom Hauptplatz gewunken, Mann. Bro, wir sind bei Hauptplatz 500. Ich bin noch nie so schnell durch Hauptplatz gefahren, so. Bruder, meine Oma stand da, die hat gewunken, Mann. Ich dachte Himmel kurz. Ich dachte ganz kurz, ich krieg Kurve nicht. Ich da links ausgewichen bin, Bro, aber so voll so hinbekommen. Ey, yo, wie fahren wir jetzt? Wir machen wir so Vorfahren mäßig so. Ja, jetzt musst du mit dem Auto fahren. Ja, Bro, wir müssen tanken so. Wir fahren mal so zur Tankstelle so. Auf Tankstelle, Mann. Ja, Bro, da vorne ist so Sperrgebiet, weißt du, so über Sperre. So, so zu anderer Tankstelle hinten. Drüben doch nicht, Mann. Ja, Bro, dann fahren wir so Tankstelle nach hinten. Ja, eben, 10 Meter Tankstelle. Fahr hinterste Säule, Mann. Ja, Bro, wir werden trotzdem gecatcht, Bro, ich schwöre. Nein, dann sieht keiner. Hier hinten, Mann. Digga, Waller Film heute, ich schwöre. Bro, hier mach Platz, Bro, mach keiner, Platz, Bro. Mann. Bro, das sieht wer, das sieht 100 Pro wer. Ey, yo, was ein Ride. Verschiedene Kosten. Ey, aber wie geil das Noss durchgeschallert hat am Hauptplatz. Wie es durchgezogen ist. Das Noss, ey. Dankeschön an Robert Zapfel, No Farmers of Food, Luca Merz, Tristian, King Louis Black und Justin PCP werden hat mir VIP, glaube ich, verschenkt. Aber ich sehe es leider nicht, wer es war. Vielen Dank. Und nach der Aktion oder ihn verfolgt alles, Bruder. Polizei, Mann, diese Pizzeria. Oh, Bro, so Instant-Nudeln angelehnt, so. Oh, da hinten ist Polizei, hast du gesehen, so? Da war der Wagen, so von vorhin. Was machen wir jetzt, Mann? Ja, Bro, wir fahren so nochmal so Gangvögel, Bro. Ich hab keine blaue mehr, ne? Ja, Bro, ich hab noch eine blaue. Ah, okay, Mann. Würde ich ausgehen. Wie denn das, Mann? Ja, ich hatte doch auch dabei, Bro, eins. Ach so, Mann. Ich dachte, du hast mir eins gemacht, ich zwei, Bro. Verstehst du? Ich hab dir zwei gegeben, Mann, was soll das? Ja, ich hab doch nur einen. Achso, hast du zwei gegeben, Bro, das ja, habe ich. Okay, gibt doch, passt doch, dann haben wir 10, Mann. Ja, Bro, ich hab doch nie gezündet, so, weißt du? Ey, heute das erste Mal gezündet. Ey, schau mal, Bro, da vorne, guck, gezündet. Ey, guck hier vorne, Bro. Da vorne so für Gang Life.
Wer ist das? Schau mal. Ja, Bro, die waren grün so, weißt du? Was grün? Die waren grün, Bro. Nein, und das sind das green. Nicht die, Mann. Die waren rot. Frag mal, wo die nee, rot sind. Nee, die sind so Green City angelehnt. So. Die, die da standen, waren die grün, Mann. Nein, die waren drin gesessen, die waren grün, Bro. Die waren so, so ein bisschen so auf Alien angelehnt. Ey, guck, Bro, wer da ist, Bro. Guck hier. Wo Yo. Ist der, Mann? Im Haus oder was? Was machst du? Ja, Bro, ich will fragen. So, vielleicht hat er gesehen, so, vielleicht hat er geahnt. Ey yo, was geht, Bro? Ja, dein LKW ist hier gehängt, das war ich. Ey yo, so Frage, so, so was macht ihr so in meinem Haus, so? Hey, was macht ihr so, was macht ihr so in meinem Haus, ja, so? Da hat's früher gebrannt, hat's geheißen. So, was so gebrannt, ach so, Bro, ja. Ist unser Haus, so, weißt du? Ich hab eine Frage, habt ihr so Jungs gesehen, die so aussehen, so wie wir, so? Nee, so, so ein bisschen nee, so, gar keine. Gar keine, ach so, shit, Bro. Ey, da hat keinen gesehen, der Hood, die so aussehen wie wir, Bro, so. Alles cool, so. Servus. Ja gut, dann macht wieder schön ja. Und dann kommen wir später schön, wieder schon mal an. Ja. Okay. Entwarnung. Was hat er gedacht, wenn ihm so Stift mit? Stift gedrückt, ja, Mann. Bro, man hat Stift gedrückt, da drin war so maskiert, wie nur so ja. Gefragt, so weißt du, so angelehnt auf Spielzeug, so von. So von Kindern, hat weißt du. Entwarnt, so. Mann. Ja, so fahren, so. Nicht, dass so Polizei kommt und checkt und weißt du. Sind ja, wir fahren noch mal so vorbei bei diesem so Fußballplatz da so. Baseball. Ah, Bro, hier vorne gucke so voll auf Benzin aus. Schau. Yo. Yo. Es geht, Mann. Yo. Ich hab gehört, du vertickst Ecstasy, Bro. Das ist der Sound, der ich bin. Ey yo, Mann, wo bist du? Jo, redest du nicht, Mann? Ey yo, da ist ein Handy draußen, Bro. Und wo bist du, Mann? Bro, pack mal dein Drecks Handy. Lebt ihr direkt, hier Bro. Oder wie? Was? Lebt ihr hier oder was? Mein Freund hier, ja. Ey Bro, ich sehe gerade so, ihr habt Ecstasy auf dem Kennzeichen. Einzig, denn den Block Ecstasy verdickt bin ich, Bro. Wenn ihr das probiert, so ein zweites Geschäft aufzubauen. Das ist schlecht, so, weißt du? Yo. So machst du so Publicity Stunt oder so. Ja. Yeah. Seid ihr eine Gang oder was, Mann? Nix, nein, Mann. Nein, nein. Habt ihr so gesehen, so Jungs und Rot, wir suchen so, so Criminal Leute Rot. Civilist Man oder was? Ja, nee, nix gesehen. Ja, Mann, so auf Prince of Bel-Air angelehnt, Mann. Korrekt. Ja. Ey, yo, es sind unsere Brothers of Mothers, Bro. Oh, boom, scheiße, Bruder. Müssen wir wieder abhauen, Jungs. Ey, yo, Broskis. Ey, yo. Alles cool so, weißt du, mach schon mal die zweite Flasche rein, Bro, für dich. Dann fahren wir nochmal durch den Hauptplatz, oder? Wir können jetzt mal durch den Hauptplatz Bruder, ziehen, Bro. Der hat das gehört, Mann, dass du das auch das, Mann. Der ahnt jetzt schon Bände. Ah, Bro, der ahnt. Seine Mutter ahnt zu Hause, wenn die so ein bisschen so Ahntechnik macht, so, weißt du? Der hat gehört. So Ahnforschung. Weißt du, seine geredet, Bruder, war in unserem mein Bruder, Arsch. Seine Mutter macht Ahnenforschung im Betrieb, Mann, Bro, ey, mach mal Platz, Bro. Bro, seine Mutter betreibt, Ahnenforschung im Institut für Ahnen, Bro. Ey, yo, den hat's eingedrillt, Bro. Ich hab so voll krasse Idee, Broski. Ja, wir drehen nur Joints, Mann. Er dreht Autos, Digga. Beruf, yo, ich war so voll so astreine Sachen zusammen, so weißt du? Ey, ist voll die Steilkurvenwand, Mann. Ey, yo, wo kommt denn der ganze Verkehr so her, so Mittagszeit? Fahr wieder so. Dahin ins Ghetto, Mann. Ey, yo, wir sind weg, Bro, wir sind weg! Ey, yo, hast du gesehen, wie schnell weg so sind? Ja, hast du gesehen so? So brauch nicht mal so Flasche, Autos weißt vom du? Beruf, Mann. Ich bin vom Beruf so. So Bettverleger, so. Autodreher, Mann. Ich verdrehe Hände, so. Handumdreher. Weil das mache ich im Handumdrehen, verstehst du? Ja, Mann. Ja, Mann. Auf Moneyboy angelehnt. Nee, so ein bisschen auf Turn-Up angelehnt. Ey, schau, Bruno, der macht hier gerade so seinen Test. Oh, Entschuldigung, ey, Bro! Ey, es ist... Ey, die Straßen sind glitschig. Muss ein bisschen aufpassen, mich rückwärtsgang fahren, Bro. Ja, Bruder, wer war Fahrer vielleicht? Bist du nicht ja, von Bro. Uns, Mann? Ey, yo, das sieht aus wie ein Bruder, Mann. Ey, yo, das ist von uns, ey. Wie yo. Heißt du, Mann?
Mein Bruder. Ey, Bro, ich sehe gleich aus wie du. Guck mal, ich habe sogar selbe Sachen an. So, guck mal. So auf Easy Chat angelehnt. Yo, Bro, guck mal. Digga, wie heißt du, Homie, man? Und John, Brudi. Du? Wie? In Chorno. Und John. In John. John. Ey, in John, Bro. Ey. Ey, der sieht so voll aus, so wie wir. So. Ey, Bruder, Sitz hat auch ach, so gleicher Belag wie ich. Wie heißt du, Mann? Was, Bruder? Wie? Amila mit Nachname. Ich verstehe kein Wort, Bro. Mila. Mila, ja. Was? Mila, wie Milhouse oder was? Das Ende, ja. Also Mila, ja gut, dann eine Mila. Ja, ja. Gehörst also so clownische Style, so weißt du, schau dir so schwarze. Für was steht schwarze alleine, Tuch? Bruder. Ich schau mir das schwarze Tuch, so schau. Auf Kellner angelehnt. So Kellner. Ja, genau, so. Kellner. Ja. Geld. Achso. Wo arbeitest man könnte, du? Man könnte sagen, ich bin Banker, so wie ich in Bank reingehe. Na so, ja. Bro, lass Bank machen, komm. Ey, yo, ich kann, weißt du, wo ich eigentlich, wo ich grünes Zeug verticken kann, Bro? Na, grünes Zeug. Ja, kannst du mir so zeigen, wo man so macht, so, wenn du so kriminell bist. Und willst du Verkaufsstelle haben, oder was? Ja, wir verkaufen, ja. Wir verkaufen, weißt du, wo Ölfelder sind? Nee, Bro. Weil was komm mit, ich zeig dir. Naja, zeig mal, Bro, wenn man dort hin. Mit Fahrschulauto, Mann. Bro, wer ist ja Ehren, welcher Bitch, irgendwer gib mit Fahrschule. So. Ja, hoffentlich macht er so nicht auf Polizei, so, weißt du, so auf illegal, so scheißegal, so, weißt du, so Zivilpolizist einfach dann. Oder was denkt er sich, Bruder, wir fahren Auto 10 Millionen oder so, Mann. Ja, so also voll nicht unser Auto, so, weißt du. Ja, die denken so, wir sind so voll die Krassen, so einfach. Wobei sind wir voll nicht die Krassen, so, so einfach nur Auto, ja, ausgeborgt, so, weißt du, so Autovermietung für einen Tag, so. Also ein Schmarrn, so, weißt du, ganz komisch. Bruder, wohin fährt er uns? Der Bro, der fährt, hat doch gesagt, der fährt zu Ölfelder. Bro, das sind Ölfelder, hat er doch gesagt, Bro. Hat er das ernst, Mann? Ja, hier ist so das Öl. Verarscht, Mann. So Ölverkäufer. Vielleicht nimmt der Ölverkäufer auch so, weißt du, so schon anderes Zeug, sowas. Weißt du ja nicht, haben ja alle Geld. So. Ah, hier dann so. Wo war ich das, Bruder? Gibt's so spezielle Knopfzeichen. Achso, hier, so man muss nur aufpassen, den Cops sich sehen, die suchen dich und sowas. Achso, und ich gleich Cops nehmen. Ja, Bro. Ey, yo, das ist rot hier, so Preise schlecht anscheinend. Was ist so best... Ey, Bro, was ist so beste Preis für die Scheiße, so? Was hast du denn für... Dieser $448, Bro. Und was willst du denn verticken? Ja, ich weiß nicht, ist das so, zeigt so rot an, so, weil du sagst, ist so schlechte Preis anscheinend. Der wird wahrscheinlich nicht gut kaufen können, wahrscheinlich. Oder verkauft das Zeug schlecht. Ja, Bro, warum so schlecht, Bro? Ich muss aber loswerden. Ja, Bro, ich verkauf's uns ja einfach so 100. So, hab ich so ein bisschen so für mich. So, was soll ich, ja. Gib ihm noch einen Joint, Mann. Auf korrekt, Mann. Ach so, auf korrekt, so. Das geb ich dir so einen Bruder. Ja. Oh, Bruder, geil. Und ein bisschen so Eigenbedarf behalten, so weißt du. Ja, klar. Oh, ist ja nicht mein Auto, sorry, Bro. War alles gut. Jetzt hab ich Schwarzgeld. Bruder, wo wäre Schwarzgeld los? Ey, Bro, willst du mit mir Schwarzgeld tauschen vielleicht? Wie viel hast denn? Ja, 44.800. Boah, Bruder, so viel Geld habe ich leider nicht. Ja, Bro, wo bei Hafen unten? Ja, bei Hafen unten, nee. Ja, wo genau, Bro, wo genau? Ja, Bruder, komm mit, fahr mir nach. Like. Ja, okay, ich fahr nach. Ich hoffe, der Zug keine Fehlerpunkte wegen mir jetzt. Bro, der hat einfach so, weißt du, so Driving School Out und fährt damit einfach so auf lässig so illegale Spots an. Ey, Mann, das wäre voll die Idee für uns, Mann, wenn wir kein Auto haben, oder wir nehmen Fahrschulauto. Jo, so weiß, Tagesvermietung, Mann. So. Da können wir Pizza Stress machen, Bruder. Jo, die raffen das, aber sobald ich ja wieder mit Auto oder so in Pizzeria fahre, so. Schlau, Mann. Und stehe so mit Auto so halb in Pizzeria drin, weißt du?
bin ich mit dem Auto so halb im Pizzaofen. Du Arsch, Bruder. Böse. Bro, ich habe mir letzte Woche so voll Finger verbrannt von Fertigpizza im Ofen, so weißt du. Also seitdem mal wie so Salami aus den Fingern, da sieht so aus wie so Salami-Stangen. Hast du Wurstfinger oder was? Nein, Bro, ich habe so Salami-Stangen. Salami-Stangen? Ja, wie Salim. Habe ich gestern gegessen. Ja. Okay. XXL Salami-Stangen. Boah, boah, geil. Die waren Aktionen. Ja. Also so ein Aktionspreis, oh ja. Ja, ja. Das ist cool, so. Das ist schon cool, so. Das ist schon Huani. Aha. Hey, Brutti, siehst du wohl aus da vorne, Rote? Rotes Haus, ja. Ja, und da musst du rein, da gibt's so Waschmaschine. Haust einfach rein, das geht. Korrekt, Mann. Ja, auf korrekt, pass auf, Bruder, da kriegst du Strafe rein. Nein, nein, Bro, alles gut, danke schön, Bro. Was hat er gesagt? Irgendwas mit so Taschengeld, Bro, keine Ahnung. So irgendwas auf Taschengeld angelehnt, so keine Ahnung. So. Was du... Mach kein Auge, Mann. Also, hallo? Bro, die ziehen 20%. Ey, yo, das ist ein bisschen viel, du. Wir müssen auch verdienen, Mann, Homie. Ey, und Scheiß musst du ja verdienen hier an dem Ding. Hast du reingesteckt, Mann? Ja, hab ich reingesteckt. Ey, bin ich bald wieder reich. Ey, yo, hab ich wieder genug Geld. Hast du einen Spiegel getan, Mann? Ja, hab ich einen Spiegel getan, ja. Jo, Mann. Mal bei Tabletten nehmen, Bro. Ey. Du bist so fertig, Bro. Mach mal schneller hier jetzt. Meine. Ey, ist fertig. Ja, korrekt. Ey, mega, Bro. Geil. Was guckst du so blöd? Ey, Bro, du hast gesehen, was wir machen, Bro. Ey, yo! Ey, yo, der hat mich fast weggeboxt, Bro. Ui. Alles was gut, ist mit ihm, Mann? Alles ich gut, ey. Schießen, ist, Mann, nur geguckt, der ist so auf. Bro, das ist so Aufpasser, weißt du? Du bist nur Froze Beef angelehnt. Nicht, Bro, ich hab vor 50.000 wieder, yeah, ich hab schon Auto gekauft, weißt du so. Geil, Mann. Ist gut, Mann. Kannst du Bank einzahlen, Mann. Weiß aber so ein bisschen Mann, schneller was fahren. Machst du? Ein bisschen so anschieben, weil so. Bro, der ist zu langsam, Bro. Ein bisschen schneller, Bro. Oh, ey, yo, was will der denn, Bro? Ich hab das Gefühl, der will mehr streiten, Bro. Ja, also ein bisschen Problem, ja, weißt du. Ey, Mann, ich hab ihn voll abgefallen, Mann, den Rücken, Mann. Ey, yo, das Boot hinten, ey, yo, guck mal, ey. Wir müssen nicht wegfahren. Ey, yo, guck, Bro, guck, das Boot auf Auto. Und schon geil. Boot ist auf Auto. Dann sind wir gefahren einmal, Mann. Ey, yo, warte, wenn ich da so drauf gehe. Ey, Bro, ich da so auf ganz... Scheiße, Mann. Bro, ich da so auf entspannen, Bro, will mal kurz gucken, so. Was willst du? Ja, du musst hinten draufsteigen, so. Ey, yo, ich bin einfach auf Boot, Bro. Ich bin einfach auf hey, Boot, Bro. Boot, yeah! Yo! Das sieht nicht gesund aus. Yo, ich bin auf einem Boot, Bro. Komm da runter, Mann. Ja, Bro, ich hab's geschafft jetzt. Sieht aber nicht gut aus, Mann. Ja, Bro, warum sieht nicht gesund aus? Schau, ich mach so ein bisschen Schießübung, dann macht er schneller, Bro. Guck. Macht der Sieger schneller, der schreckt sich jetzt gleich. Am Boden, Mann. Schneller, Bro, schneller! Schneller, Bro! Schneller, schneller! Ey, warte, Bro, nicht schrammen, Bro, wir brauchen ein Auto noch. Ich hab bessere Idee, warte, ich hab bessere Idee, Bro. Ich hab bessere Idee. Wir machen so Platten vorne rein, so. Ah, jetzt macht der! High Speed! Yo! High Speed! Oh nein, Bro! Ey! Hey! Nein!
Ich bin Bro, ich bin abgesprungen. Was machst du machen, Bro, ich wollte ein bisschen Spaß haben so. Der wartet sicher hier nach hinten, Bro. Wir müssen beide drauf, wir machen voll Spaß. Nein, Bro. Bro, wir müssen beide drauf. Bro, wir fahren auf. Nee, Bro, glaub mir, wir fahren also auf Reise, so Himalaya-Salz-mäßig. Ja, also dann nimm Schlüssel, Bruder, stell dahinter Haus, Digga, oder so ab. Ja, Bro, warte, der schiebt an, der schiebt. Ja, Bruder, wenn wir jetzt drauf. Ja, Bro, fahr weiter. Ich dachte, du willst mich mitnehmen. Ja, will ich doch, Bro, aber fahr mal weiter, sonst steigen die gleich aus. So. Wir fahren um die Ecke. Ja, jetzt fährt er weiter, Bro, und dann steig auf. Bro, wenn du um Ecke bist, steig auf, Bro. Wir fahren zusammen. Ich hab keinen Schlüssel, Bruder, du musst abschließen. Ja, Bro, steh schon ab. Ey, yo, ey! Ey, yo, ey! Hey. Hey, Bro, wir müssen drauf. Bro, wir müssen drauf. Hast du abgeschlossen? Ja, hab ich, Bro. Es ist fett weg, Bro. Scheiße, Mann. Nein. Das heißt, ein Lambo, der gehört nicht zu uns, Digga. Ich merk schon, Bro. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Ich hab keinen Schlüssel, ich krieg aus und. Hey, Bro, du bist so lost. Jetzt ist unser Boot sicher weg. Ich wollte damit auf Himalaya fahren. Bruder. Ja, Bro, du hast gesagt. Der Typ im Lambo, Mann, was macht der? Ja, geil, da so irgendwie so random, weißt du, so. Der dachte sich so, er macht hier so Arbeit, so. Was ist das? Boah, ich hab noch nie so Spaß gehabt auf dem Boot, so, weißt du. Ey, komm, ich steig ein. Ich kann nicht mal einsteigen, Bruder, bei dem, Mann. Ich bin runtergefallen, direkt. Es ist Türe kaputt. Ey, Bro, der hat dich doch angefahren, oder? Hast du dich verletzt? Ein bisschen Weste. Aber die Weste. Denn jetzt, Mann? Ich bin nur runtergeflogen wie du, Mann. So. Ja, es ist das Boot leider weg, so. Ich wollte so gerne rauffahren. So. Ich hätte so gern so eine Weltreise gemacht, weißt du? Ja, Mann. Ja, so Weltreise mit Boot. Yo, wir müssen tanken, so Tank halb leer. So. Ja, und Türe, Bruder, auch leer, Mann. Ja, Türe ist doch egal, so. Ist ja okay. Ich sage, Türe angelehnt, das ist alles okay, so relativ okay und cool, so. Weißt du? So, wir sind da, machen wir hier voll. Das sind unsere Gangbrüder, Mann. Ja. Wir tun dir nichts, chill. Ob wir tun dem was oder so? Achso. Hat der so Angst, so ein bisschen Muffen sausen, so auf. Was? Jason Miller. Geistkrank. Mega geil. Dankeschön. Dankeschön an Jenny Penny in Elfis 46. Mühsam. Papa Norman hat nochmal 42 raus, um ohne was dazu zu schreiben. Das freut mich sehr. Jo, kannst du viel besser aus- und einsteigen, Bro. Ja, Mann. Ja, komm, machen wir die andere Tür auch noch ab, oder? Nein, Mann. Lass die. Nee, Bro. Nein, Bruder. Ich will kein Ziel sein, Bruder. Bro, wir sind kein Ziel, Bro. Nein, hör auf. Okay, Bro. Wir müssen uns nicht sterben. Bro, wir sterben doch nicht, Bro. Dann mach halt auf, komm, dann mach kaputt. Nein, wir machen zu, Bro, alles okay. Nein, dann mach kaputt. Nein, Bro, jetzt will ich nicht mehr, jetzt will ich mich scheiße, so, weißt du, will ich ein bisschen unterstützen, so, weißt du. Wir fahren mal vorbei bei, du weißt schon, Bro. Oder die auf Dach, Ziegeldecker, der dicke Dachdecker deckt das Ziegeldach, Mann. Wir sind bei Ziegel vorbei, fahren so oft ziegelig angelehnt, so, ey, Bro. Guck mal Auto an, Mann. Bro, warum ist ein Auto hinter uns, ey, so auf Ziegel angelehnt, so. Das ist, der steht halt immer noch quer, Bro, dem ist das einfach egal, Bro. Hast gesehen, so. Ey, yo! Du musst das Auto auch handeln, weißt du? Was ist das denn für Panzer, Mann? Ey, yo! Ey, aber es sind keine von denen, Bro. Wir suchen die ganze Zeit hier diese komischen Roten da. Das ist das Auto, Bruder. Nee, Bro, das ist nicht das Auto. Wo ist das Auto? Ist nee, Bro. Nee, ist es nicht, Bro. Oh, sorry. Yo, mach mal Platz, ihr Jungs, ja.
Frage. Was, Bruder? Was ist los, Bro? Ja, was, Mann? Der Lack sieht gut aus, ja. Sieht cool aus, Mann. Ja. Bro, sieht so aus, als hätte ich mir den durch den Schlipp durchgezogen. Was? Jo, Bro, das ist wieder der Typ mit diesen roten Haaren. Das ist geil, Mann. Erinnert mich an Peter Fox, Mann. Alles geil. Oh, oh, also, wie so ein bisschen so ein Butterfly-Effekt, so ein bisschen. So. Ich muss es mal am Hauptplatz ein Barzen. Bruder. Ja, Bro. Ey, da vorne ist Polizei, oder? Das ist Polizei, nicht Polizei. Neu gekauft, weißt du? Was? Weiß. Was ich, Bruder, hinter uns weiß. Bruder, hinter uns weiß. Ey, yo, ich hab keinen Schlüssel, so, weißt du? Da weiß. Lauf entspannter Liga, hey. Bro, ich muss los, tut mir leid. Oh, meine Rippen, Bro, meine Rippen. Ey, yo, sind das unsere Freunde oder ist das, Bro? Ja. Ey, yo, ich glaube, das ist ein Hindernisher, Bro. Oh, ey, ey. Ey, sollen wir, so, sollen wir uns so ergeben, so, oder einfach so, weiß nicht. Weiß auch. Sollen wir so drauf schießen, so auf mexikanisches Essen angelehnt. Frage ist, Mann, da hinten dran macht mir mehr Sorgen. Ja, Bro, ich mach mir keine Sorgen, so, also guter Fahrer, weißt du. Da passiert nichts. Meinst du, wird nichts zu viel, aber weiß halt nee, nicht. Nee, Bro, ich mach dem so Platten in Shisha-Bar, weißt du? Auf mexikanische so. Shisha-Bar angelehnt. Mexikanische Shisha-Bar. Ja, Bro, das ist ein bisschen so fett, Bro. Ui, Bro, Bro! Yeah. Der zweite der League, Bro, hast du gerade gesehen? Ey, Bro, was ist da denn passiert? Auto müde, Auto schlafen. Was passiert ist. Ey, Bro, du ahnst einfach der zweite heute schon auf Dach. Bro, so richtiger Elefant einfach am Schlafen. Bruder, du hast ihm einfach Fuß gestellt. Bro, ich hab ihm gerade seine Ehre genommen. Einfach Gehfehler gegeben, Bruder. Bro, Elefant einfach geschlafen gelegt, weißt du? Einfach so ein bisschen. Bro, ich hab eine gute Nachtgeschichte angemacht. Ey, yo, ich hab so das Gefühl, so von den Weißen, so diese G-Klassen, ganz gefährlich. So, die möchten mal schlafen. Ganz gefährlich. G-Fehler gegeben. Ey, Bro, ich muss jetzt Waffe raus, wenn die uns verfolgen, weißt du? So. Miesen Gegner gegeben. Bro. Ey, Bro, wie man das schaffen kann. Ich kann durchfahren, Bruder, und draufschießen. Wie kann man das schaffen, ey? Wir hätten aussteigen sollen und schießen noch, Bro. Ey, Bro, hättest du das Recht, hätten wir. Ja, Mann. Wir hätten die, Bro, wir hätten die richtig kalt machen sollen. Ey, sonst, Bro, lass uns mal runterfahren. Vielleicht liegen die ja noch, Bro. Ja, Mann. Aber nicht, dass wir so nächste Ziel sind, weißt du so. Nicht, dass so ein Christi Himmelfahrt bei uns so passiert. Du hast den Gehfehler. Ich hab einfach Elefant schlafen gelegt. Oh, Bro, zweimal bezahlt hier. Nein. $800 bezahlt. Da ist schon jemand, die anderen jetzt und helfen. Ja, glaubst du, Bro? Weil wir könnten uns anpilschen, weißt du so. Ey, Bro, ich hab die Idee des Lebens. So wie wir stellen Auto so ganz auf mexikanisch ab und gehen damit zu Fuß hin, weißt du? Bruder, wenn die anderen da sind, Bruder, dann doch besser. Komm. Oh, da ist schon was. Bruder, komm, wir machen. Komm. Auto steht schon auffällig. Bro, ist doch egal. Weißt du noch, wo wir den Hops genommen haben? Nein, Mann. Ja, aber weiter. Ey, Bro, das war 5 Straßen weiter. Ich bin so zu, dass ich mal weiß, wo wir sind, Bro. Das ist einfach 5. Bro, ist einfach 5 Straßen weiter so. Guck, ob Gehfehler noch da liegt. Ja, nicht, dass der so auf mexikanisch rausschießt. Das war so nice, ja. Die dürfen doch nicht, Mann. Die Bro, keine fest, Ahnung. Fest in Auto, Mann. Bro, ich weiß nicht mehr, wo der umgekippt ist. Ich weiß auch nicht mehr, Mann. Yo, wo war denn das? Yo, das war doch so weit. War das hier?
Ey, yo, das war doch, ich weiß wo das war. Das war hier oben, aber war so, so bei Juwelier, so links, so ja, irgendwo. Kann sein, Mann. Ja, hier war das. Hier links, links. Hier links, ja, ja. Nur eine links rein, Digga. Hier war das. Auf nächste rein. Ja, ja, wir fahren von hier Pirschen, weißt du so? Ein bisschen Pirschen betreiben. Der ist nicht mehr da. Gut, und wieso ist der nicht mehr da, Mann? Yo, der wurde abgeholt, Bro. Scheiß, Mann, wir hatten. Ey, oh, das, ey, Bro, das Auto abballern so ein bisschen so. Jetzt, Bruder. Ey, ich glaube, das ist der, oder? Ey, yo, wo kommen die Cops gerade? Ich höre die ganze Zeit zur Polizei, so, weißt du? Da oben ist Heli, Mann, krass. Ey, sollen wir mal fragen, ob wir ausbauen dürfen? Ja, gibt, glaube ich, nicht mehr. Yo, Frage. Der Helikopter, der goldene, kann man den sich ausborgen? Nee, 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 leider nicht. Ja, Bro, wie viel so? So ein Rundflug so durchs Innen. Ich verstehe euch leider gerade sehr schlecht. Bro, au. Jetzt. Run an den Helikopter. Stop. Bro. Also, Bro, was? Hallo, Bro? Ja. Also, verstanden so? Komm, Mann. Nee, yo, Bro, ich glaube, der macht so Wäsche hier, so Autowäsche. Tja, machen die leider immer. Ja, kann man jetzt so mieten, so. Kann man so Helikopter hier mieten, oder für was ist das hier, das alles so? Das hier, das sind die Immobilienmakler. Ach so, weil so großes L ist, ich dachte, du so für Loser oder so. L steht für Immobilien, Mann. Ja, natürlich, Bro, ja. Natürlich. Natürlich. L wie Immobilien, Bro. Ja, Mann. L, Immobilien, so, weißt du, so, die verkaufen ja. Immobilien mit L. Ja. So lange Immobilien sind das so Immobilien, so wie Limousinen, weil lang so, weißt du. Oh, Bro, ich glaube, sie braucht man eine neue Tür, das sieht nicht mehr gesund aus. Habt ihr auch so Stretch-Limobilien, ja, so ganz lang? Nee, Bro, haben wir nicht. So, leider. Bro, ich hab mir so ein ganz. Bro, ich muss dir das schenken. Ich hab da so einen ganz langen Cholli gedreht, Bro. Schenke ich dir aber. Das nimmst du mal mit hier, so. Dankeschön. Das ist die beste Ware, Bro. Wenn du was brauchst, ruf mich an. Du weißt Bescheid, so, okay? Gefährt, ja. Du fragst so. Ja, Bro, guten Tag, so. Der war ganz lieb, so habe ich was geschenkt. Ja, voll korrekt. Ich habe den so voll gern, weil er so einen süßen Hut auf hat. Also voll so Mr. Green, weißt du? Weißt du, er war zwar rot angezogen, aber so Mr. Green-Style, so von einem Online-Casino. Oder die haben heute Autos bei Werkstatt sich. Ey, yo, da vorne, guck doch mal hier. Ja. Euer Bro, mach mal wieder ein bisschen Platz hier, Bro. Also müssen wir mal platt. Ey, Bro, der steigt aus, Mann! Bro, wie kann man so blöd sein, Bro? Hast du gesehen, was er gemacht hat? Bro ist ausgestiegen, hat seinen eigenen Mate umgefahren, Bro. Ey, yo! Die sind ja mal richtig lost, Bro. Wie kann man so lost sein, ey? Ich kann nicht mehr, du. War so salzig, Bro. Du bist ey, Bro, da musst du eigentlich so Kirmesmusik anmachen, weißt du, sowas? So diese hier, oder? Die hier. So Musik, so hinfallen, Auto überschlagen, alles dabei heute. So meine Broski, so das ist ein Kennzeichen, so. Oh Bruder. Bruder, was ist denn passiert? Ja, Bro, ich muss mal langsam wieder tanken fahren, Bro. So die nächste Tankstelle, ich sehe nicht, wo die Tankstelle ist. Bro, guck mal, hier nochmal ein Auto, ein bisschen schlafen. Ja. Ja, Bro, ich weiß, wo wir tanken können. Da kann ich die beste Tankstelle, Bro. Ist nämlich ein bisschen günstiger so als die so normale da Tankstelle. Das ist direkt G-Klasse. Der hat Auge gemacht. Bro, der hat kein Auge gemacht. Wir fahren nur hier nur tanken, Bro. Richtige Polizisten, oder? Wo du bist. Hör, was ist denn los, Bro? Der soll kein Auge machen. So alles cool, so. Da kommt der 3-0-Trailer, wenn der GTA-6-Trailer da ist. Mann. Elli Delphi, ich finde dich mega toll, mach weiter so, dankeschön. Ey, ich hab Gefühl, so Autos über uns, Bro, steig mal ein. Okay, ich hab sowas.
Bro, ich hab grad was knurren gehört da oben, aber war so kein Auto, weißt du? Ey, so ist jetzt mal so voll auf mexikanisch angelehnt. Ich glaube, wir müssen so Tür, so Werkzeugkasten, weißt du, so Tür mal machen. Dann musst du zu Dings fahren. Nee, Bro, der hat doch einen Werkzeugkasten hinten reingelegt, so. Ach so, ja, dann musst du. So auf mexikanische Mutter angelehnt. Dann musst du einen Gas machen. Ja, wir brauchen so einen Gas oder so einfach. Ganz entspannt, so. Du eh angeschnallt? Ja, Mann. Eher so beste Gast, so die es wo gibt. So, ist okay hier, oder? Bro, ist ganz so okay, so wie ist. Ja, Mann. Ist gut, oder schlechte Gast, okay, gut, dann mach mal hier. So, ich mach mal Tür schön. Ich hab immer noch im Kopf, wie er Gehfehler gekriegt hat, Mann. Ach so, ja. Türe, Bruder. Hier oben. Papa. Was für Konfitüre, Bruder, wir haben. Bruder, da oben habe ich Auto gehört, Digga. Ja, ist halt so. Scheiß drauf. Ich hab, glaub ich, gebremst, Mann. Ich seh ihn nicht. Bro, wenn der hier runterschießt, bist du hier weg. Ey, yo, Türen wieder auf mexikanisch angeklebt, Bro. Ja, Mann. Mit einfach Paterfix, Digga. Eisleim, Mann. Also, letztens mal so ein bisschen so auf entspannte Rien ins Casino gehen, so mal. Die 47.000 verdoppeln so. Dann stell Auto aber hinten ab. Oder? Nein, Bro, wir stellen Auto direkt vorne, aber lustig und so. Oh, Bro, sind das Polizisten und so? Geht, Mann. Seid ihr Polizisten? Ey, yo, ihr seid doch keine Cops, oder? Also, glaube ich, Cops oder so. Warte, ich muss ja so, hinten hinstellen, sagst du so, gell? So, hier. Keine Sieb. Hier so weiter hinten noch ein bisschen, ne? Hier nur so weiter hinten hinstellen. Ey, Bro, ja, das. Mann. Bro, genau, das ist einfach da. Wand. So okay, Bro? So okay? So hinstellen, Bro? Ey, Bro, ich hab bessere Idee, Bro. Wir stehen einfach hier so hinten. Ahnt so. Keiner. Hier, weißt du, so ahnt keiner, Bro. So, langsam mal pinkeln. Aus, Bruder, und ja, Bro, ich muss langsam mal pinkeln, Bro. Yo. Wo denkst du, so fallen wir auf, Mann? Ey, Bro, einfach Hose anziehen, fallen wir überhaupt nicht auf. Yo, 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 Yogo, das müsst ihr entdecken. Paulas Yoga mit Früchteflecken. Und wie hat Paula das gemacht? Sie hat uns Scheiße in Joghurt gemacht. Ich hab kein Geld, Mann. Ja, Bro, ich hab. Ich würde, Bro, ich weiß also, nicht, ob ich. Ich weiß Bro, nicht, ob ich das Geld ausgeben soll. Bro, soll ich 5000 Chips investieren in so Drahtdrehen oder ist das so ein bisschen kacke so? Das ist viel, Mann. Ich investiere. Ja, so. Wie teuer ist Draht, Bruder? $5000, Bro. 5000. Nein, einmal oder wie ist 5000? Ja, 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 warte, mal ich gucken. Ich einmal. Ich ey, yo, $5000, Bro. Einmal drehen, ja. Einmal hin, alles drin, alle egal. Ey, seid ihr Cops so? Ich weiß nicht, ich ahne das so ein bisschen. Nee. Was seid ihr denn so? Seid ihr so mächtiger Polizei so? Nee, ich bin Arbeitsloser. Ach so, als Vierempfänger. So sind Arbeitslose heutzutage. Was Waffe, Mann? So Taser, so, weil er cool aussieht, so. Ja. Ey, Bro, ich dreh jetzt auch mal, okay? Ich dreh einmal, aufpassen, so. Bitte zurücktreten, wir so viel Glück und so. Ihr müsst so ein bisschen so, funktionieren. Ihr müsst so ein bisschen believen in Glück, so, weißt du? Ja. Ich will mein Bett, ja. Die Laken. Ey, Bro, ja, bei mir stoppt der nicht, Bro. Lass mal Laken waschen. Ey, 200 Chips, Bro, so voll die Abzocke. Ey, yo, ich geh, ey, wir gehen jetzt, ey, weißt du was, wir gehen jetzt alle Blackjack spielen. Wenn wir alle Blackjack spielen, ist so Wahrscheinlichkeit höher, dass der verliert so vorne. Ja. Lief mir. Ey, Bro, wir gehen Blackjack spielen. Komm, ich ihr spielt mit. Ich hab kein Geld, Mann. Bro, ich geb dir Geld. So, hier, warte. Also, ich will nicht ausgeben für Casino, weißt du. Ja, so. Bro. Ja, ein Chip, Bruder, danke. Ja, Bro, das ist, setz dich da so an Automaten, so, weißt du. So ein Chip-Automaten. Ey, Bro, komm, wir gehen Chip. Ich dachte, du wolltest Wäsche da, Bettlaken, Mann. Ja, so Bettlaken, will ich mir mal anschauen, wie so Bettlaken ausschaut. So. Oh nee, Bro, ich kann ja gar nicht spielen, weil diese so Tische wieder besetzt sind.
Bro, nee, vergiss es. Also, ja. Geh ich ans Rad. Bro, ich geh einfach ans Rad und zieh nochmal durch hier. Vielleicht krieg ich dann nochmal was zurück. Ja, Bro, hast du dich mal wieder versaut beim Naschen? Komm zu uns, wir waschen. Mit Kernseife, Bro. Dann lass mal fragen. Ja, lass mal nach der Kernseife fragen, Bro. Sollen wir nochmal drehen, ja. Ey! Ey, Bro, wenn ich jetzt was Cooles krieg, Bro, ich schwöre, ich bezahle dir den Urlaub für eine Woche, so. Wow, Mann. Voll stark. Hab dir schon was gewonnen, Mann. Ey, Bro, so abzocke. Yo, habt ihr schon was gewonnen? Mann. Ey, yo, ich steck jetzt nochmal 5000 rein, dann war's das, Bro. Das sind mal 5000, ah. So Chip stecken. Ey, yo, ich wollte gerade auch drehen, Bro. Ich wollte doch gerade auch drehen. Du kannst doch nicht warten. Warum kannst du nicht warten, Bro? Ich wollte gerade drehen. Ich hab nicht gedreht. Ach, hast du nur 200 gedreht? Bro. 700. Ja, 700. So, ich, Bro, ich dreh jetzt, Bro. Ich hol mir jetzt so den Hauptgewinn, so. Ich hol mir jetzt den Kinderbox, so. Weißt du, so Kinderbox? Kennst du Kinderbox? Mit Smarties? Ja, ja. Oh, so, Wundertüte. Bro, bitte gib mir jetzt mal was Gutes, Bro, bitte. Ey, yo, wieder 200. Mann, ich kotze gleich im Strahl. Ich geh das jetzt hier verzocken an dem scheiß Automaten, Bro. Was machst du, Mann? Ja, verzocken, Bro. Das ist süchtig, Mann. Ich hab noch 200 Chips, weißt du. Ey, yo, gewonnen! Ey, yo, nochmal gewonnen, Bro. Yeah. Auf zu spielen. Ey! Ey, Bro, ich hab grad, Bro, ich hab grad so viel Chips. Bro, ich kann jetzt nochmal drehen, Bro. Ich hab nochmal 1000 Chips bekommen. Ey, yo, das hat sich rentiert. Ey, hör auf zu drehen, Bruder. Ich dreh da jetzt. So ein bisschen Platz machen. So, so wenn ihr so auf Podest steht, sind wir so ganz aggressiv, so, weißt du. Mit zwei Arbeitslosen, so, sollte man so eine Arbeit suchen, vielleicht mal, ne? Ey, Bro, hast du so ein. Was hast du denn bekommen, so als Geschenk? Was kriegt man da so? Was hast du geschenkt bekommen? Vodka. Ah, Vodka. Das ist ja voll blöd, Bro. Voll blöd. Ey, Kernseife, Mann. Ich will so Kernseife, kann ich eigentlich mein Auto putzen? Ey, yo! Wow! War kurz Glück, Mann. Ey, yo, ich brauch noch, ey, Bro, ich will dich anpumpen. Habt ihr vielleicht so, was ist so, 101 Chips so für mich? Ich hab noch, Bruder, komm mal. Ja, Bro, ich brauch 101 Chip, dann kann ich noch mal drehen, so einmal noch. Dann fahren wir hier weg, so. Nur ein Chip, oh, Bro, danke. Ey, so, jetzt hört auf zu drehen, ich will jetzt drehen, so. Es nervt, wenn ihr so dreht und ich drehen will. Das ist dann so lustig, Bro. So, jetzt haben wir jetzt so Hauptgewinn. Hauptgewinn. Jetzt müssen wir ja gucken, so. Das kommen ja voll krasse Hauptgewinn, so. 700, wow, Mann. Ey, ich krieg ja hier so das Auto, so. Ich guck mal, so Fahrzeug angelehnt. 700. Ey, yo. Warum krieg ich hier immer so 700, Bro? Dann geh ich das immer auf dem Automaten verzocken, Bro. Ich hab's predicted, Mann. Ja, warum, Bro? Ja, nein, Bro, muss ich das Geld vermehren, Bro. Sonst was über die Augen. Nein, der muss sich vermehren. Doch. Der Rubel muss rollen. Bruder, ihr rollt gar nichts aus. Der Bruder, natürlich rollt da was. Aber so nur das Spielen hier ein bisschen. Zieh die Augenbinde an. Nee, Bro, ich bin ja gleich. Bro, nicht Augenbinde, Bro, ich bin doch gleich fertig. Ich muss nur einmal ziehen hier drüben. Sollen wir so im Automaten spielen? Ey, yo! Gewonnen! So, weißt du, so auf Checkpot 100 angelehnt, so, weißt du? Bro, ich schaff das schon, so Checkpot 100. Ey! Ey, yo, ich hab wieder 200 gewonnen, Bro, der Automat, der gönnt massiv. Also halbwegs massiv, weißt du? Na, fast halt, weißt du, so fast so auf. Kann ich mir vorstellen. Ey! Ey, yo. Unfair, so fast mal 10. Ich habe so fast einen Satz mal 10 bekommen. Bro, jetzt nochmal. Komm, ey, yo! Ey, yo! Wo bist du? Mann? Er predicted einfach. Hast du
Ey, Bro, ich sitz hier, Bro. Wenn wir so, ja. Sitz im Automaten. So. Weiß doch, ich erhöhe meinen Limit immer ums Doppelte. Ey, yo. Ja, komm, mach mal rein hier. Bro, ich bin gleich fertig. Ich hab wieder alles verspielt. So. Also, mal, ja, rein in die. Nochmal rein in die Slots, weißt du? Um ein bisschen so, ein bisschen Cash machen, dies, das. Yes! Ach, gönn. Ich, Bro, ich denke. 500 Chips, Bro! Bro, ich bin reich, Bro. Ich kann jetzt nochmal. Bro, hat wir 300 Chips so? Hat wir 300 Chips? Ey, Bro, hast du 300 Chips zum Anpumpen? Nee. Bro, ich geb dir Kusch so. Nee, komm. Danke. Es ist mehr wert, als. Bro, einmal Kusch ist so 400, 700 wert, Bro. Nee, danke, ich möchte das nicht haben. Ey, Zivilpolizist, Bruder, lauf. Ey, Bro, wer ist Zivilpolizist, Bro? Nee, das ist Bro, das ist Skin. Du willst mich nur ablenken, Bro. Ich geh jetzt das Geld verzocken, so. Ich geh so ein bisschen spielen hier. Er zieht jetzt ab. Mit, Bro, steck auf, Mann. Bro, du willst die abziehen? Die Augen bringt der an, Bro. Dann kannst du nicht mehr spielen. Ey, Bro, wollen wir die abziehen, die gerade draufgegangen sind, oder was, Bro? Du wolltest doch Seife gehen, Mann. Jetzt. Ach so, ja, komm, wir ziehen die ab, komm. Ich zieh. Bruder. Bro, da schießt wer. Yo. Weg. Auf dreckig angelehnt, wer schießt denn da, Bro? Wer schießt denn da? Geschossen, Mann. Ey, Bro, da steht ein Auto. Wo, Mann? Ja, so andere Seite, so nicht bei uns, so auf andere Seite. Drin, Homie. Bro, ich bin gerade aus Versehen ausgestiegen, so. Ja, Bro, guck hier, so. Hier steht Auto. Hoppala. Ey, warte, vielleicht ist offen. Oh, ist das schon so. Wo hat denn der geschossen, Mann? Da oben. Ja, wo sind die, Mann? Nee, Auto ist zu, kacke. Lass jetzt Kernseife, da wollten wir eh gucken. Ja, wo ist Kernseife? Wo muss man da hin? Weißt, stand da doch irgendwas mit Postleitzahl, nicht? Ja, Bro, ich kann mir die nicht merken, so. Was stand denn da, Mann? Ich weiß nicht, Bro, ich bin so zu, ich sehe das so nicht. Also, ich frage einfach, wo Kernseife zum Beispiel sich. Das war doch da, wo Dolly ist, Mann. Nicht. Was sind die so Kernwaschen? Nee, Bro, wir fahren das Hauptplatz und fragen auf entspannt. Die haben uns so Hudi gegeben, Mann, Bro. So Hundezüchter irgendwie, Bro. Wir haben die gesucht, der Golfplatz. Bro, ich will meine Sachen mal waschen, weil sie schon so stinkig sind, so, weißt du? Was waschen? Für meine Sachen muss ich waschen, weil sie schon stinkig sind, so. Wo willst du das waschen jetzt, Mann? Ja, Bro, das Auto ist immer müde hier. Guck. Aber du stehst immer noch da und hat keinen Bock auf Leben, so weißt du. Yo, ich muss hier einparken. Hier, komm, so entspannt. Oh, was machst du, Mann? Ja, Bro, es ist ein bisschen so schnell, das Auto. So. Bin ich nicht gewohnt, so. Keine Ahnung, wie parkt man das? Achso, hier so parken, hier so. Parken muss. Hab Rückwärtsgang eingeben statt parken, so. Das ist der Typ, dem das Auto gehört. Ja, wem? Was? Wem gehört Auto? Ey, Bro, ich frag einfach auf Spanisch angelehnt. Ey, ohne Frage. Ja. Da war so Werbung so für so Wäsche. Ja. So mit dieser Seife da. Da stand so eine Postleitzahl. Wir sind da die Postleitzahl. Ich bin so stoned, ich habe nicht gesehen, wo Postleitzahl ist. Hat einer. 51, 51. Was ist bitte 50, was? 51, 51, hier ist sie wieder. Lies. Yo, Mann, fahr, Mann. Danke, Bro. Ich frag mich nur jedes Mal, was für ein Tsunami, Digga.
Hat der Tsunami in grünen Rasen ruiniert oder die Bläge, Bro? Keine Ahnung. Wir fahren jetzt einfach mal hin. Ey, yo! Oh mein Gott, Bro. Hey, Bro, wir sind schon wieder mitten in Verfolgung, Bro. Wir ahnen, Bro, wir ahnen. Yo! Fahr 51, Gang 50. Ja, Bro, ich kann ja nicht. Ich hab so Polizei so hinten auf dem Rücken. Dann mach, gib ihm G-Fehler, Mann. Ey, du geblitzt mich jetzt auch noch, Bro. Ey, Bro, hätte ja funktionieren können, so auf spanisches Essen angenehm, Bro. Aber weiß ja nie so. Und ich fahre einfach hin, ich frage einfach so. Jawohl, du bist dahin, ist der eh. Ey, 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 Bro! Kommt der denn her so? Was ist das für Geräusche, Mann? Bro, ich muss mich jetzt konzentrieren, Bro. Ich kann es nicht reden, Bro. Er folgt einen fetten Spiegel, Mann. Pass auf. Pass auf. Geil, Mann. Ist er weitergefahren, Bro? Ich glaube, er ist nicht. Nein, er kommt, Bruder, fahr. Ja, Mann. Oh nein, Mann. Ey, Bro, ich hab meinen Spiegel verloren, so weißt du. So auf mexikanisches Essen angelehnt. Bisschen am Arsch. Ah, hier ist das, ja, hier war ich schon. Ah, hier müssen wir rein, Bro, warte, wir klopfen ja, mal so ganz lieb an, so. Yo, ey, Bro, kann man hier rein, so? Wir haben gerade so ein bisschen Problem, so auf mexikanisches Essen angelehnt. Ey, Bro, nein, ich bin hier weiter, Bro, Entschuldigung, Bro. Ey, wo kommt denn der, Bro? Ey, 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 wow. Wow, Bro, Skis, ey. Was ist denn ab hier, Jungs? Alles funny frisch, so. Bro, ich weiß, wie wir fahren müssen, okay? Ich schnall dich an, Bro. Ich sag, dass mich entführt. Bro, wir machen den Hauptplatz. Oi! Bro, wir machen den Hauptplatz dicht, okay? Du mach nicht wieder den. Nein, Bro, wir machen den. Komm, glaub mir, vertrau mir, es funktioniert immer. Hast du noch Spritzer, Bro? Ja, Bro. Genug, ey. Wie viele Spritzen hast du denn, Mann? Ja, eins. Ich bin viel zu stoned für die Scheiße, Mann. Bro, ich weiß nicht mal, wo ich lang fahre, so. Viel zu stoned, Mann. Ey, yo, wir ziehen durch, wir machen das. Okay, wir fahren Nordplatz und wir fahren so voll mit Carajo, weißt du. So auf englisches Essen angelehnt. Dass du fast jetzt hochdrehst und fest. Ja, Bro, das ist mein Plan. So. Wir werden sterben. Bro, wir werden nicht sterben. Schneid dich an, Bro. Roll nicht rum. Roll nicht rum, Bro. Wir sind bei Madame Dussault. Die machen so Wachsfiguren auf uns, ja. So auf Madame Dussault angelehnt. Das war rein Glück, wo wir jetzt. Bro, die machen das nachher. Fest, Mann. Bro, jetzt schneid dich an, Bro. Ja, Mann. Wo ist deine Spritze, Mann? Bruder! Yo! Es ist im Arsch! Und du machst mich kaputt, Mann. Der kommt, der kommt, der ist auch so schnell. Bro, wie kann der so schnell sein?
Scheiße. Ey Bro, ich hab aber so auf mexikanisches Essen gerade voll durchgedrückt, ne? Hast du noch eine Spritze? Bro, ich hab ne Idee, wir knallen den um, okay? Weil ich hab grad Durchfall. Ich hab keine zweite Spritze mehr, aber wir knallen den um, okay? Ja, Bruder, dann darfst du aber nur den haben. Ey Bro, ich sehe hier nichts, weil hier alles so Durchfall ist, weißt du so. Auf rustikales Essen angelehnt aus der Ritterzeit, Bro. Ist weniger Scheiße, Mann. Ich hab noch eine Idee, so. Der wird nicht so gut fahren wie ich. Das sind das viele. Bro, ich sehe nur die Hälfte so von Straße oder so Durchfall, fahr weißt du? Fahr doch nochmal Zaun, gut. Was? Zaun? Was? Vielleicht lassen die uns rein. Dann sind die sicher, Mann. Das ist ein viel. Die Bienen wachsen. Bienenwachs aus Moskau. Auch nicht Riesen, Mann. Gut, Bro. Zeit und Fluss, glaube ich. Porsche auch überall, wo wir es hin haben. Okay, Bro, wir müssen jetzt schauen, wie wir da durchziehen, okay? Ja, natürlich. Ja, ich gebe mir so ein bisschen so Endgeschwindigkeitsbonus, Bro. Also, und wir können ihn wegmachen, wenn nur er hinten dran ist, Bro. Wenn nur einer, dann geht's schießen, Bro, für Vorsprung, weißt du? Aber wenn mehr als einer ist, ist es scheiße. Ich glaube, da hinten kommt noch zweiter, Mann. Oh, Bruder. Bro, so fast ausgehöhlt, so auf türkisches Essen angelehnt. Bro, ich hab ne Idee, so. Erzähl, Mann. Bro, das war beste Idee, Bruder. Ey Bro, ich glaube, jetzt tut mir mein Sack so ein bisschen weh, so auf mexikanisches Essen angelehnt, Bro. Oh, mein Arsch, Digga.
was fährst du, Mann? Ey, yo, Bro, ich wollte nur so ein bisschen so Skillcheck machen, so, weißt du, so auf dämonenmäßig angelehntes Essen. Geht's Ihnen okay? Ist ja, Bro, okay? Mir geht's besser als ihm. Er hat sich den Sack eingeklemmt, Bro. Oh, oh, das... Mein Airbag ging irgendwie nicht auf, so. Furchtbar, furchtbar. Ey, yo. Ich entfilme ja schon mal das FD. Ja. Ey, yo, will man von mir so ein Stück Knoppers? Ich hab so ein bisschen was dabei, so ein bisschen ein paar Spielchips. Nee. Ein bisschen Knoppers, ein bisschen Spielchips, so. Ein bisschen auf. Auf Essen angelehnt. Ey, yo. FD ist benachrichtigt. Ja, weiß ich nicht. Können Sie irgendwas erkennen? Haben Sie offene Wunden? Irgendwas, was erst versorgt werden müsste? Ey, Bro, mein Arsch ist aufgerissen, Bro. Ich hab mich da hingesetzt auf den Sessel. Okay, da war davor so eine richtige Fotze auf dem Lenker, Bro. Und seitdem hat das mein Arsch aufgerissen. Ein wunderschön. Ey, Bro, mein anderer Bro, der hat sich die Eier verstaucht. Beide Eier, so, weißt du, so ein bisschen schneller Sperma machen, so. Ab. Nicht, dass der dann. Ja, bitte sperr mal ein bisschen ab, so. Kommt von den Eiern. Kriegen Sie die Fenster irgendwie auf oder die Türen? Ja, können wir die Tür mal aufmachen, so. Ich sag so ein bisschen so mal Luft reinkommen oder so. Ey, yo, wir gehen ja auf hier, so. Bruder, kannst du. Ey, du kleiner Hoden, du Bolt, du kannst so ein bisschen so aufmachen, so die Türen, so. Dann guck ich mal. Also man hat der Hodenbolt auch noch aufgemacht, die Tür. Boah, ich habe. Ey, yo, ja, glaub, ich hab meinen Arsch aufgerissen, Bro. Wir müssen alles selber übernehmen. Mein Arsch tut weh, ja, weil, Bro. Ja, genau, weil. Bro, wir sind da ziemlich runtergefallen. Ich glaube, ich habe mir den Arsch aufgerissen, Bro. Oh. Okay. Ey, ich habe heute Chili con Carne gegessen, Bro. Wenn das jetzt doppelt so viel Schall hat, weil mein Arsch offen ist. Ich helfe jetzt auch mal ein bisschen mit rein. Mal kurz mit den Gurten. Ey, yo. Oh, das war zu heftig, ey. Mal schauen wir mal, ob ihr noch geht. Ich hatte so Sachen so. Ja, das sieht super aus. Ey, yo, was los? Dann machen wir den Gurt einmal ab. Du Dreckiger. Ey. Was los, Mann? Stopp mal hier. Ey, was soll das? Ja, Mann. Tabletten, Bro. Ey, yo. Okay, sind die Beine bei Ihnen frei? Ja, mein Arsch ist doch immer aufgerissen, Bro. Ja, das machen wir gleich im Ofen. Tut weh, Bro. Wie sieht's bei Ihnen aus? Da ist aber alles fein. Das ist der Mörder drum. Ey, yo, Bro. Hör auf damit, Bro. Ja. So, dann helfe ich Ihnen jetzt einmal kurz dann beim Rausheben. Yo, Bro, ich kann nicht, Bro, ist mit Rausheben so ganz problematisch, so ein so ja, ich fasse ihn hier mal ein bisschen mit Druck da und ja, dann so ein bisschen, Bro, kannst du so ein bisschen Druck aufs Popo noch nicht, so rausfällt. Nee, so. Da kann ich jetzt keinen Druck drauflegen. Yo, wie soll ich jetzt hier raus, Bro? Wie soll ich hier raus jetzt? So, kannst, ja, ich helfe mich jetzt raus, Bro. Siehst du mich raus? Ja, ich... Auf drei? Ich helfe... Ja, Bro, auf drei, so. Zwei und drei und hopp. Oh, Bro, ja, Bro. Sehr schön. Okay, ja. Gut. Tut ihm momentan irgendwas weh. Was hab ich denn hier mein gefunden? Arsch ist aufgerissen, Bruder. Ja, er hat mir das Riebel geworfen. Ja, ich hab mir so den Arsch aufgerissen, Bro. Du bist so ein Drecksack, ich schwöre. Ich gucke mal. Du bist so ein Drecksack. Yo, was los? Was läuft? Ja. Das ist ja alles bei ihm läuft's auf jeden Fall. Reingeschmissen, du Drecksack. Raus, ja. Ganze Sitz ist voll. Ey, ja, da bin ich ein Anwalt, Bro. Okay, gut. Wo finde ich denn einmal Ihren Führerschein, der Herr? Ja, oh. Bro, was ist mit Führerschein, Bro? Wie sieht's denn bei Ihnen aus? Sind Ihre Beine soweit frei? Ja. Haben Sie einen Führerschein für mich mal? Also mit wo Führerschein, haben Sie die Bro? Natürlich habe ich einen Führerschein, Bro. Ich bin ein Ei und bin ja angeschlagen. Wo finde ich den denn? Oder können Sie mir den mal geben? Ja, in meiner Horschentasse. Okay. Ich hab grad die ganzen Waffen weggeschmissen und den Rest reingeschmissen. Seite auf dem Boden. Ich hab da alles Lancer, ne? Jake. Ja, so mit Jay, so Jay, weißt du, so JL. So JBL, so ohne B halt. So JBL ohne B, so. Weißt du? Gut. Okay. Jo, müssen wir mal einen Popo angucken, ob das okay ist, so, weil ich glaube, der ist nicht mehr so ganz so mehr sein soll, so, weißt du? Ja, okay. Und willst du mal gucken? Du Drecksack! Was nicht sie? Ein bisschen so. So, ist das Ihr Fahrzeug, Herr Lancer? Nee, Bro, ich geborgt, so, das hab ich geahnt von so einem Bruder, so. Von
Der hat ihn so zur Verfügung gestellt gehabt und ich bin damit halt gefahren, so weißt du. So ein bisschen gefahren, so mit so ein bisschen. Einmal links, rechts gefahren, rechts, links und geradeaus und rückwärts gegangen, so. Yo. Ey, yo, seh nur ich den Typen, der da so im Auto sitzt, so ein Auto? Dieser einzige. Alles durcheinander, Mann. Du Drecksack. Was ist los, Bro? Ich zieh mal einen durch, Bro. Ich zieh mal einen durch. Okay. Und von ihm haben sie das Auto sozusagen geborgt, ne? Ja, warte, natürlich habe ich es geborgt. Natürlich geborgt habe ich den Scheiß. Boah, ey, was ist denn jetzt los, ey, Junge? Noch ein paar Tabletten einschmeißen. Ja, Mann. Ja, Mann, soll ich mich hinstellen? Dann habe ich ihm geahnt, weißt du, so ein bisschen so. Okay. Du Drecksau, ich brauche einen Anwalt, Mann. Ich zeig dich an, du Arsch. Ey, Bro, red nicht so mit dem Officer, der macht nur seinen Job, Bro. Nein, du, Mann. Ja, Bro, red doch nicht so mit dem. Warum tust du den Officer als Drecksau, Bruder? Lass ihn auch in Ruhe, mach nur seine Arbeit. Ey, das ist so austern, Mann. Ey, Bro, was ist denn los? Halt's Maul, Mann. Was ist denn, Bro, sag doch, was los ist. Der Bruder ist ein riesen Durcheinander. Wegen dir, Mann. Das ist ein riesen Durcheinander. Der Schweizer. Oh, ich sag riesen Durcheinander wegen dir. Dabei? Bro, ich weiß nicht, was du meinst mit Durcheinander, Bro. Okay. Keine Ahnung. Ist, so. Fahrzeug zugelassen auf Kevin Testo. Der geht allerdings noch nicht ran. Wer ist? Yo. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, das ist so dumm einfach. Ja, ja. Ich kann nicht mehr. Coaster Freaks okay. Gamer, danke fürs Video. Wie gesagt, nehmen wir sie erstmal mit ins. Nehmen wir sie erstmal mit ins Oceans. Komm her, du Drecksack. Und dann. Ja, was denn, Bro, jetzt beleidigt den Officer nicht. Du, Mann. Frage ist, Bro, warum sie abgehauen sind. Gut, dadurch, dass das Fahrzeug auch nicht auf ihn zugelassen ist, haben wir ja die Grundlage, die Beine eigentlich auf jeden Fall noch zu durchsuchen. Mann. Ich bin eine Geisel. Er hat sie entführt. Was haben sie gesagt? Bro, ich habe ihn nicht entführt. Wir sind Bros, wir können zusammen, so weißt du. Niemand entführt. Hat der Herr Lancer sie entführt? Wen haben wir denn eigentlich hier? Ja, Bro, der ist auch Lancer. Ich entführe doch keinen Lancer, Bro. Ich bin Benjamin Rumpel. Okay. Bro, was Benjamin Rumpel, Bro? Was ist das denn? Bro? Sag mal, wie du heißt, Bro. Sie kommen nur eh drauf. Ich hab den schon. Wer ist es? Okay. Danke. Bro, Lisa Marie Albrecht. Okay, gut. Gut, dann würden wir die beiden auf jeden Fall jetzt erstmal, dadurch, dass sie verbrecherische Flucht haben. Ich bin nicht gefahren, Mann. Ah, gut, aber der andere Herr. Ja, boah, ich hab mir den Arsch aufgerissen. Ja, Bruder, eben. Bruder, er hat alles in den Fußraum geworfen. Bro, ich hab gar nichts geworfen, Bro. Jetzt kommen wir mit der Tatsache klar, Bro. Es ist nichts passiert. Ja, der hat alles in den Fußraum geworfen. Gar nicht mehr. Mit Darius immer so geil, weil sich immer so beschwert und was passiert. Also ich war bei jemandem da, war der. Benjamin der Rumpel. Nee, kann ich mehr. Beste RP-Name. Ja, Dankeschön an Libelle und Liquid Viper fürs Mitgliedschaft verschenken. Gut, nee, das ist also heute ist schon wieder so ein Moment. Ist einfach zu gut. Es ist einfach zu gut. Yo, Bro. Ey, yo. Gut, dann kommen Sie einfach mal mit. Gehen wir. Er muss. Jetzt ist mir die Sache wieder zustecken. Dann einmal hinten bitte einsteigen. Ja, okay, Bro. Ich hau dir sowas von auf die Fresse. Ja, Bro, deine Hose, die ist ein bisschen weit unten. Oh nein! Wahnsinn. Ja, Bro, hinten musst du einsteigen. Also, hinten ist offen. Ja, das machen die oft. Wenn der Magnum dabei ist, dann machen die das sofort. Ey, ich seh nix, Bro, Hilfe! Soll ich noch einen Partner machen? Nee, Bro, komm einfach. Bro, Hilfe, ich hab eine Sack über dem Kopf, Bro. Kann mir jemand helfen? Deputy One ist dann jetzt 1076, 1015, Oceans mit zwei Suspects. Siehst du was, wie du. Bro, so wird's vorgeben. Können Sie den Wodka bitte bei sich behalten? Ein bisschen Spaß haben für später, Bro.
Nee, Herr Lenzer, behalten Sie bitte das Kusch mal bei sich. Bro, so ein bisschen für später, so weißt du, so auf indisches Essen angelehnt. Sind so ein bisschen Tabletten für. Ja, mal bitte die Sachen aus dem Trans. Bro, bitte die Sachen aus dem Transporter mal bitte auch dann einmal noch in die Asservatenkammer wieder. Spammen gerade mit Tierfutter zu. Bro, ich sehe schon so schlecht, Bro. Siehst du immer noch schlecht? Ja, ist alles so komisch, Bro. Ist dunkel. Ja, ein bisschen dunkel im Spiegel. Ja, siehst du jetzt was? Ja, Bro, beim Spiegel geht's gar nicht gut, Bro. Mein Spiegel hat Probleme jetzt. Muss ich dir wieder was anziehen oder was? Ja. Scheiße, ich hab ihn nicht mehr. Er ist zerrissen ab deinem Dickschädel, Mann. Damit über einen 1097 Oceans. Bro, ich fütter gerade den Police Officer mit Tierfutter, Bro. Nee, das will ich, das brauche ich nicht. Dankeschön, komm so raus, Alter. So, weißt du, so. Hey, yo! Danke für Pommes, Bro. Oh. Glaub, ja, danke schön. Das klären wir gleich. Komm jetzt mal bitte raus. Ey, yo. Gut. Na, immer mir folgen. Wo ist deine Hose, Mann? Ich denke, die hat er ausgezogen, weil das. Au! Kommen Sie hier lang, bitte. Da ist er, mir geht's beschissen, Mann. Ja, das glaube ich Ihnen. Geht's dir gut? Herr Lenzer, hier lang bitte. Nee, Bro, mir geht's nicht gut, deshalb gehe ich doch so. Bro, ich gehe so, weil mein Popo weh tut. Dachte ich mir schon. Scheiße, Mann. Oh, ich sehe, das sieht gar nicht gut aus. Nee. Herr Lenzer, hier lang. Wohin? Ja, und dann gehen wir einmal zwei hoch. Runter, okay. Nee, hoch, Herr Lenzer. Kann ich mich hier hinlegen? Ey, Bro, nein. Wo? Na Herr oben, okay, Bro. Hoch auf die 2, bitte. Geil, okay. Warum können wir nicht mit dem Fahrstuhl fahren? Beim Arsch ist aufgerissen, Bro. Gut, so. Ja, das verstehe ich ja. Warum fahren wir nicht mit dem Fahrstuhl, Bro? So alles kurz, sie haben es gleich geschafft. Das ist ja erst die. Hä, hier oder? Ja, Bro. Nee. Ja, zwei. Wir gehen jetzt erstmal hier. Hier, guckt, hier nimmt sie erstmal Schwester Bertha einmal kurz auf. Was? Achso. Einmal Bro. Hier vorne und danach gehen wir mal ganz kurz hoch nochmal raus. Oh, ist viel zu teuer. Das kannst du vergessen, Mann. Oh nein, Mann. Yo, ist viel zu teuer, yo. Yo, so viel ist mein ganzes Geld weg, Bro. Mein ganzes Geld einmal weg von heute. Okay, dann kommen Sie mal mit. Boah, so, darf ich mal Ihre Glatze angreifen? Warum will denn heute jeder meine Glatze streichen? Nein. Oh, glänzt, Mann. Warum? Ja, darf ich mal weiß. Einen fetten Schwanz von Ihrer Glatze rauchen, Mann. Bro, nein, auch das Bro, nicht. Bro, so ich sehe von hier aus die Schuppen, die will ich runterkratzen mit so einem Schaber. Ich habe keine Bro. Schuppen. Bro, da kann ich so einen Schaber nehmen und die Schuppen. Nein, ich habe Head and Shoulders, da passiert nichts. Nein, hier lang bitte. So. Head and Shoulders verursacht doch Schuppen, Bro. Wenn du nein. Aufhörst zu nehmen, so ganz viele Schuppen. Head and Schuppen, Mann. So, also war dann ich kommen wir beide hier wieder Junior rein. Junior oder was oder so. Ey, Mann, voll geil, Mann. Was ist denn hier, yo? Gut. Yo, will ich mich hier hin oder gut, als allererste. Herr Lenzer, kommen Sie mal bitte ins Badezimmer raus. Ich leg mich hier hin, ja. Ja, machen Sie es erstmal bequem. Es geht, Mann. Oh, ich dachte, das sei die Zelle, Mann. Sorry, Mann. Nee, das ist die Nasszelle, so, ja. So, ich wollte die Zeit absitzen, Mann. Nee. Okay. Gut, als allererstes, kennen Sie Ihre Rechte? Ja, Bro. Dreimal ziehen oder so. Herr Jane Lenzer, kennen Sie Ihre Rechte? Was für Rechte? Ja, die Rechte eines Gefangenen. Eieiei. Wie läuft man so? Skill. Man braucht Skill dafür.
Sie haben das Recht zu schweigen und Fragen zu verweigern. Alles, was Sie sagen, kann vom Gericht gegen Sie verwendet werden. So Sie haben das Recht, einen Anwalt zu konsultieren, bevor Sie mit der Polizei sprechen und einen Anwalt bei der Vernehmung jetzt oder in Zukunft anwesend zu haben. Wenn Sie sich entscheiden, Fragen jetzt ohne Anwesenheit eines Anwalts zu beantworten, haben Sie immer noch das Recht, die Beantwortung jederzeit einzustellen, bis Sie einen Anwalt sprechen können. Das LAPD ist nicht verpflichtet, Ihnen einen Anwalt zu stellen. Haben Sie diese verstanden? Habe ich verstanden, Bro. Was, Mann? Klar und deutlich. Gut. Okay, gut. Xyon, vielen Dank für 2 Euro. Vielen Dank. Gut. Nee, nochmal wiederholen brauche ich das nicht. Gut. Ja, okay, gut. Also, ich würde einmal kurz bei Ihnen in die Taschen gucken. Dann schauen wir mal ganz kurz. Haben Sie irgendwelche illegalen Gegenstände dabei? Ja. Jetzt kommt die ganzen illegalen Gegenstände, die ich reingeschmissen. Ich habe auf Toilette, habe ich Besenstiel mitgemacht. Er hat auf der Toilette die ganzen Sachen weggeschmissen. Gut. Was ist los, ey, Bro? Aber ich wir müssen da noch was klären, Mann. Ja. Im Auto, Herr Jaglenser, ich würde auch mal bei Ihnen noch einmal kurz in die Tasche reingucken. Okay, Bro, ich habe Waffenschein, alles cool. Durch den Unfall hat sich alles zerrissen, Mann. Gut, die Muskete, die ist einmal genauso wie die Machete investiert. Ja, oh ja, Bro. Ja, ey, stopp mal, wir müssen noch die was beiden Funkgeräte werden einfach konfisziert. Wir müssen das noch was klären. Kusch dürfen sie behalten. Das finde ich voll unkorrekt von dir. Und bei den iPhones nehme ich einmal die SIM-Karten raus, ne? Ja, Bro. Machen Sie bitte. Herr Lenzer. Genau, danke. Eine Frage, Mann. Ja. Wie machen wir das? Beim Unfall sind unsere Waffen im Auto rumgeflogen. Bro, da ist nichts rumgeflogen, Bro. Das ist eine Lüge. Bro, jetzt lügt du nicht, Bro. Gut, also der Fahrer bekommt einmal Verbrechen. Wer sucht, der findet, wer drauf tritt, verschwindet, Bro. Ganz easy. Und hinten. Sonst zieh ich dir was an, Mann. Ja, Bro, hinten tut es immer brennen. Eine illegale Waffe dabei, ne? Bro, es tut immer weh. Okay, check. Also die waren. Und um seinen Körper. Ey, die Ahnen, Bro, die Ahnen, dass du die gerade so voll anlügst, so, weißt du? Ich lüg nicht. Ja, Bro, die Ahnen doch. Bist fertig soweit? Dann hol ich mal den. Bro, du hattest genug Zeit, die wegzuschmeißen. Ich wusste ja nicht, dass du so dumm bist, Bro. Was? Bro, du hättest einfach wegschmeißen können. Die P-Cat-Einträge, dann hol ich jetzt die Marshall. Hättest du ja auch machen können. Ja, Bro, hab ich doch, Bro. Ja, Bruder, du hast ins Auto geschmissen, du Idiot. Ja, Bruder, ich hab Bro. Ja, machen wir schnell hier. Du hast sie mir in die Unterhose gesteckt. Oh. Bro, ich hab dir gar nicht in die Unterhose gesteckt, Bro. Natürlich, Mann. Nein, ja, Bro, ich hab dir gar nicht in die Unterhose gesteckt, Bro. Stopp. Doch. Du bist so ein Schlawiner. Ja, Entschuldigung, ich bin hier bei den Lenzern. Also, eine Marschall-Einheit für Deputy One. Also, der Commander zu 7 und Xion fällt dann immer für eure Drohnis. Kannst du nicht mit mir machen, Mann. Du hast einen Führerschein gezeigt. Ja, das hab ich eigentlich schon, ja. Oh mein Gott, da kommt auch was auf mich zu. Aber, Leute, bei mir ist leider schon Ende im Gelände, denn heute wird noch weiter gewirkelt an 3-0. Das heißt, ich mache für euch schon mal Schluss. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen, aber 3-0 ist wichtig und richtig. Auf jeden Fall, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt auf dem Kanal, lasst kostenlos ein Like da, Leute, lasst kostenlos ein Abo da. Zur schnelleren Abarbeitung noch einmal ihren Personalausweis. Achso, ja, Bro, Personalausweis, bitte. Wuppelt auch gerne im Shop vorbei, wenn ihr einkaufen wollt, ihr wisst, Adventskalender vorbestellbar. Ja, und bei mir ist jetzt gerade auch Essen fertig geworden. Ich muss jetzt alles auf einmal machen, weil sonst geht sich das alles heute nicht mehr aus. Ich bin dann immer so auf Schnellstell, aber so muss das. Geht nicht anders. Aber wir machen auf jeden Fall 3-0, kommt viel weiter. War klar, 3-0 kommt doch eh nie. Warte, Bre. Nutzer auf diesem Kanal ausblenden. So. Und wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich, wenn 3.0 da ist, wenn er wieder eingeblendet wird auf meinem Kanal. Und dann wünsche ich euch, wie gesagt, eine wunderschöne Nacht. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ich verabschiede mich damit. Ein wunderschönes Kopf.